Vor allen Dingen, so, wahrscheinlich Leute, auch gerade in dem Moment habe ich dann auch irgendwas anderes gelabert. Ich glaube, wir fangen mal an, ja, oder? Mit Rustalot. Lass uns über Rustalot reden. Bevor die Zeit flöten geht und wir nur über Finanzamt und so reden. Macht aber auch Spaß, muss ich sagen. Genau. Fake Leute, News. Wir haben uns hier. Stream, Rustalot 3, nö, wir haben danke. Uns hier heute versammelt, ja. Versammelt, um nochmal zu reden über die unglaublichen Ereignisse in der einen Woche von Rustalot. Ich bin so verkraftet. Das war verrückt, war das, ja. Ja, das war grandios. Ich habe gar nicht irgendwie vorbereitet, so von wegen, ja, hier, nee, wir haken die und die Frage ab. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit, dass wir uns alle vielleicht nochmal kurz vorstellen und so und vielleicht erklären, wen wir gespielt haben in Rustalot. Ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang und vielleicht ergeben sich daraus dann direkt schon ein paar Sachen. Wer möchte denn anfangen? Ja, du dann, weil du von der Reihenfolge her, vom Bild her hinpasst. Alles klar, na dann. Alles klar. Ja, hi, ich bin der Chris. Auf Twitch bin ich DuRealTV. Stream jetzt auch schon fast 6 Jahre lang, sogar ein bisschen mehr, aber 6 Jahre affiliiert. Und ich war dieses Jahr zum ersten Mal bei Rustalot dabei. Bin noch ein Baby, was das anbelangt. Ich glaube, ihr wart alle schon vorher dabei, oder? Im zweiten? Ja. Ja? Mein zweites. Okay. Ja. Genau, ich war das erste Mal dabei. Es war sehr wild. Ich habe mich auch sehr spät dafür beworben, tatsächlich, weil ich das erst gar nicht mitbekommen habe. Und dann habe ich halt so einen Tweet gesehen von wegen, ja hier, wir suchen noch so ein paar Leute. Habt ihr nicht Bock, noch eine Bewerbung zu schicken? Wir lassen die Bewerbung noch eine Woche laufen. Und dann dachte ich mir, ja komm, jetzt probierst es einfach mal. Du bist zwar ein kleiner Streamer, aber probier mal dein Glück. Wenn die eh noch Leute brauchen, dann klappt das ja vielleicht. Und das hat es dann auch. Und ja, dann war ich mit dabei und die meinten zu mir, also wir hätten da noch so die Stelle für den Assistenten des Obststandes frei, hättest du darauf Bock? Und ich dann so, ja, ich meine, ich bin froh, dass ich überhaupt dabei bin. Also klar, warum nicht? Probieren wir es aus. Und ja, dann war ich da und habe auch eine sehr nette Dame dann als Chefin zugeteilt bekommen. Das war nämlich die Ella hier, die Ella Trake. Und hier heißt sie Drake. Und kam zu mir an den Stand. Und dann habe ich ihm gezeigt, wie der Hase läuft. Und er hat sich ganz gut gemacht. Erstmal hat das Wildschwein uns die ganzen Kartoffeln, genau. Das war nämlich nicht meine Schuld, das war das Wildschwein, ganz klar. Genau. Aber das hat sich dann irgendwie reingrätschen. Warst du derjenige, den ich ausgerüstet habe, der Ritter werden wollte? Ja. Genau der, ja. Das war das war so meine Hintergrundstory. Also ich hatte mir nämlich ausgedacht, ja, ich bin da so nach Rustalot quasi gezogen von Fernalot oder sowas. Und ich habe da irgendwie Geschichten gehört von Drachen und von Zauberei und was auch immer sich da alles rumtreibt in Rustalot. Und ich fand das halt so geil, dass ich da quasi hingezogen bin. Musste natürlich so ein bisschen Geld nebenbei verdienen, weil ich jetzt nicht irgendwie aus dem Adel komme oder so. Deswegen war ich dann bei Ella am Obststand. Aber so mein innigster Wunsch war quasi, irgendwann Ritter zu werden quasi. Und das war so meine Background-Story, meine Motivation quasi für meinen Charakter. Wodurch ich dann auch relativ oft in, interessante Geschichten verwickelt wurde. Aber ja, wer möchte denn als zweites? Im Zweifel mache ich weiter. Alles klar. Ich bin der Nero Lumius. Das zweite Mal jetzt mit dabei gewesen. Das ist am Anfang bei mir in der Bewerbung eigentlich genauso passiert. Ich habe die erste Staffel Rustalot ein bisschen bei ein paar Leuten gesehen und fand die Idee eigentlich super cool und dachte mir so, boah, ja, das ist ein ziemlich cooles Projekt. Und dann habe ich dann, ich glaube, bei Shuggis einen Tweet habe ich gesehen, hey, wir suchen jetzt Statisten, wir wollen das ein bisschen aufbauen, wir wollen Statisten haben. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Ich hatte genau diese Gedanken, was soll der Geiz? Ich habe gerade irgendwie so eine Art Zeit, ich habe da Bock drauf. Und die Bewerbung sah ja dann irgendwie so aus, dass wir, also bei uns war es zumindest damals, wir sollten ein Video einschicken und einen Text vor, wer wir sind, warum wir das können. Und dann halt, wie gesagt, einmal zeigen, dass wir es machen. Ich habe dann halt so ein bisschen was reingeschrieben, wer ich bin, warum ich das kann, wo ich herkomme. Und habe dann schlussendlich ein Video eingeschickt, wo ich sozusagen den Marktschreier gemacht habe. Das war nämlich meine ursprüngliche Idee für dieses Projekt, dass ich tatsächlich so ein Herold des Königs werde. So einfach aus dem Gedankengang heraus, hey, als Herold des Königs sagt dir der König was und du rennst über die gesamte Insel und kriegst eigentlich alles mit, was passiert. So diese klassische FOMO-Rolle eigentlich. Coole Idee. Um dann eigentlich von dort irgendwie wegzukommen. Das heißt, ich habe dann halt irgendwie mich hingestellt und gesagt, höret den König! Oder irgendwie so ein Fuchs habe ich mir dann so zusammengeschrien. Und habe dann irgendwie, sollte man dann ja noch irgendwie so einen Marktschreier machen. Und habe dann halt noch gesagt, hier, kommt her, wer will, wer hat noch nicht und alles drum und dran.
und wurde dann akzeptiert, zu meiner großen Freude, als Fischhändler. Was ja so vom Prinzip fast das Gleiche eigentlich. Ja. Genau. Was überhaupt nicht das war, was ich ursprünglich wollte, weil da diese Rolle, die ja dann in diesem Moment vor allen Dingen als Statist einigermaßen confined hinter diesem Marktstand ist, war ja eigentlich genau das, was ich nicht wollte in dem Moment. Aber ich dachte mir, dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir, ja, du stehst auf dem Marktplatz und eigentlich, das ist viel besser, weil du bist nicht der Hirte oder der König, der zu den Leuten kommt, aber alle Leute kommen zu dir. Das ist ja noch viel besser eigentlich. Ich meine, wenn du auf dem Markt stehst und rumschreist, bist du ja quasi eigentlich ein Marktschreier. Richtig. Ja. Das ist eigentlich genau das. Aber ich meine, der Herold des Königs, der geht ja auch manchmal zum Adel und sowas. Und das war so mein Gedanke, dass ich sozusagen wirklich mal jeden sehe. Nicht nur Markt, nicht nur Adel, sondern wirklich mal so richtig jeden. Und das war halt so der Gedanke. Aber das hat in dem Moment ja eigentlich völlig ein... Also es hat ja eigentlich... Ist aufs Gleiche rausgekommen schlussendlich. Also, dass du auf dem Markt stehst und am Ende so confined war es ja gar nicht. Also natürlich ist man irgendwo, sag ich mal, als Mensch, der ein Fischverkäufer war, aufgetreten, aber schlussendlich ist man ja tatsächlich auch immer sehr weit rumgekommen. Also nicht nur für, Fischkauf und Fischverkauf, sondern tatsächlich auch schlussendlich sind wir ja komplett eingezogen worden in die, in das RP. Also ja, das bin ich. Ja, auch hier auf Twitch. Hallo. Moin. Wenn ich zuerst oder soll ich jetzt? Mach du ruhig. Okay, ja. Ich bin Tofflerich, der Schmied gewesen. Auch schon in der zweiten Staffel. Zu Rustalot bin ich gekommen, weil Toro damals in seinem Stream den Link gepostet hat und ich da einfach mich beworben habe. Hab die erste Staffel gar nicht mitbekommen. Ich wusste auch gar nicht, was mich da eigentlich erwartet und hab mich einfach beworben und wurde angenommen. Und ich glaube, zwei oder drei Tage vor der zweiten Staffel hatte Shaggis mich nochmal angeschrieben, hat gesagt, scheiße, ich habe dich ja total vergessen. Hier hast du den Link vom Discord und wir brauchen noch das und das und das. Und kannst du dir vorstellen, was anderes zu machen, außer das und das und das? Und also anfangen sollte ich eigentlich als Spieleleitungsassistent. Und dann wollte er mich doch in die Wachen reindrücken. In die, was ist denn ein Spielleitungsassistent? Das ist Gurgel, oder? In der zweiten Staffel war es so gewesen, dass die ganzen Statisten, so wie Ella auch, rausgeholt worden sind und als Zombies rumliefen, nachher zum Beispiel am letzten Tag. Okay. Das hat so viel Spaß gemacht. Warst du da auch schon da? Da war ich auch mit dabei. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich hab schon mal gehört, ne? Genau, also das wäre so die Rolle gewesen als Spieleleiter-Assistent. Oder dass du mal ein Schwein bist und mal ein bisschen rumläufst oder als Bär die Leute irgendwie angreifst oder sowas. Das wäre zumindest in der zweiten Staffel die Rolle gewesen. Aber dann hat er noch ein bisschen umgemodelt und dann irgendwann hat er gesagt, okay, du bist jetzt Schmied. Und war da dann tatsächlich nur Statist. Also was heißt nur, also... Die Statisten haben halt eben auch eine sehr, sehr tragende Rolle, gell? Naja, es ist ja auch nicht mehr Statist gewesen. Für die dritten Staffel ist es ja dann auch. Ja. Genau. Also das ist die dritte Staffel, da war ja nochmal alles komplett anders gewesen. Guten Abend. Und jetzt bin ich ja erstmal gespannt nochmal auf die vierte Staffel, aber das dauert ja noch. Naja, eine eventuelle vierte Staffel, ja? Ja, bei Twitter hat er ja schon gesagt, dass die Leute ihn nicht anschreiben brauchen wegen Bewerbung für die vierte Staffel. Da sind die ja schon bei. Ja, und jetzt dritte Staffel. War ich auch wieder Schmied. Als Tofflerich. AKA Enkelinnen, Sammler und Hofplatzmacher für Ella. Du hattest am Ende auch irgendwie den Keks da. Keksi hattest du auch als Enkelin, oder? Ja, das war dadurch, dass die... Ah, wie hieß sie denn noch? Nika Nanika? Achso. Mhm. Was? Die Mutter des Kekses, ja. Die Mutter des Kekses war ja meine Enkelin. Und was ist sie denn, wenn die Tochter vom Keks? Großenkelin? Großenkelin? Eben so, ja. Also ganz komisch alles gewesen. Ach, nur eine Insel, also wer denn nicht mit wem? Also. Ja, das war nachher alles ein Kreis gewesen. Aber das war witzig gewesen. Also,
Wir hatten ja auch unendlich viel Kohle gehabt als Schmied. Und ich habe ja die ganze Zeit immer die Enkelin immer jeden Tag irgendwie 100 Taler in die Hand gedrückt. Also das war ja allgemein so bei uns, so beim ganzen Markt eigentlich so. Also die mussten das ja quasi schon auf Neudeutsch nerven, wie viel Geld wir quasi bekommen haben. Ja. Die haben uns ja quasi jeden Tag jetzt irgendwie Geld abgezogen, weil das halt in der zweiten Staffel wohl so wild war, dass der Markt dann irgendwann mehr Geld hatte als der Adel. Ja. Das ist halt ja. Also was ich hatte eine richtige Liste, was die Leute geschuldet haben am Ende. Das war der Wahnsinn, ja. Aber das war, also bei uns, ich weiß nicht, da haben sie, glaube ich, die Thron verwechselt. Ich hatte das ganze Geld, was wir eingenommen haben, in die Truhe reingeschmissen, wo die gesagt haben, dass es rein soll, und habe mein Gehalt in meine Truhe neben dem Bett geschmissen. Und das war letztes Jahr die Truhe, wo die gesamten Einnahmen reingingen. Also das heißt, die haben immer nur mein Gehalt weggenommen, aber die, weiß ich nicht, 10.000 Taler am Tag, die wir eingenommen haben, die wurden halt eben nicht weggenommen. Ne? Und dementsprechend habe ich halt eben hau raus, ne, immer schön alles verschenkt und so. Verstehe. Ja, so war das. Oder dann habe ich halt eben für einen Apfel dann irgendwie 50 Taler bezahlt oder für Bier habe ich dann auch 100 Taler bezahlt. Scheißegal, Hauptsache wieder weg, ne? Ja. So halt eben große Spendierhosen angehabt, ja. Ja, das war witzig. War ja ganz schlimm bei unserem Fleischhändler, weil die Leute alle dorthin sind, weil, ja, Gemüse ist gut fürs Pferd, Fleisch ist für dich gut selber, weil du halt mit so einer riesen Rehkeule kriegst du dich ja praktisch voll. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis war viel besser. Vor allem auch das Preis-Inventar-Verhältnis. Das heißt, ich hatte niemals diese 10.000 Taler, hatte ich nie. Aber vierstellig war es am Ende schon. Aber das ist halt auch so ein Ding, was ich auch, glaube ich, nochmal irgendwo geschrieben hatte, dass wir im Markt eigentlich mehr Macht Inflation haben müssen für über genau die Ressourcen. Das. Weil jede Schenke hatte das Gleiche, was wir auch hatten, für den gleichen Preis. Also warum zu uns kommen? Ja, das war ein bisschen doof, aber da können wir nachher mal ins Einzelne reingehen. Aber genau, ich glaube, aber erstmal muss Ella sich vorstellen. Genau, Ella. Ja, hi, ich bin Drake 2177, alias Ella Drake, vom Marktstand in Rustalot. Obst und Gemüse verkaufe ich manchmal. Und manchmal hat sie auch so ein bisschen Abenteuerlust gehabt und ist auch mal los. Meistens aber erst, wenn die Marktzeit vorbei war. Oder wenn alle zu irgendwelchen Events gerannt sind. Das ist meine liebste Zeit gewesen. Denn die sind alle auf ihre Hochzeiten und auf ihre Burg und haben sich da über die Liebe was erklären lassen. Und Ella ist los und hat sich die Welt angeguckt. Das ist dann immer ganz schön, wenn man dann so ein bisschen was mitkriegt noch. So schnell sie konnte mit ihren alten Füßen. Ja, bin immer sehr langsam gelaufen. Chat schreibt auch gerade, immer mit einer Weinflasche war sie unterwegs. Ja, das stimmt. Wein, also ein Glas Rotwein, in dem Fall war es jetzt eine Flasche, weil sie das so gescriptet haben. Aber sie hat schon in Rustalot 2 gesagt, ein Glas Rotwein am Abend muss sein, das hält jung und fit. Und das hat sie ja auch weiter so gehandelt. In der dritten Staffel wurde, glaube ich, auch noch nie so viel gesoffen, wie in den anderen Staffeln. Also ich hatte, mein Inventar war auch immer voll gewesen mit Schnaps, Wein, Bier und ich habe die ganze Zeit einen Pegel gehabt, die ganze Zeit. Ich habe durchgehend verschwommen geguckt, das war schon richtig anstrengend gewesen nachher. Ich glaube, das lag auch so ein bisschen an dieser, wir hatten ja dieses Mal zwei Tavernen, die sich auch irgendwie so ein bisschen bekriegt haben und zumindest die eine davon ist ja dann irgendwie rumgelaufen und hat irgendwelchen gefährlichen Schnaps, der blind macht, irgendwie an die Leute verteilt und dann gemeint, ja, mit schönem Gruß von der jeweils anderen Taverne und so. Da bist du quasi schon umsonst irgendwie an Alkohol gekommen immer. Ja, die Kneipe, also die Taverne bei den Bauern, die haben angefangen damit, die ganze Zeit diesen kranken Schnaps zu verschenken, wo die 3x drauf waren und haben dann gesagt, hier, das kommt von wie hieß er denn? Horst Greifenberg, genau. Horst Greifenberg. Genau. Ja. Das andere war der Feuerschlund, ganz genau. Danke, Chat. Ja. Das ist ein Feuerschlund. Ja, genau. Das ist der Feuerschlund hat nämlich den Schnaps gemacht mit diesen XXX drauf. Ja, daher kam das. Ach, das war grandios gewesen. Auch der Alchemist mit seinen Tränken, dass du dann auf einmal schlagartig Durchfall bekommen hast oder rumgeschrien hast. Also du hast ja dann in-game, dein Charakter hat auf einmal rumgeschrien, wie als würde er Feuer spucken. Mich so hat er nachher erschrocken.
steht dort einer in der Gruppe und der schreit. Ich denke mir so, wer schreit denn jetzt hier gerade schon wieder in sein Mikrofon? Nein. Dann hab ich den reden sehen und dann schrie der, während er geredet hat. Und dann dachte ich mir so, boah, er ist eine Hexe. Ich habe auch nicht gekrallt, was da eigentlich passiert. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Nee, also das verstehst du im ersten Moment auch gar nicht. Und selbst der Alchemist konnte dir auch gar nicht sagen, wenn er dir einen Trank gegeben hat, was da passiert. Er sagt dann einfach nur das Geheimnis, es passiert irgendwas. Ja, okay, dann säufst du das oder gibst es halt eben weiter. Dann hat er entweder Feuer gespuckt oder hatte Durchfall bekommen, ist direkt zu Boden gegangen und dann war da, glaube ich, noch irgendwie ein paar Eigenschaften. Also ganz stimmt. Ich habe das auch nur im Nachhinein mitbekommen, über andere Streams, dass die da wohl irgendwie so eine Art, RNG, deutsches Wort, Willkür quasi eingebaut haben, was diese Tränke anbelangt vom Alchemisten. Und ja, also manchmal gehen sie irgendwie überhaupt nicht, also haben nichts gemacht. Manchmal haben sie irgendeinen random Effekt wohl irgendwie verteilt und es war wohl sehr witzig. Ich hatte das mitbekommen wegen Katze. Ein Totengräber ist über den Marktplatz gelaufen und hat gesagt, er sieht nichts mehr. Ich dachte zuerst, er macht RP. Ich dachte, Leute spielen das, aber die haben wirklich nichts mehr gemacht. Ja. Ich hab da mitgemacht, dachte mir, das ist eigentlich voll das geile RP. Er hat einen Trank getrunken und sieht jetzt nur noch Farben. Alles ist bunt und das hat er auch so schön gespielt. Und dann bin ich da mitgegangen und hab ich in das VOD reingeguckt und der hatte einfach den übelsten Trip. Da hab ich erst mal gesehen, dass das nicht nur gespielt war. Ja, gut, dass du dich um ihn gekümmert hast. Also umklappende Leute habe ich auch öfter gesehen, wusste aber nie so genau, liegt es jetzt an dem Alkohol, dass die umkippen und einfach, sich weggebeamt haben? Oder liegt es wirklich an diesem Alchemistenkram? Ja. Oder beides zusammen. Also meistens, was ist denn mit meinem OBS los, Alter? Bei Katze war es ja beides. Der ist ja zusammengeklappt und hatte die Farben. Keine Ahnung, ob der zwei von den Dingen gesoffen hat am Ende, aber der hat ja wirklich das volle Programm gehabt. Lag an jeder Lampe, lag der wieder um. Ich dachte zuerst, er hätte die ganze Disconnect, to be honest, als er die ganze Zeit umgefallen ist, weil das ist ja eigentlich das, was passiert, wenn du disconnectest, dann liegt dein Charakter irgendwo rum und pennt. Und das ist dann halt laufend passiert. Und ich dachte, er hat gerade die übelsten Internetprobleme. Aber man hatte er ja zwischendurch auch und deswegen habe ich das nicht auseinanderhalten können. Ich dachte, irgendwie zu einer Situation, der liegt, zu anderen Situation, der disconnectet. Also ich muss gestehen, mir ist das auch einmal passiert. Mit Disconnect? Da war ich irgendwann des Nachts beim Feuerschlund, natürlich mit Pepe unterwegs irgendwie. Pepe kennt ihr, oder? Den Assistenten vom Alchemisten? Ja. Wie hieß er denn im Rustlot? Pepe? Pepe. Pepe. Ja, einfach Pepe, ja. Wirklich nur Pepe. Nur Pepe, nicht Pepe, mal mit Nachnamen oder so. Nee, also er hat sich immer mit Pepe vorgestellt. Der war so ein bisschen, ich möchte nicht sagen zurückgeblieben, hatte eine niedliche Art an sich. Ja, genau. Natürlich. Das hat schon auch sich eine Freundin gekrallt, während die anderen drinnen in der Burg über die Liebe souffliert haben. Hat er außen vorm Fenster gesagt, willst du mit mir gehen? Und dann hat er eine Freundin abgekriegt und Ella war dabei, also cool. Ah, ich dachte, Ella war die Freundin. Okay. Dann. Nee, Ella war nicht die Freundin. Das muss ich auch sagen, angefangen hast zu sagen, Mensch, möchtest du mit mir gehen, wollen wir zusammen sein, willst du mich heiraten, blablabla und so, bei Rustalot hast du zu 99%, dass die Frauen sofort drauf anspringen und sofort mitmachen, den ganzen Mist, ne? Verrückt, oder? Wenn du das jetzt anderen RP-Servern beobachtest, wie, ich sag jetzt mal GTA-RP oder so, ne? Da kriegst du meistens direkt gleich was auf den Finger. Also die sind, bei Rustalot ist es alles viel, viel angenehmer. Ich glaube, das hat viel was mit dieser Zeitlimitierung zu tun. Also, dass wirklich viele Leute im Kopf haben, das geht halt nur eine Woche und ich will jetzt irgendwie meine Story halt pushen und dann kommt halt mal vor, dass du irgendwie, keine Ahnung, am Abend vorher jemanden kennenlernst und am nächsten Tag bist du verheiratet oder so. Ja. Das klingt halt immer sehr wild, aber ich glaube, das ist halt wirklich deswegen so, ist halt nur eine Woche und Du willst das halt auch mal ein bisschen durchüberleben. Aber die sind auch alle horny, also so ist ja nicht, also wenn du da irgendwo du findest ja niemanden, der einfach Nein sagte. Ja, das. Und du weißt aber auch, dass wenn dir einer bei Rustalot gegenübersteht und sagt, ich möchte dich heiraten, dass es halt eben auch RP-Hintergrund hat. Und du weißt, dass da keine Scheiße passiert, weil jeder streamt und überall sind die Augen drauf und die Support, sag ich schon, die Spieleleitung guckt da auch hin und, ne? Also du weißt, dass da halt eben kein Shitloader getrieben wird.
Weil du kannst den Leuten halt eben auch vertrauen, so, ne? Das ist das noch. Also, ich meine, du meinst, dass das RP dann irgendwie von einer Person in so eine ganz, ich sag mal, ekelhafte Schiene abrutscht oder so, das hast du halt bei Rustalot nicht, ja. GTA, genau, da hast du das, bei Rustalot hast du das nicht. Also, du kannst weit gehen, manche machen auch mit, aber bei GTA weißt du immer nicht, was dahinter sitzt, ne? Als das Beispiel. Stimmt, ja. Also das kann nachher ganz ekelhaft werden, aber Rustalot ist sowieso sehr offen, was sowas angeht. Das stimmt. Genau. Naja, Rustalot hat ja auch ein paar Spitzen gehabt, wo es dann auch so ein bisschen in so eine Richtung ging, wo es dann auch so, huch! Das ist diese Gruppendynamik, die Chagas oftmals anspricht. Ja. Wir hatten das gehabt, da standen wir mit, ich weiß nicht, 13 Leuten oder so auf einem Fleck und dann wurde zum Ende hin hatte jemand Disconnect und auf einmal waren alle nackt gewesen, ne? Das ist so eine Szene gewesen. Da bin ich dann mit, Ella und ich sind da ja dann weggegangen. Da ist ja Jan Hegenberg, Toro sind ja alle so, gab so einen kurzen Exitus und ich habe das alles erst im Nachhinein so mitbekommen. Ich bin da so am Anfang mit dabei gewesen, als irgendwie noch so, keine Ahnung, 20 Leute umeinander standen. Da stand ich mit drum rum. Aber dann irgendwie ein bisschen später, da habe ich das so mitbekommen. Da war so, Ja, ja, da haben wir nachher auch Ärger bekommen von Chagas, zu Recht natürlich. Ne? Also das war, war ein Ding, was zu weit geht, aber in dem Moment denkst du nicht drüber nach. Richtig, das ist halt auch so eine Gruppendynamik, wenn dann halt so, ich sag mal, so blöd, das ist natürlich auch aus meiner Perspektive so ein Ding, wenn so die Großen damit anfangen, haben die so ein gewisses Autoritäts-, die haben schon Recht, Argument. Das heißt, du hinterfragst nicht so stark. Nein, mehr. Du machst einfach. Du bist einfach mit dabei, ja. Dann wird er halt schon mal irgendwo gemacht. Aber was ist da denn genau passiert, fragt der Chat. Ich sag jetzt keine Namen, also es hatte jemand einen Disconnect gehabt und lag auf dem Boden. Also wenn du Disconnect bei Rustalot hast, dann liegst du und pennst. Also dann passiert gar nichts. Du meinst das mit dem Teabaggen? Genau. Ah, ja, okay. Und wir haben dann natürlich versucht, erstmal wach zu küssen, Mund-zu-Mund-Beatmung, ne, so ein bisschen im RP das alles auszuspielen. Das passiert ja auch laufend bei Rustalot. Das ist ja nicht die erste Mund-zu-Mund-Beatmung von Rustalot von mehreren Leuten auf eine Person. Das passiert ja laufend. Genau. Ja. Ja, und irgendwann fing dann irgendeiner an, angezogen, erstmal zu teabaggen. Und dann hat irgendeiner gesagt, okay, nee, wir müssen uns alle ausziehen. Ja, und dann standen wir mit 7 Mann auf dieser Person und haben dann teabaggt. Es war super witzig gewesen in dem Moment. Also ich selber, ich habe gegrölt wie ein Schwein. Ne? Also ganz. Ja, du denkst, in dem Moment denkst du ja auch nicht irgendwie. Nein, also bei mir ist das halt auch immer so, dass ich erstmal, also ich sehe halt vor mir dann trotzdem ein Spiel irgendwo. Mhm. Und ich denke dann irgendwie nicht weiter, dass man sich dadurch irgendwie angegriffen fühlt oder sexuell belästigt oder sowas. Im Nachhinein verstehe ich natürlich die Argumentation und denke mir so, ja gut, stimmt, ja, okay, war vielleicht ein bisschen krass, aber in dem Moment, da denkt sich auch keiner was Böses dabei, ne? Also das ist schon. Nee, der Chagas hat ja auch daher geschrieben, dass es zu weit ging und dass sowas bitte in Zukunft sein zu lassen und so. Mm-hmm. Denn, also wenn du Revue passiert, war zu doll. So, es standen bestimmt 13 Leute rum und 7, 8, 9 Leute oder 7 nur. Jedenfalls waren es viele Leute, die dann geteabagt haben. Es haben sich aber nur 3 entschuldigt dafür. Im Discord. Es haben sich nur 3 dafür entschuldigt. Das waren 2 plus ich. So. Und ich stand neben dran, hab's mir angeguckt und hab gelacht. Ja, also wenn du da nur nebenbei stehst, warum sollst du dich auch entschuldigen, wenn du da nebenbei stehst? Ne? So, ich war voll mittendrin und hab dann gesagt, okay, tut mir leid, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber zumindest hätte ich von den anderen auch erwartet, dass da so ein bisschen eine Entschuldigung kommt, aber da kam ja gar nichts. Ja, so ein Ding dann, wenn das jetzt nochmal so in schriftlich, das ist ja auch so ein bisschen so eine Art Zugeben, so hey, ich war mit dabei und nicht so in diese Versenkung drinne sein, ist dann auch nochmal irgendwie so was anderes. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da so eine gewisse Hemmschwelle, das ist das nochmal so richtig in Textform reinzufassen. Ja, also, aber ja gut, also eine Hemmschwelle oder man schämt sich dann dafür, ein bisschen nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn mich jemand darauf anspricht, gerade von der Spieleleitung und sagt, hier, das Jungs, das war kacke oder Mädels, was ihr da gemacht habt, war scheiße, dann muss ich auch sagen, ja, okay. Also dann musst du ein Kreuz haben, sagen, ja, okay, tut mir leid, ich habe Kacke gebaut, werd in dem Sinne nicht mehr vorkommen. Aber besser finde ich es, dass die geschrieben haben, das dann auch gemacht haben. Ne? Ja. Und in dem Moment. Definitiv.
Also nimm es als Kompliment, zeugt auch von Rückgrat. Muss man auch mal genau sagen. Ja, natürlich, natürlich. Und das gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn es nachher heißt, nee, du hast dich damals schlecht benommen und dich nicht entschuldigt. Du kommst bei, wenn es eine vierte Staffel geben sollte, nicht mit rein. Ja. Bei mir war es halt eben auch super nervig. Ja. Gerade dadurch, dass ich halt auch am Anfang dabei war. Und das war halt schon, also ich meine, wie gesagt, man macht das mit und das ist halt so ein Ding, dachte mir, oh, okay, eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Und so, das ist, war für mich auch so im Nachhinein. Ich meine, ich habe erstmal gesehen, was da noch so passiert ist, weil da waren wir schon auf dem Weg zurück. Und auch in dem Moment dachte ich auch so, oh, also da wird einem erstmal so, manchmal auch so bewusst so im Nachhinein, was man eigentlich getan hat in dem Moment, was in dem Moment halt, wo du in dieser Gruppendynamik drin ist, also genau das, was wir gerade schon gesagt haben, die ja nicht so richtig auffällt, wo du nicht drüber nachdenkst. Wenn dir so eine dritte Person dann erstmal sagt, so ey, was genau habt ihr da eigentlich gemacht gerade, denkst du so, boah. Und da dachte ich mir so, ja scheiße, eigentlich selbst diese Mund-zu-Mund-Beatmungen zu einem Menschen, den man nicht kennt, ist eigentlich schon too much. Das ist eigentlich in dem Moment, vor allem aus meiner Perspektive raus, sie, die dort lag, kennt mich nicht. Und dann ist sozusagen ich als Pleb damit auch mit dabei. Das ist eigentlich auch schon dieser Punkt zu viel, für den ich mich dann auch, also wie du sagst, auch schon so ein bisschen geschämt habe. Und dann auch so irgendwo so ein bisschen in den Gedanken hatte, so, oh gut, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, warum wir eigentlich weg sind dann. Ella, hilf mir, du warst mir dabei, warum sind wir denn eigentlich weg? Ich weiß es nicht, aber im Nachhinein dafür. Wahrscheinlich so, ja, deswegen. Wahrscheinlich deswegen, ne? Also wahrscheinlich seid ihr gegangen, weil ich glaube, es kann einfach auch es sein, gereicht. Das war, ja. Ich meine, es war auch schon sehr dunkel. Ich glaube, es war auch kurz vor das Server. Ja, das war kurz vor Serverende. Das Stunde war doch auch die Szene mit dem Haus, das plötzlich angefangen hat zu brennen. Genau. Das war sowieso. Das war eine sehr extreme Szene auf jeden Fall. Richtig. Das war genau der Punkt vorher. Und ansonsten, also die Philosophie von Rustalot kann auch recht schnell überschwappen. Also ich habe am zweiten Tag habe ich gemerkt, okay, jetzt ist es wieder drin. Ich habe gerade einen Apfelwitz gemacht. und vorher denkt man sich so, meine Intention bei Rustalot ist, ich möchte das die Welt sehr ernst nehmen. Ich will meinen Charakter sehr ernst nehmen. Schon so ein bisschen NPC-Allüren sind bei mir drin, aber auch durchdachte NPC-Allüren. Erstens, ich habe eine alte Frau gewählt, die schön auf den Boden guckt und langsam läuft, weil ich Motion Sickness habe und gar nicht so gut diese Ego-Perspektive spielen kann. Das war schon mal Punkt 1. Das ist clever ausgespielt dann. Ja. Und dann dieses, ich bin selber im Pen and Paper Spielleitung und bin es gewohnt, diese NSCs zu spielen, diese Spieler hochzuheben, Highlight-Momente für Spieler zu schaffen. Ich merke immer wieder, dass ich da reinfalle, selbst wenn ich spiele, dass dann mein Charakter irgendwelche Dinge tut, um andere zu unterstreichen, um ihre Charaktereigenschaften zu unterstreichen. Bei einem das ist cool, dass Koffler, du das sagst. Der unheimlich gerne mit angibt, wen er schon alles mit auf der Liga hatte, dann einfach mal zu sagen, na, da reden wir jetzt aber nicht drüber. Und du bist so ein Angeber. Und dann geht sie halt weg. Also in dem Moment, sie hat halt unterstrichen und Tofflerich so ein Highlight-Moment gegeben. Aber gleichzeitig geht sie halt davon weg und tut so als, also schämt sich halt oder ist halt so ein bisschen wieder im Hintergrund, sag ich jetzt mal. Ja, wo du, deswegen wo du fand sagst, ich du versuchst das, ja? Mach ruhig, du es jetzt. Also, wo du sagst, du versuchst das alles ernst zu machen, das ist bei Rustalot, ist es sehr, sehr schwierig, ernst zu bleiben. Gerade wenn dann so einer wie ich um die Ecke kommt und irgendwie nur dumm Tüch im Kopf hat. Also, aber das ist nicht schlimm. Nee. In dem Moment, wo du lustig bist und ich etwas total ernst hinnehme, ist es umso lustiger für die Zuschauer. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wenn wir beide nur plemplem wären, wäre das ganz wilder Klamauk. Aber wenn du diesen lustigen Part spielst und hast so einen ernsten Gegenpart, dann denken die sich, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Die ist ja total fertig, die Alte. Und er, was macht er denn da? Ne? Also, wenn du diesen krassen Gegenpart hast, sonst hättest du nur Zirkus. Ja. Das wäre nur Zirkus. Das ist auch, was Chagas in seinem eigenen Aftertalk gesagt hat, dass es halt, dass du diesen Ausgleich brauchst. Es gibt so viele Leute, die halt ihren schönen, es ist wunderschön gewesen, wie ihr gerade beide gleichzeitig was in eurem Mund gehalten habt. Oh, ja, abgesprochen, alles abgesprochen. Was meint er jetzt, hä?
Steht genauso im Drehbuch. Nee, aber was ich meine, ist, dass es halt diesen Ausgleich gibt. Es gibt halt diese Rollen, die haben halt so einen besonderen Punkt. Die reden besonders, die haben irgendwie so einen Akzent oder spielen halt, wie halt der Alchemisten-Lehrling zum Beispiel, so ein sehr geistig langsam, sag ich mal. Es ist halt immer gut, dass es sozusagen so ein, auf der anderen Seite die Leute gibt, die dann halt sozusagen da mitspielen. Also da mitspielen und da mitspielen, was ich sagen möchte. Das macht dann halt auch, hat auch für mich Spaß gemacht, weil ich halt auch als Ingame-Charakter manchmal vor Leuten stand, dachte mir so, huch! Was passiert denn hier gerade? Das ist halt so. Also, wenn jeder die ganze Zeit komplett abdrehen würde und die ganze Zeit nur ohne Hosen rumlaufen würde, dann wäre das irgendwann halt auch nicht mehr lustig. Aber du hast halt diesen Effekt der Lustigkeit, der Komik, dadurch, dass halt alles dann doch irgendwie durch jetzt so Leute wie die Marktleute halt alles schon relativ ernst wirkt. Und dann hast du halt so eine Szene, wo irgendwie wir gerade über irgendwas Ernstes sprechen und dann irgend so, keine Ahnung, der Prinz ohne Hose vorbeirennt und ihm reitet irgendwie eine Frau hinterher und schreit dann so, habt ihr die Hose des Prinzen gesehen oder sowas? Und dadurch entstehen halt so lustige Momente dann einfach. Ja. Das hättest so du nicht, geil, wenn jeder irgendwie so total abdreht. Ja. Es war so cool, dass du es mit dem Clip in die Clips, die Stream-Clips geschafft hast. Ich wurde sogar angeschrieben von jemandem aus meinem Chat hier gerade, der gesagt hat, du bist drin in den Clips. Und ich, what? Und du hast es geschafft? Cool. Ich bin beim Heute noch sind in den Stream-Clips Germanys Clips von Rustolor drin. Ja. Auch tatsächlich aus der zweiten Staffel. Ich sehe auch immer noch Leute in anderen Streams, die sagen, du, ich bin immer noch am VODs durchgucken. Das also, habe ich auch gesehen. Ja die Leute gucken sich immer noch die Rustolod-Sachen an. Die ziehen das durch. Es gibt Leute, die schauen, glaube ich, mit jedes VOD von den Leuten. Ja. Wow, wir sind hunderte Leute gewesen, 120 oder was wir waren. Und jeder von denen hat 40 Stunden dort durchgeballert. Mehr als 40 Stunden dort durchgeballert. Das ist so. Schon beeindruckend. Ich hatte auch erst ein bisschen Bedenken, so von wegen hier mit unserem kleinen Aftertalk hier, dass das eventuell schon zu spät wäre oder so, ne, dass die Leute sagen, ja, Rustolod ist jetzt schon lange vorbei oder so, aber dadurch, dass ich halt die ganze Zeit noch Leute treffe, die sagen, ja, ich gucke immer noch die VODs und so, dachte ich mir, komm, mach's da einfach mal. Ich glaube, das ist aber auch ein guter Zeitpunkt, weil es ist etwas länger her, jetzt, ich glaube, 2 Monate. Man konnte vieles sacken lassen und durch den Talk kommen noch mal viele Clips vom inneren Auge noch mal hoch, ne? Ja. Und schön noch so ein bisschen pushen jetzt damit. Ja. Ja. Ach ja, und Ella, genau, wo du gerade erzählt hast, dass du so eine in deine Spielleiter-Manier manchmal so abrutschst. Gerade deswegen, also ich war dir so dankbar als Neuling, weil du wirklich ganz oft irgendwie plötzlich so Geschichten erzählt hast aus alten Tagen und so und keine Ahnung, es gibt da ein Drachenei auf dem Berg und sowas. Und du hast mir damit quasi so viel Stoff gegeben, der meinen Charakter dann quasi dazu getrieben hat, irgendwelche wilden Dinge zu tun, wie auf den Berg zu steigen. Und dadurch habe ich dann irgendwie diese Ritualstätte entdeckt. Und dann kam ich wieder zurück und so, oh, Frau Ella, oh, ich hab da was ganz Tolles entdeckt. Und die Dynamik war einfach so gut, weil du hast mir irgendeinen Stoff gegeben, ich habe da nachgeguckt, kam dann zurück, total abenteuerlustig und du dann so, immer so, ach mein Gott, was hast du denn da wieder gemacht? Ich fand das so geil. Ne? Ja, ja. Also das ist auch so die Charakteridee gewesen. Ich wollte so ein Charakter mit so einem Ausrufezeichen über dem Kopf sein, der anderen die Quests gibt, beziehungsweise einfach Input gibt über die Welt. Denn ich habe mir vorgestellt, am Markt erfahre ich einiges. Leute kommen mit mir ins Gespräch, sagen mir die Neuigkeiten und es war dieses Jahr ganz schlimm. Ich hatte mir kurz vorher, bevor es startete, noch kurz überlegt, boah, wenn das jetzt so frei ist, ohne Storyline, dann denkt ihr doch vielleicht noch so ein paar Plots aus. Und in den ersten 2 Tagen habe ich so viel Input bekommen, dass ich gesagt habe, scheiß auf die Plots. Die Leute haben genug. Hi Defi, noch mehr stehe ich nicht durch. Ich werde sie einfach weitertragen. Hast du von der Spieleleitung auch ein paar Anweisungen bekommen oder hast du das alles von dir ausgemacht? Nee, von mir aus. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du da irgendwie was mitgeteilt bekommen hast von der Spielleitung, dass du da manche Quests irgendwie weitergeben sollst oder so, oder ob das alles von dir kam, weil teilweise war ich echt verwirrt. Teilweise dachte ich echt so, boah, warum rückt sie jetzt ausgerechnet mit dieser Information raus? Weißt du, ich guck mal nach. Das war richtig wild, also es war echt
Das war echt gut. Ja, das war einfach auch noch viel von Rustalot 2, dass man die Welt noch kannte und das noch so ein bisschen mit reingebracht hat. Zum Beispiel Neo hat mich einmal total verwirrt mit seinem Freund. Das habe ich erst überhaupt nicht gerafft. Ich war so in Character. Und dann nur irgendwann später, okay, er ist nicht von einem Dämonen besessen. Ich hatte nämlich vorher den Maester getroffen und der war von einem Dämonen besessen. Das hat mich komplett rausgebracht. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Das war noch verrückt. Genau. Wir waren ja im Jahr davor waren wir ja die Untoten und dann sind wir auch über den Friedhof und haben zu Katze immer gesagt, Freund. Und ansonsten nur. Ich bin gespannt, wenn es eine vierte Staffel gibt, wie sie das da machen, ob sie uns auch wieder freie Hand geben. Also du konntest ja alles machen und werden, worauf du Bock hattest, wenn du das mit der Spieleleitung abgeklärt hast und die das für gut befunden haben. Es gab einige Situationen, wo ich eine Idee hatte, wo die gesagt haben, jo, gar kein Problem, wenn denn die Person da ist. Sie war natürlich die letzten zwei Tage leider nicht da. Das war bei mir auch so, ja. Ja, das konnte man dann leider nicht mehr ausspielen, beziehungsweise ich habe es dann anders ausgespielt und habe das dann aber auch nochmal der Spieleleitung wieder geschrieben. Und die haben tatsächlich just in time zum Teil auch geantwortet. Mhm. Also du hast da gerade bei der Schmiede, wenn du dann... Das Problem ist, wir können nichts machen. Wir konnten nichts herstellen, wir konnten nichts reparieren, wir konnten nichts. Wir konnten ein Ticket eröffnen, wo wir sagen, wir brauchen das und das Schwert. Und das ist dann... Achso, ihr hattet gar nicht so... Weil wir hatten ja irgendwann dieses Feature bekommen, wo wir wirklich auch unsere Äpfel und Mais und so weiter selbst generieren konnten. Sowas hattet ihr gar nicht? Nein, gar nicht. Also wir mussten ein Ticket aufmachen und reinschreiben. Das Problem zusätzlich war auch noch, ich als Lehrling zu dem Zeitpunkt noch, das war 4 Tage lang war ich noch Lehrling gewesen, musste das sowieso immer über meinen Meister laufen lassen. Ich sage, ja, gar kein Problem. Ich suche mal Meister, der ist dann gleich da. Das heißt, ich bin immer hin und her gelaufen und musste den Meister dann auffinden, beziehungsweise hab den dann, wenn der Meister nicht auffindbar war, Schrottsachen gegeben. Also wirklich so unterste Schublade, die dann scheiße aussahen und überhaupt keinen Schaden gemacht haben oder sonst irgendwas. Weil als Lehrling kannst du ja keine super-duper Sachen bauen. Und dann ist zusätzlich aber auch noch Gare Brownie weggebrochen. Der ist ja krank geworden, der hatte, glaube ich, eine Niere rausbekommen oder so. Also der war im Krankenhaus. Oh, ja. Okay. Ja, ganz schlimm gewesen. Gar nicht richtig mitbekommen. Wann? Also am ersten Tag ist er noch da gewesen und die nächsten Tage dann gar nicht mehr. Und dann ging das los, dass ich selber auch noch dann Tickets schreiben musste. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt bin ich auch Meister. So, so hat sich das ergeben. Ja, okay. Ja. Ganz passend dann, dazu. Ja? Ganz passend dazu, Toffi. Ich hätte eine Frage aus dem Chat an dich. Ja. Erinnerst du dich noch an die Szene, als ich zu dir kam und so über Ausrüstung gesprochen habe und so und Schwert und so und du dieses goldene Schwert gesehen hast zum ersten Mal, ja? Chat fragt, was du da eigentlich in dem Moment gedacht hast, als du gesehen hast, dass ich quasi eine komplette Rüstung und so ein goldenes Schwert habe. Was ging da in deinem Kopf vor? Dass du die nicht von mir hattest. Ja. Dass du die nicht von mir hattest. Ich guck so, hey, warte mal, die nicht von mir. Und das Ding ist, wir dürfen ja auch nicht jedem einfach irgendeine gute Rüstung und ein goldenes Schwert sowieso nicht geben. War das so? Weil ich wusste das nicht. Ja. Ne? Ich hatte sowieso Respekt vor dir und so, weil ich schon meinte, ja, hier könnte ich vielleicht ein kleines Übungsschwert haben oder so. Dann bist du mit dem Holzschwert gekommen. Also ihr hattet da auch Vorgaben, ja. Ja, und wo du ankamst, hatten wir, glaube ich, gerade die Ansage bekommen, weil schon wieder fast jeder von den Bauern mit irgendwelchen Waffen rumliefen, haben wir dann die Ansage nicht bekommen, nur die. Dass keiner mehr große Waffen bekommt. Und dann am Anfang habe ich, glaube ich, auch zu dir gesagt, nee, du kannst du nichts haben. Und dann habe ich mit Ella ja geschnackt, weil ich kannte dich ja nicht und habe dann Ella gefragt, aber was ist das denn eine für einer? Und er will ja irgendwie scheinbar Ritter. Nee, Ella hatte mir ja gesagt, dass du Ritter werden wolltest, genau. Und daraufhin... Ich habe dich zuerst angequatscht und habe versucht, so ein bisschen zu Durial zu spielen. So, ja, der braucht ein Schwert und er will doch so gerne Ritter werden. Also sie hat da schon so ein bisschen versucht,
durch Vitamin B, stimmt, wir kennen so das, uns ja. Ja. Ja, ja, können wir da irgendwas machen? Ja, und eigentlich, weil ich dich ja auch scharf finde, habe ich gesagt, ja klar, gar kein Problem. Da muss dann aber später noch was raus bei rumkommen, genau. Okay, davon wusste ich nichts. Ich habe mich nicht dafür prostituiert, will ich jetzt, nein, hier mal ganz ehrlich, okay, sagen. Sehr gut. Habt ihr das nicht mitbekommen am Stand immer, wie das heißt? Nein, überhaupt nicht. Nee, doch, also so. ich hab natürlich, Fall, ja. Ja, ich habe natürlich sehr mitbekommen, dass du ein nicht so ganz heimlicher Verehrer bist, auf jeden Fall von ihr. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Unheimlich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kommt das? Also gab es da irgendwas in Rustalot 2 schon? Oder war das jetzt einfach, nein, so ein RP-Gedanke, den du einfach ausgespielt hast oder so? Das ging in Rustalot 2, ging es einfach los. Ich bin so, wie ich bin und dachte mir so, okay, dann versuch's das halt eben mal mit der Ältesten so quasi, ne? Und bei Ella wusste man aber auch direkt, dass sie halt eben mitspielt, beziehungsweise in dem Fall nicht so mitspielt. Und das ist dann so mit dir spielt. Wie sagt man? Ja. unglücklich verliebt oder so. Also Tofflerich hat die ganze Zeit Bock und will auch. Aber Ella dann so, ja, nee, heute nicht. Und wir können ja mal gucken, übermorgen, glaub, oder sowas, keine Ahnung. Ella hat drei Verehrer in Rustalot 2. Ernsthaft? Was sagst du? Wo, was? Alles, was einen langen weißen Bart hatte, war hinter Ella hinterher, ja, in Staffel Rustalot 2. Ja. Das war beeindruckend. Die standen teilweise zu dritt vor dem Stand und haben versucht, Aufmerksamkeit von der Ella zu bekommen. Das ist ja Wahnsinn, wow. Ja. Und ich hatte gedacht, boah, ja, wenn die alle so wild heiraten wollen und so wie in Rustalot 1 und hier ihr Spielchen spielen, dann bin ich ja raus. Ich bin ja eine alte Frau. Und plötzlich habe ich genau dieses Spiel mit Alricus, mit Christus und mit dem Tofflerin. Das, ja, und so kam das nachher. Also ich habe tatsächlich im ersten Moment gar keine Gedanken gehabt, überhaupt irgendwie ansatzweise groß Liebes-RP zu machen, sondern einfach nur so, ach komm, versuch's mal, irgendwas. Ne? Und das ist dann halt eben jetzt so diese harte Schale, die geknackt werden muss, dass Ella und Tofflerich vielleicht irgendwann heiraten. Sie denn, also nicht, weil sie Bock hat, sondern weil sie sagt, okay, ich habe sowieso nicht mehr so lange, vielleicht gibt's ja noch irgendwas. So, diese, also gar nicht wegen Liebe, sondern, also bei Tofflerich natürlich wegen der Liebe, aber bei Ella wahrscheinlich eher so, okay, scheiß drauf. Okay, wir machen's. Was hab ich, Hauptsache, er hört dann auf mit dem Scheiß. Ja, ja, genau. Vielleicht kriege ich genau ja noch ein zweites Haus dann. Oh, ja, oh Gott. Okay. Jetzt so denkst du wirklich wie jemand aus dem Adel schon. Ja. Es war so witzig, Ella wohnt ja mit Nero zusammen in einem Haus. Das ist ja unsere Story, dass wir eine Markt-WG sind. Dass Ella den Nero schon als kleines Kind kennt. Dass der irgendwann herangewachsen ist. Ihr Mann ist gestorben. Sie konnte den Hof nicht halten. Hat dann gesagt, okay, dann gehe ich nur auf den Markt, verkaufe den Hof. Und Nero hat gesagt, ja komm, du warst eh schon immer wie eine Omi für mich. Wir wohnen zusammen. Du passt aufs Haus auf, wenn ich angeln gehe. Und wir können beide noch was erwirtschaften, ist ja kein Ding, bin ja alleinstehend. Und dann so war das. Okay. Hat ja er in Rustalot 3 jetzt mit Frauen angebändelt und Ella ist immer hinterher gewackelt und hat die gefragt, was haltet ihr denn von einem Generationenhaushalt, edle Dame? Ich war auch in dem Moment, als diese Frage kam, war ich so komplett überrollt, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Das war ja auch, du hast es ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast es zweimal gefragt, ne? Ja. Das ist einmal mit, ach, Cilia. Scheiße. Ja, mit Cilia? Ja, als ihr zusammen weg wart und am Friedhof beobachtet habt, was die Schneiderin ja, mit dem bespricht, hat Cilia zu Ella gekommen und hat gesagt, ja, ich war mit Nero im Gebüsch. Und Ella, ja? Hm. Und sie, also nicht so. Also es war schon ein kleines Gebüsch, aber... Und dann hat sie gesagt, was hältst du denn von einem Zwei-Generationen-Haushalt, gutes Kind? Also wenn so mehrere Generationen zusammenleben... Also da hat sie zum ersten Mal so Panik gekriegt, ey, wenn Nero mich rausschmeißt, weil er sich jetzt verheiratet, müssen wir gleich mal abklären hier. Oh. Nee, also wenn, würde ich dich auch nicht rausschmeißen, keine Sorge. Das wusste sie ja nicht. Das wusste sie ja nicht. Neu. Es ist
Ja, das ist ja auch diese zweite Situation gewesen mit der Nirvi, Hofmeister, Hausmeister, wie hieß sie denn? Ihr wisst, wie ich meine, Nirvian. Nirvina, ach scheiße, Nirvian. Ich weiß nicht. Ach so, meine Enkelin, ja. Ja, genau, deine Enkelin. Deine Enkelin. Noch eine Enkelin, ja. Ja, ohne Witz. Naja, das ist ja irgendwie so gewesen, dass vor allen Dingen nach dieser großen Sache gewesen im Burghof oben, wo dann alle Leute ihre Liebesgedichte vorlesen sollten, wo ich dann die halbe Stunde vorher mit ChatGPT versucht habe zu streiten. Herrlich. Und auf jeden Fall sind wir dann wieder runtergekommen und das war ja so eine Riesenshow oben, wo das war ja halt so ein klassisches Königs-Adelshaus-Ding, was ja nie so richtig alles funktioniert hat. Die andere Seite wollte nicht, die andere wollte viel zu sehr. Und das ist ja dann so eine Riesenshow wieder draus geworden. Und als wir dann runterkamen, dann sind wir dann eben jener Nirvina dann mit ihrer dicken Buddel mit 3x'en drauf entgegengekommen. Und dann, sie ist ja auf dem Weg nach unten, das ist die schönste Geschichte gewesen. Sie war mit oben und hatte schon überhaupt keinen Bock mehr auf heiraten. Weil diese Staffel ja auch so unglaublich überfüllt war. Das war ja immer Heirat, das ist ja immer alles groß, was passiert. Und dann diese riesengroße Liebesshow. Dann kam sie runter und ging am Friedhof vorbei mit diesem Gedanken, hey, ich bin jetzt auf dem Friedhof, ich werde hier mit Liebe und Heirat verschont. Und dann waren da gerade die Hasslinger, die auf dem Friedhof. Die haben auch ihr Ritual gerade gemacht, ne? Genau. Ja. Da hat sie sich erstmal richtig schön die Kante gegeben. Und das ist der Moment, wo dann Ella und wir runtergekommen sind. Und dann meinte sie, ich habe überhaupt keine. Ja? Die Leute haben durchgehend gesoffen. Durchgehend. Da war sie auch voll mit dabei. Tour, ja. Und dann haben wir uns gerade getroffen. Ja? Erzähl weiter. Da hatten wir uns dann gerade getroffen. Und ich meinte dann auch nur so, ja, ich bin ja mit in meiner WG mit der Ella, da ist ja jetzt nichts groß und die hatte Liebe und sowas. Habe ich gesagt, ja, das ist es jetzt auch nicht. Oben beim König hat das nicht geklappt und deswegen dachte ich mir, ach komm, was soll's denn? Ich bin hier mit der Ella in meiner WG, es ist erst in Ordnung so, ich habe ein gutes Leben. Und dann meinte sie auch, ja, nee, der Heirat, der sage ich auch komplett ab. Und dann sind wir am Ende ja dann irgendwie in diesen Zustand der Nicht-Verlobung reingekommen, weil wir uns nicht lieben und weil wir uns nicht verheiraten wollten. Deswegen waren wir dann nicht verlobt. Darum waren sie auch nicht abends im Haus und sind zusammen oben ins Schlafzimmer gegangen, nicht. Nun, man muss ja nicht verlobt sein, um ein bisschen Spaß haben zu können. Naja, das war dann so diese Situation, wo dann Nirvina und ich unten vor dem Feuer saßen und dann kam die Ella. Na, Nirvina, was hältst du von so einem Mehrgenerationenhaushalt? Und wir saßen da beide auf dem Sofa. Ich weiß ja jetzt gerade gar nicht, was du meinst. Ich muss sagen, aus Charaktersicht hatte sie echt Panik in dem Moment. Ne? Also so, die Lebensumstände könnten sich verändern. Es könnte ja auch sein, ich meine, Nero wird es vielleicht nicht machen, aber wenn dann die Frau die Hosen anhat und die da mich so gar nicht leiden kann, dann habe ich echt ein Problem und ich darf ja die junge Liebe dann auch nicht stören. Und dann, ja, da war sie schon so ein bisschen... Aber ich glaube, die Ella darf jeden stören. Also... Ich habe mich immer gefreut, wenn dann Ella da war. Das hat sie auch alles tatsächlich entschleunigt. Ne? Mega Stress in der Schmiede, tausend Leute wollen was und du bist nur am Ticket schreiben, versuchen alles herzustellen, weil wieder irgendeiner gegen irgendeinen kämpfen will. Und dann kommt Ella und ringsrum, also die Welt bleibt einfach stehen und sie steht vor dir und dann sabbelt sie mit dir. Jo, alles klar. Also super gut. Also das, Ella, hast der du. Der Ruhepol. Ja, danke schön. Es bringt ja auch nichts, mit Ella schnell zu reden oder zu gehen. Also, davon mal abgesehen. Oh, das hatte ich manchmal so. Das hat mich genauso entschleunigt, weil ich dich ja auch gerne irgendwo hin mitnehmen wollte, weil wir in der 1WG waren. Dann wollte ich mit hoch zum Heiratsshow, wollte ich wieder runter und ich wollte das irgendwie alles mit dir erleben. Aber das geht mit der alten Dame natürlich nicht. Nee. Das ist ja der Grund, warum ich auch mit dem Pferd immer war. Dann habe ich gedacht, so komm Ella, wir schaffen das jetzt noch pünktlich. Drück da die Shift-Taste bis unter den Tisch und höre nur von hinten so, oh! Oh, nicht so schnell. Ich hatte ja auch furchtbar Leck, das habt ihr, glaube ich, auch alle mitbekommen. Der Wind, der ist heute wieder so stark. War so scheußlich und schrecklich zu mir. Und auch wenn dieses Pferd so schnell loslief, hatte ich ganz starken Wind. Ach so. Aber Nero, glaube ich, auch, denn teilweise waren wir im Fluss. Also ich habe Wasser gesehen einmal kurz, so ein Standbild von Wasser und ich dachte, was passiert hier gerade? Ja, das ist auf dem Weg runter zum Markt bei mir. Genau, ich weiß genau, was du meinst. Ich war gerade im Fluss und ich bin da halt nämlich gerade straight gegen so eine Lampe geritten, die bei mir einfach nicht existiert hat. Und stand dort irgendwo auf dem freien Nichts in der Welt und auf einmal spawnt so langsam um mich rum alles und mir so, oh, aha, da sind wir wieder.
Das war es. Ich glaube, ja, bei Rust ist es so, wenn jemand mit einem schlechten Computer, Internet, whatever, also weil Ella ja Probleme hatte, und ihr dann zusammen auf ein Pferd seid, dass sich das dann irgendwie, dass Rust dann die Settings von Ella sich nimmt und du als Reiter dann auch super Probleme kriegst. So habe ich das Gefühl. Weil wenn ich alleine unterwegs bin mit Leuten, die gar keine Probleme haben, alles gut. Sobald einer dabei war, der High-Ping hatte oder so, war auch ich am Laggen nachher. Oha, das ist auch ein gutes Thema eigentlich, weil also das Problem, weshalb wir jetzt anscheinend auch für Staffel 4, weshalb die da gucken wollen, dass nicht mehr so viele dann neu dazukommen, beziehungsweise eventuell die Zahl sogar ein bisschen verringert wird, das liegt ja wohl an dieser Limitierung, die wirklich Rust auch als, ich sag mal, System mitbringt. Also, dass das Spiel eigentlich gar nicht mit so vielen Leuten wirklich so auf einem Fleck, auf einem Server schon, aber nicht auf einem Fleck zurechtkommt. Das hat man auch sehr gut beim Anfang gesehen, wo wir quasi alle bei dem gleichen Punkt standen und versucht haben, in die Stadt zu kommen. Und, Katastrophe. Ja. Autowalk an, halt beten. Wann kommt man an? Bis dann kam es. Wenn alle gleichzeitig sprechen, dann war auch ganz abgehakt nachher. Und so viele Leute auf einem Fleck. Also das ist, servermäßig das leider Rust ist da Katastrophe. Aber ja, an sich halt alles cool. Vor allem, weil die ja auch das System schon so gemoddet haben, dass das halt alles irgendwie ziemlich cool ist. Aber ich glaube, also alleine, dass 120 Leute auf einem Marktplatz stehen können, ist eigentlich schon eigentlich mehr Verdienst von den Leuten, die das Ding gerade gemoddet haben. Weil im normalen Rust wäre da schon Ende gewesen. Also vor allem, was dort an... Also ich glaube, die hatten da selber nochmal richtig was gemacht. Also gerade in Staffel 2 hatten wir ganz oft so in den Announcements drin, hey, wir haben es geschafft, dass die Lags besser geworden sind. Das ist ganz viel Zeug von denen auch gemacht worden. Gerade in der Hinsicht. Verstehe. Gerade weil da auch so unendlich viele Assets drin waren, die da mitgeladen werden. Also gerade der Marktplatz, das ist ja alles gemoddetes Asset, was dort eigentlich, doof gesagt, im Grafikspeicher bei uns liegt und halt entsprechend auf dem Server mitgezogen wird. Das ist mehr als beeindruckend, was dort eigentlich gerade an Serverleistung durchgezogen wird. Du musst mir ja vorstellen, wir haben AAA-Spiele, die irgendwie gerade so schaffen, ihr 32x32 zum Raufen zu kriegen oder 64x64 und das ist schon manchmal schwer. Und das sind wenige Spiele, die das machen und da stellen die Leute hier gerade mal so ein 130-Leute-Server auf die Beine. Das ist schon wirklich, muss man auch mal sagen, das ist schon zu weit. Das ist schon, genau, muss man mal. Bei den meisten Spielen, wo es halt für mehr Spieler gedacht ist, dann blenden die irgendwann einfach Leute aus. Richtig. Das ist halt dann nicht okay. Leute aus oder haben halt Server-Mashing, dass du halt wirklich auf einem Server sozusagen echt einer Welt bist und das sind im Hintergrund dann halt mehrere Server. Ich meine, EVE Online ist das beste Beispiel dafür mit ihrer riesengroßen Welt, die dann halt entsprechend diese Welten auf unterschiedliche Server aufteilen. Und das macht Rust ja nicht. Das ist ja alles ein Server. Alles ein Server, In Frankfurt und dann wird der lebt wahrscheinlich von Liebe. Ja. Beeindruckend ist auch die Zahl, die ausgegeben worden ist an Euro. Für die ganzen, also jetzt für die dritte Staffel, was alles dazugekauft worden musste. Oh, das weiß ich noch gar nicht. Es gibt eine grobe Zahl von mindestens 10.000 Euro. Ui. Mehr hat Chagas dazu nicht gesagt. Ei. Also wenn er sagt mindestens 10.000 Euro, kann man dann wahrscheinlich mal entspannt verdoppeln. Da ist aber alles mit bei, ne? Also da ist die Arbeit von den Moddern mit drinne, also mit reingerechnet. Die ganzen Assets, die gekauft werden müssen, die Skins, die gekauft werden müssen. Es ist ja auch nicht nur ein Modder, sondern es waren zwei oder drei gewesen. Ja. Und die haben ja auch rund um die Uhr gearbeitet, ne? Na, gerade vor der Woche vorher hast du ja auch gesehen, was Chagas da alleine gestreamt hat. Und das ist ja nur ein Teil von dem, was er da gearbeitet hat. Das ist schon. Ja, ich glaube, der Server wurde für 6 Monate gebucht, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben halt die ganzen Monate vorher Sachen gelöscht, neue reingebracht. Ja, und dann kommt einmal im Monat der Reset von Rust. Und dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Also vieles haben die ja fertig gebaut hingestellt, welches nicht wieder weggelöscht wird, weil das auf der Map fest verankert ist. Aber die ganzen Stühle zum Beispiel kannst du nicht fest auf der Map verankern. Die mussten alle wieder per Hand hingestellt werden. Das ist eine Woche vorher, was sie da angefangen haben, Sie haben sich glaube ich, schon überlegt, ob sie vielleicht irgendwie, ich sag mal, das Spiel quasi wechseln, aber ich glaube, das wäre dann so viel mehr Aufwand, das nochmal alles irgendwie zu modden für ein ganz neues Spiel, für eine ganz neue Engine, dass sich das vielleicht nicht lohnt. Es bieten sich halt auch nicht sehr viele Spiele dafür an, die das Problem GTA. Auch.
Du kannst GTA ist so wenig Mittelalter, ich weiß nicht. Ja, aber du kannst also vom Spiel her, also klar, du musst die komplette Stadt oder was auch immer, musst du komplett umbauen. Das funktioniert. Mit verschiedenen Mods ist es gar kein Problem, aber da bist du wahrscheinlich dann, bis das alles läuft, auch noch länger in Gange als bei Rust. Oh ja. Und noch teurer wahrscheinlich. Das Gute ist, soweit ich das mitbekommen habe jetzt, also ich habe natürlich keine genauen Zahlen oder sowas, aber so wie ich das mitbekommen habe, sieht es aber auch so, ich sag mal, unterstützungsmäßig, also mit Spenden und so, ganz gut aus. Also da meinte Schakas, glaube ich, auch, dass sie im vierstelligen Bereich angelangt sind und da eventuell noch ein bisschen was übrig bleibt, sogar für die Spielleiter und so, dass man sich ein bisschen gegenseitig auch, ich sag mal, finanziell unterstützen kann für die ganze Arbeit, die man geleistet hat. Das heißt, also ich gehe mal davon aus, dass es dann doch ganz gut, ganz positiv aussieht für eine vierte Staffel. Die vierte Staffel wird aber erst losgehen, wenn finanziell alles steht. Also vorher wird kein Finger gemacht. Also da guckt er dann nochmal, ob irgendwelche Sponsoren, so wie jetzt Löwenanteil, ja, ob die da irgendwie raufkommen und sagen, okay, wir geben euch 5.000 oder was, keine Ahnung. Und dann, wenn er da den groben Plan drin hat, dann sagt er, jo, jetzt geht's los. Ich glaube auch, ich fand, das war gut umgesetzt da mit dem Sponsoring, mit dieser Löwenquest und so weiter. Habe ich nichts von mitbekommen. Echt? Oh, schade. Was? Echt? Oh, echt schade. Es gab ja im Discord gab's die Ankündigung, hey, wir haben hier so ein Löwenanteil-Sponsoring. Wenn ihr da irgendwie, wir machen ein kleines Projekt mit, wenn ihr Bock habt, haut mal Schagges persönlich an. Also habe ich Schagges auch die DM geschrieben. Und dann kam nichts, kam keine Reaktion, gar nichts. Und irgendwann dachte ich mir, okay, das ist alles verloren. Und dann kam er mitten auf dem Marktplatz dieses Löwengesicht zu mir und sprach mich an. Und ich zuerst so als einfach nur als Peasant-Fischhändler dachte mir, du meinst nicht mich. Und dann guckte die mich genau an. Du bist gemeint, komm mal um 8 Uhr drüber. Ich habe so, oh, okay, das sind Löwenanteile. Ich habe wirklich gute 10 Sekunden gedacht, so, okay, das ist die Hexe oder sowas. Ja, nee. Davon habe ich auch meine Wünsche bekommen quasi. Also, falls du dich noch wunderst, wo ich das Schwert her habe und so. Das war von diesem Löwengedöns. Ja, guck mal, wir sind von Schwertern sind wir zu Löwenanteil gekommen, ja. Genau, ja. Also ja. Wir sind dann irgendwann, genau. Ich bin dann mit so ein paar Leuten bin ich irgendwie wieder unterwegs, so auf Abenteuersuche gewesen. Ja. Auch ganz, ganz andere Story, dass die Prinzessin da verarscht wurde vom Priester mit irgendeinem Schlüssel, der in irgendein Schloss passen sollte, aber im Hintereingang, ja, im Osten. Genau, den es eigentlich nie gab. Aber whatever, wir waren auf jeden Fall im Osten und plötzlich war da irgendeine komische Löwenmaske, die meinte, ja, rubbel mich und dann hast du 3 Wünsche frei. Und dann meinte die Prinzessin zu mir, ja, rubbel den jetzt sofort. Und da hatte ich erst Mühe, da irgendwie hinzukommen und hab dann so mit Emotes so ein bisschen, ne, gerubbelt. Und dann meinte der, du hast 3 Wünsche frei. Und ich war so überfordert von dieser Situation, weil irgendwie Lord Edwin auch dabei war, hat mir schon gedroht, dass er mich irgendwie einkerkert, wenn ich das nicht schaffe, mit dem Rubbeln und so. Und keine Ahnung, die Prinzessin meint so, ja, hier, mach das jetzt. Und voll die Mühe. Und dann habe ich dem irgendwie schnell 3 Wünsche genannt, die mir halt in dem Moment so spontan in den Kopf gekommen sind, die meinst du beim Charakter passen. Und so kam es dann zustande, dass ich halt das Schwert und die Rüstung und das Pferd bekam. Das ist die und dann waren die, Geschichte. Dann waren die aber auch, oh, die Leute waren natürlich dann direkt voll sauer auf mich, so von wegen, ey, wir wollten auch Wünsche haben. Und so. In dem Moment habe ich das gar nicht gecheckt, dass das eigentlich so richtig ist. Ich dachte, du hast es mit Absicht gemacht. Nein, wirklich nicht, nein. Das, also nein. Meiner Perspektive, und ich würde auch sagen, die Perspektive der anderen war halt wirklich so ganz anders. Weil zuerst war ja diese Löwenmaske, die alle gestreichelt werden wollte, und dann kam das, und du hast es ja dann geschafft. Und dann 3 Wünsche. Und dann waren wir ja auf dieser großen Quest für diesen Hintereingang. Und der erste Gedanke, der mir und ich glaube allen anderen kam, ist die Lösung. Wo ist der Hintereingang? Und dann stellst du dich dahin. Ich hätte gerne das größte und stärkste Schwert, was Rustler zu bieten hat. Und ging direkt ein Raunen durch die Gruppe. Oh nein, er wird es nicht tun. Ich hätte dazu gerne das schnellste und größte Pferd, was Rustler zu bieten hat. Und dann ging das Geschrei los. Du, Real, tu es nicht. Frag doch, wo der Hintereingang ist. Dann schrien 5 Leute ihn an. Und dann ging es weiter. Und ich hätte gerne die schönste goldene Rüstung, die Rustler zu bieten hat. Und wir standen alle das. Nein, frag doch nach dem Hintereingang. Das war keine Absicht. Das war echt so, in dem Moment fühlte ich mich halt irgendwie so ein bisschen bedroht, weil der Lord Edwin da auch mit seinem krassen Schwert da stand und so. Und die Löwenfee meinte ja auch irgendwie, ja,
Nee, keine Wünsche. Ja, komm, okay, aber ich muss schnell weiter und so. Und ich dachte, ich muss jetzt ganz schnell irgendwas sagen. Und das war halt, das war einfach das Erstbeste, was mir eingefallen ist. Ich dachte, du hast mit 200 IQ das Fuchs-RP gemacht. Ich dachte, du hast uns jetzt alle so richtig aus dem vollen Bewusstsein aus komplett verarscht. Gar nicht. Das so komplett abgenommen. Ach, schön. Aber die Rüstung war ja gar nicht golden. Es ist schwer vergolden, ja. Die stabilste Rüstung und das schnellste Ross. Oder wie Ich habe ganz schnell einfach nur gesagt, ich wünsche mir das beste Schwert, die beste Rüstung und das beste Pferd der Welt. So ungefähr war das. Ja, das beste Schwert habe ich, glaube ich, irgendwie sechsmal verkauft. Ja. Richtig gut. Und dann meinte das Ding nur noch so, okay, Schwert, Rüstung, Pferd kriege ich hin, okay, bin weg. Und dann war sie weg. Ja, für dich musste ich ja auch extra, nachdem ja Ella mir erzählt hatte, was du ja vorhattest mit Ritter werden und so weiter, habe ich extra noch ein Ticket öffnen müssen, weil wir keine Holzrüstung hatten. Ich habe dir extra die ganze Holzscheiße da gegeben, weil du ja kein Adliger warst und du durftest nicht mit guten Sachen rumlaufen, ne? Oh, was, so das wusste ich nicht. Oh, das ist ja, und so das zum ist Üben ja toll. Und so, ja, aber das ging ja alles ratzifatzi, ne? Und dann habe ich ja gesehen, dass du das goldene Schwert hattest. Wo ich dachte, oh, pack das mal lieber weg. Die Wachen haben jetzt Anordnung bekommen, alles zu klauen und so, alles wegzunehmen. Und ich wusste nicht mal, dass man das sieht auf meinem Rücken. Ja, das ich war dachte, das ich hätte das im Inventar. Ja. Ich habe gemerkt, dass Duriel das nicht weiß. Und habe dann im Discord geflüstert, du hast das Schwert auf dem Rücken, egal ob es unten in der Leiste ist oder im Inventar. Leg's am besten in eine Kiste, da die abschließbare. Ja, und dann lag da die ganze dieses goldene Schwert in der Obstkiste. Genau. Und 5 Minuten später sagen die, alle Waffen abgeben. Und ich, Gott sei Dank, es war in der Kiste. Ich hatte die Situation habe ich auch noch im Kopf, wo dann die 3 Leute um dich rumschreien, boah, wo hast du dieses schöne goldene Schwert her? Und du so, ich sehe kein Schwert, ich habe kein Schwert. Und ich war in diesem Moment auch so verwirrt, weil ich mir dachte so, naja, aber du hast es doch. Du hast es dir gewünscht und du sagst die ganze Zeit, nein, ich habe das nicht bei mir, ich habe das nicht mit, ich habe das nicht. Ich dachte so, was meint er denn? Ich habe dann das auch versucht, das größer als er auf ihm drauf. Ich habe das dann versucht, auch auszuspielen, weil ich irgendwann dank Ella auch gecheckt habe, oh, anscheinend sieht man halt die ganze Zeit ein Schwert auf meinem Rücken. Und ich habe dann so halt getan, als hätte ich das irgendwie nicht gemerkt, als wäre ich damit aufgewacht am Morgen. Ja. Und habe dann so auf meinen Schatten unten geguckt. Und da sieht man natürlich das Schwert so und dann, oh, was ist das denn? Und dann, oh, okay. Das Problem an dieser Situation ist ja auch, wenn du sagst, nö, ich habe gar kein Schwert, dann müssten eigentlich alle mitspielen und sagen, nee, okay, dann hast du ja gar kein Schwert. Das ist halt ein Problem, weil du nicht weißt, okay, ist das jetzt RP, dass er dich verarschen will, oder weiß das wirklich nicht und er hofft, dass ihr mitspielt, ne? Das ist halt. Sobald ich gemerkt habe, dass du es wirklich nicht weißt, habe ich davon total abgelassen und habe das ignoriert. Ja. Ich habe bei mir das gleiche. Ich habe ja auch nur einmal gefragt. Ein oder zweimal habe ich einmal gefragt, und einmal habe ich noch nachgehakt, weil es ist ja da. Und danach habe ich gedacht, so gut, da ist kein Schwert. Da ist kein Schwert. Es gibt kein Schwert. War genauso als Nero. Der Jedi Mindtrick. Es gibt kein Schwert. Genau. Als Nero plötzlich mit der Verkleidung kam, du hast ja auch vom Feenvolk deine tolle Kleidung bekommen, hat Nero ja auch gespielt, er wäre jetzt ein Edelmann und würde jetzt den Obststand übernehmen. Das war so lustig. Da habe ich auch kurz so, erkennt Ella es jetzt oder erkennt sie es nicht? Ach komm, wir spielen ein bisschen mit, sie erkennt es jetzt erstmal nicht. Und es war so lustig dadurch. Ja, das war top. Ich hab mich auch totgelacht. Das war mein Problem, weil ich wollte gleichzeitig das natürlich ausspielen. Ich wollte von oben herab der Edelmann sein, was teilweise auch funktioniert hat. Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich diesen Push-to-Talk-Button losgelassen habe, habe ich geschrien vor Lachen, weil ich nicht wusste, wohin und wie ich es machen sollte. Und das es ist auch ganz oft ist noch was durchgekommen sogar. Man hat genau gemerkt, er lacht sich gerade vollkommen. Es war aber super lustig einfach. Ja. In dem Moment halt auch irgendwann dachte ich mir, scheiße, was machst du jetzt? Du musst das jetzt weiterspielen, aber ich war so unkonzentriert, weil ich so am Lachen war, dass ich irgendwann dann auch so nachstand und so ist das jetzt. Einer meiner liebsten Momente mit euch beiden war auch wirklich, als sie dann hingekommen ist und hat dann irgendwie an dir geschnüffelt, so. Den Geruch kenne ich doch. Fisch. Weil er nach Fisch riecht halt, als Fischhändler, egal was er anhat. das zieht sich rein in die Haut. Gerüche ziehen sich rein in die Haut. Das ist so, als würdest du den ganzen Tag an der Fritteuse stehen. Deine Haare riechen danach, nachher dein Bart. Richtig, du kommst die Leute, die keine Haare haben. Oh.
Das war eine super witzige Zeit. Also ich bin auch froh gewesen, diesen Pausentag zu haben. Oh, der ist wichtig. Ja. Also, ohne den würde ich nicht durchstehen. Ich fand, also wenn Russell losgeht, fand ich immer scheiße, ist ja noch ein Pausentag dazwischen. In dem Moment, wo der aber kam, habe ich mich ein bisschen gefreut. Einmal durchatmen. Ja. Und den Computer mal auslassen, mal nicht streamen und auch mal raus in den Wald gehen oder so, ne? Das ist für mich so. Der Pausentag war auf jeden Fall gut, ja. Ja. Aber es ist. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich muss es mal fragen, weil mir kam es so vor, als war nach dem Pausentag dann aber auch irgendwie so ein bisschen die Luft raus erstmal. Also direkt der Tag nach der Pause quasi. Ja. Da hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass erstens mal viel weniger Leute überhaupt da waren irgendwie. Waren auch, und ja. Jeder war auch irgendwie so keine Ahnung, als bräuchten sie noch mehr Pause oder so. So kam es mir halt vor. Ja. Das ist, also ich kann das gleich mit dem verbinden, was ich sowieso sagen wollte. Ich bin auch so ein Mensch, ich bin eigentlich ein Morgenmensch. Ich kann ab 18 Uhr bin ich mit der Konzentration durch. Und vor allen Dingen ab 21 Uhr werde ich müde blöd in dem Moment. Und deswegen ist für mich dieser Pausentag auch unendlich wichtig, damit ich halt selber nochmal wirklich runterkommen kann, früh ins Bett gehen kann und dann halt wieder irgendwie einigermaßen raus kann. Das heißt, ohne diesen Pausentag könnte ich Rustonaut nicht durchstehen. Das ist sowieso für mich diese Zeit, jeden Tag 5 Stunden. Wenn ich jeden Tag 5 Stunden, okay, das kann man. Aber jeden Tag bis 23 Uhr plus Nachbesprechung, plus dich fertig machen, ins Bett gehen, du schläfst vor 1 nicht. Und das sind so Zeiten, da schlafe ich normalerweise schon eine Stunde, anderthalb eigentlich schon lange. Und das ist für mich auch in der zweiten Staffel aufgefallen, dass halt dieser Pausentag unendlich wichtig war. Aber die dritte Staffel war eigentlich fast noch mehr geladen von Dingen, die sozusagen auf deinen Ohren drauf waren. Die zweite Staffel hatte... Ich muss mir mal kurz was zu trinken holen. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Ihr könnt ruhig weiterreden. Alles gut. Okay. In der zweiten Staffel hattest du halt diesen Punkt mit der Main Story, die dich die ganze Zeit sozusagen gehalten hat. Das ist passiert, du wolltest das mitbekommen, du hattest dauerhaft diese Fear of Missing Out, weil Dinge immer so mit kleinen Gruppen passiert sind. Und das war sozusagen, was immer gestresst hat, weil du miterleben wolltest, weil du selber was erleben wolltest und weil du sozusagen nicht rausbleiben möchtest. Das hatten wir in der dritten Staffel zum Glück nicht mehr, weil das hat es für mich auch sehr viel entspannter gemacht. Aber dafür hatte ich das Gefühl, dass in der dritten Staffel dieses das Roleplay sozusagen oder halt Rollen, die viel tun oder halt auf laut über den Marktplatz rennen, war mehr. Also es ist für mich sozusagen in dem, was im Input kommt, immer unglaublich viel. Und das ist sozusagen diese Möglichkeit, in diesem Pausentag nochmal runterzukommen, weil ich mich sozusagen 4 Tage richtig pushe, dass ich wirklich auch einigermaßen da bin, konzentriert bin. Weil gerade so diese letzte halbe Stunde sitze ich da vor dem PC und bin eigentlich wie besoffen. Und das ist dann, da pushe ich mich sozusagen über 4 Tage und dieser Pausentag lässt mich nochmal runterkommen. Das heißt, ich kann aber auch am 5. Tag ruhiger reingehen. Und in dem Moment, wo das dann sozusagen diese 4 Tage nur am Pushen war, und ich bin da mit Sicherheit auch nicht der Einzige, der da nur am Pushen ist, und ist dieser Tag nach dem Pausentag erstmal entspannter. Und dass das in dem Moment dann halt sich erstmal auch wieder, also sozusagen weniger anfühlt, kann ich voll nachvollziehen. Also war auch der Fall. Und bei mir war es halt, wie gesagt, der Punkt, dass ich die Möglichkeit hatte, nochmal so ein bisschen Reset zu machen und sozusagen nochmal einfach ein bisschen, das alles ein bisschen von mir wegzudrücken, ohne dass dieser Input die ganze Zeit auf mich reinschreit. Ja. War der 5. Tag nicht auch der Tag, an dem sehr viel Gescriptetes kam? Also war da nicht auch das mit der Liebesstory und so? Ja, der 5. Tag war insgesamt sehr voll mit, ich glaube, die Liebesstory, es gab eine Hochzeit und es gab diese Gerichtsverhandlung. Ja, richtig. Ah ja, stimmt, genau. Ich habe da immer das Problem, wenn sehr viel zum Zugucken ist und ich selbst nicht aktiv sein kann, ob ich jetzt irgendwo stehe und summe hinter Marktstand, dann tue ich etwas, dann bin ich in der Rolle. Aber wenn ich auf dem Stuhl sitze und irgendwo zugucke, ermüdet mich das. Sehr. Stimmt, und, stimmt. Das war der Tag, da konnte ich auch nicht gut reinkommen wieder ins Adrenalin, weil die Tage vorher hatte man Adrenalin. Und war aufgeregt und hat sich gefreut und war gehypt. Und dass da dann gerade nach der Pause dieser Zuschauertag quasi kam, in dem du gar nicht viel machen konntest, ohne eine entsprechende Rolle zu haben, der hat mich schon stark ermüdet. Also da war ich auch richtig fertig nach dem Tag. Die anderen Tage später gingen wieder richtig gut, aber da hatte ich auch Schwierigkeiten, ein bisschen reinzukommen dann. Und es war der Tag, an dem wir von Chagas zusammengeschissen worden sind. Wo es dann, ich glaube, diese mehreren, es gab, ich glaube, am Tag vorher, am Pausentag selber, gab es ja aus unterschiedlichen Gründen so ein paar lange Nachrichten nach Art so. Also ja, ja. das ist ja auch noch gewesen. True. Ja, bei mir kam auch irgendwann wirklich der Punkt, also am Anfang wollte ich ja alles mitnehmen so, gerade wenn jemand sagt, ja hier, Heirat da und Event da und Gericht hier und so. Ja. Und da gehst du ja hin, also gerade so als Neuer, war das zumindest bei mir so,
du willst das ja irgendwie alles mitbekommen und willst dabei sein irgendwie. Nur irgendwann habe ich halt festgestellt, das war so die letzten zwei Tage oder so, letzten zwei, drei Tage vielleicht sogar, wo ich echt gemerkt habe, ja, keine Ahnung, dann hockst du da irgendwie und hörst dir halt irgendwie wieder so mehr oder weniger die gleichen Sachen an. Und irgendwann habe ich dann für mich halt entschieden, ja, okay, jetzt lass ich es einfach mal sein, jetzt gehe ich da mal nicht hin und probiere irgendwas anderes zu finden. Und es ergibt sich immer was eigentlich. Also man muss nicht unbedingt immer bei den Dingen hocken. Das habe ich dann festgestellt und ist auch nicht böse gemeint. Ne? Also ich gönn's ja den Leuten, wenn die da irgendwie, keine Ahnung, ihre Hochzeit machen wollen und so. Ist ja an sich ein schönes Event. Und für mich war halt irgendwann der Punkt angelangt, so nach der dritten oder vierten Hochzeit, so ja. Ja. Jetzt kommt halt aber wieder, keine Ahnung, hier von der Kirche kommt jetzt wieder so hat irgendein deutsches Anime-Opening umgedichtet auf Shenlong und dann kommt wieder irgend so ein Wortwitz und keine Ahnung was. Und muss mal heute nicht sein. Ne? Ja, aber das auch ist halt auch dieser, was die Marktleute halt dann auch ausnutzen können. Es ist was auf der Burg, dort gibt's Essen und Getränke, es kann keiner verhungern. Du musst nicht deinen Spieler plus ausspielen und jetzt am Marktstand stehen. Es kann dir keiner vorwerfen, die Spieler werden jetzt umgefallen, weil sie sind ja abhängig vom Markt. Du hast dann einfach mehr Möglichkeiten und kannst auch mal ausbrechen so ein bisschen. Von daher, ich habe auch ein paar Hochzeiten ausgelassen. Ich hoffe dann immer, dass die richtigen Spieler, die frei sind in ihrem Tun, dann dort auch dran teilnehmen und das mitmachen, damit die anderen so ein schönes Erlebnis haben. Aber ich brauchte dann halt auch wirklich, besonders nach Tag 5 mit den vielen Veranstaltungen, die ich auch, glaube ich, fast alle mitgenommen habe. Ich habe sie alle mitgenommen. Da brauchte ich auch erstmal so, das war too much für mich. Zu viel Input ohne viel Aktivität ist für mich tödlich. Das ist gerade bei der Gerichtsverhandlung mir auch extrem aufgefallen. Das ist auch der Tag gewesen, wo ich dann sozusagen meine Nichtverlobung mit Nirviren hatte. Und als wir in dieser Gerichtsverhandlung saßen, hatte ich sie zwischenzeitlich auch mal angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, und da kam keine Reaktion. Und ich habe auch gemerkt, dass diese wunderschöne Stimme vom Richter schläfert dich ein und ich saß da auch vor dem PC und dachte mir die ganze Zeit, Und dann nach dieser Gerichtsverhandlung aufgestanden, stand sie auf und sagte so halb aus der Rolle raus, Alter, ich bin gerade eingeschlafen. Ich war nicht mehr da. Ja, die Gerichtsverhandlung habe ich komplett ausgelassen, weil ich bin da kurz hin, habe es mir angeguckt und dachte mir so, nee. Nee, also für mich war es ganz angenehm, weil ich halt auch mal abschalten konnte. Für mich war es genau der Punkt, weil es halt auch so unendlich spät war, wie das war 21:30, 22 Uhr rum schon. Und ich war wirklich richtig, richtig müde. Und dann dachte ich, das ist perfekt. Ich habe mich wirklich auch hingesetzt und dachte, ja gut, ich habe auch gerade mal die Möglichkeit, nach den 3 Stunden, die wir schon RP hatten, mal ganz kurz aus dem RP raus zu sein. Und saß dann nur da und dachte mir so, ja. Ja, es kann auch schön sein. Ja. Das ist aber immer ein schwieriges RP, so mit Gerichten oder Paragraphen und so ganzen Gedöns und Abstimmung und so weiter. Also das gut rüberzubringen, ist super schwierig. Super schwer. Ja. Es ist auch, deswegen, du kannst dich da nur hinsetzen und zuhören und und dann kannst halt eben in dem Moment mit dem Chat so ein bisschen mehr interagieren. Ja, richtig. Ja. Also ich habe es auch komplett, also ich saß, habe es komplett ausgeblendet und habe dann alle paar Sekunden ja gesagt und dann war es das auch, ne? Ja, wenn du halt nicht auch Richter, Geschworene oder Angeklagter bist, dann hast du da wirklich eine Ruhezeit. Dann würde ich mich hinsetzen und ja sagen. Von der Story her war es natürlich schon spannend, weil wir hatten das ja auch alles angezettelt mit dem Marktstreik und so. Das hat ja, ist ja dadurch eskaliert. Da ist es ja richtig rausgekommen erst. Aber ja, ich meine, das Endergebnis war dann halt gut zu wissen und zu schauen, wie wir damit weiter verfahren. Von daher vom Storytechnischen her war es echt spannend. Aber du konntest doch auch sämtliche Waren überall anders kaufen als nur am Markt, ne? Also Essen und Trinken. In der Taverne, das war halt so ein Problem, ja. Doch. Das war tatsächlich. Die Taverne kam zu uns und hat bei uns auch Obst und Gemüse zum Verkauf gekauft. Echt? Das hat es bei mir nicht gemacht. Ich bin da extra hin und habe gesagt, kauft einen Fisch bei mir bitte. Und dann hatten sie auf einmal einen Fisch verkauft. Ja. Genau, müsste man vielleicht beim nächsten Mal, wenn sowas kommen sollte, auch sagen, dass die Taverne wirklich nur Getränke ausgibt. Ja. Außer, wenn man die Taverne bucht für eine Hochzeit oder sowas. Aber dann muss man mit den Marktleuten zusammenarbeiten, dass sich dann die Marktleute
an den Tisch setzen und dann da den Fisch oder die Äpfel oder was weiß ich da über, was halt über den gehen Tisch würde, wäre ja, wenn die das Essen jetzt in dem Beispiel einfach teurer anbieten, also auf dem Markt. Genau, das ist weil das, was so wird es ja auch Sinn ergeben, so ist es ja in echt auch. Also wenn du das direkt beim Lieferer kaufst, dann ist es natürlich günstiger, als wenn du in ein Restaurant gehst und da halt was zu essen kaufst. Ja, außer du hast halt eben Unmengen Gold, Taler, so wie Schmiede, und haben nachher die Schwerter für 5 Taler statt für 75 verkauft, weil man ja sowieso schon genug Taler hatte, ne? Hast du da so eine kleine, ja? Nee, also ich habe das richtig brav immer beim Statthalter abgegeben. Also alles, was reinkam an Geld, irgendwann waren die Kisten verstopft mit Geldstapeln. Und ich habe gemerkt, wir können nichts mehr kreieren an Obst und Gemüse, weil die Kisten voll sind mit Gold. Und dann habe ich mir immer die reingesteckt und habe dann, ja, der Stadtverwalter, ich bin wieder hier, um die Abgaben zu leisten. Und dann habe ich dem immer irgendwelche Kisten voll gemacht da drin. Ich glaube, es muss im Endeffekt so laufen. Du kannst kein richtiges Wirtschaftssystem so etablieren. Es gibt welche, die sind unheimlich arm. Die SL und die Erbauer haben genug zu tun, irgendwelche Bugs wegzumachen oder irgendwie den Server zu optimieren. Die haben ja nicht jeden Abend Zeit, die Kisten da auszuleeren noch alle und zu suchen, wo die Leute jetzt das Geld verstaut haben. Das ist nee, halt deswegen gab es ja die Ansage, dass das Gold, was du hast, in die jeweilige Kiste reinkommt. Da war auch eine Notiz drin, dass die Einnahmen dann, zumindest bei uns so und auch bei allen anderen, die nicht am Markt waren, dass die Taler in diese Kiste reinkommen. Also mir persönlich halt war unklar, wo das Geld jetzt wirklich hin sollte, weil ich hatte definitiv eine Kiste zu Hause, wo auch jeden Morgen irgendwie dann 30 Taler oder so drin waren, was dann quasi mein Gehalt war, glaube ich. Und die haben auch manchmal irgendwie Taler aus unseren Obststandkisten rausgenommen, soweit ich das beurteilen konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht Ella war. Am Anfang und dann war ich als irgendwann haben sie es vergessen. Und irgendwann haben sie dann aufgehört damit und dann war plötzlich so viel Geld da. I don't know. Aber arm war nachher gar keiner mehr. Zumindest in meinem Dunstkreis, weil ich jedem nachher einfach 100 Taler geschenkt habe und habe gesagt, so bitte, macht irgendwas daraus. Und du kannst in einer Woche kannst du auch, glaube ich, gar nicht so ein Wirtschaftssystem reindrücken. Nee, besonders nicht, wenn jetzt irgendwie eine Schmiede da ist, die dann jedem irgendwie 100 Taler gibt. Zusätzlich auch noch der Schmiedemeister, mein Schmiedemeister von Ulrichstein, Wenzel von Ulrichstein, der hatte nachher mich ja noch beklaut. Ich wusste ja gar nicht nachher, wohin mit den ganzen Golden habe, dass der nachher in die Dings reingeschmissen, in meine, wo du die Klamotten drin hast. In Spind rein, genau. Und er ist dann an meinen Spind gegangen und hat da, weiß ich nicht, 7000 Taler rausgenommen oder was, keine Ahnung. Und hat das dann alles die Kirche gegeben, weil er ja dann auf einmal in der Kirche da in der Sekte war. Ausgerechnet der. Ja, der hat das als. Aber am letzten Tag. Ich habe nur irgendwann Durials Weinlager gefunden. Und habe ich irgendeine Kiste hinten aufgemacht, unter den Kartoffeln und da so, huch, was sind da drin? Weinflaschen, oh. Und hier noch, ja gut. Bei der witzigerweise war keine war davon selbst gekauft. Die wirst du zugeschmissen nachher mit, ne? Also es gibt, irgendwann kommt dieser Break im Laufe von Rustalot, wo du einfach zugeschissen wirst mit sämtlichen Sachen. Also ich musste nichts mehr an Essen kaufen, nichts mehr an Trinken kaufen. Ich hatte alles, was ich wollte. Genau. Und wenn ich was gebraucht habe, bin ich dann hingegangen, zum Beispiel Klamotten oder so. Ich bei der Schneiderin, ich sage hier, ich bräuchte mal irgendwas Schickes, ich bin zur Hochzeit eingeladen. Ja, gar kein Problem, hier, nimm das. Schönen Tag noch. Ja, was mit Bezahlung ist egal. Ja, okay. Ja, stimmt. Die haben irgendwann auch alles einfach so verteilt. Ja, stimmt. Irgendwann. Aber ich glaube, das wird immer so bleiben. Ich glaube, das wird immer so bleiben. Ja, es ist ja auch viel besser gewesen. Also wir hatten, wenn du jetzt mit letztem Jahr vergleichst, wo dann der Adel am Anfang nur anschreiben musste, weil die einfach nicht einen Pfennig Geld hatten. Und das war ja im letzten Jahr noch viel schärfer. Weil die nichts bekommen haben, ne? Na genau, die hatten ja nichts bekommen die ersten 2 Tage oder sowas. Ja. Das ist ja dieses Jahr ja schon viel besser gewesen, auch insgesamt dieser, wie heißt es, dieses Marktsystem insgesamt, was wir hatten, war ja auch viel besser, dass es tatsächlich überhaupt eine Möglichkeit gab, sozusagen dieses Geld wieder abzuführen in diese andere Richtung, gab es ja letztes Jahr kaum. Das heißt, das ist auch schon viel besser gewesen. Das Einzige, was man da jetzt eigentlich nur richtig, also ihr habt völlig recht, also ein richtiges Marktsystem wird es niemals geben,
Das Einzige, was ich selber auch als Feedback reingeschrieben habe, ist, dass halt die Taverne im Zweifel unser Zeug für 2 Pfund mehr verkauft, damit das genauso wie im echten Leben ist. Ansonsten so ein richtiges Wirtschaftssystem, dafür ist dieses ganze Ding zu klein, dafür gibt es nicht ordentlich genug Anfrage-Nachgebot. Andersrum. Ja. Anfrage, Angebot, Nachfrage. Nee, was auch immer. Richtig schön dumm alle hier jetzt gerade. Aber das kommt auch dazu, du craftest ja auch nichts. Also du hast ja nicht mal Arbeit damit. Du schreibst ja einfach nur, ich brauche das und dann ist es da. Genau. Also du ziehst ja nicht los und haust jetzt irgendwie Steine kaputt, um Gold zu bekommen, damit du ein goldenes Schwert machen kannst oder so. Das ist dann halt auch die Frage, wo soll die Priorität liegen? Willst du, dass der Spieler tatsächlich auf dem Feld ackern muss, damit die Kürbisse da... Oder willst du wirklich, dass alle RP machen können und Spaß haben? Und Russelot steht eigentlich unter dem Stern von Zweiterem. Ja, von daher genau. Ist jetzt nicht schlimm. Überhaupt nicht. Das ist auch für mich keine Kritik oder sowas gewesen. Das ist wirklich nur so ein... Also gerade mit dem Geld ein bisschen Verbesserung. Ja. Okay. Aber ist wie war das? Das ist halt so, ne? Also es wird, glaube ich, immer so bleiben. Also die ersten 2 Tage ist alles human und ab da geht das los, dass nur noch mit Geld um sich geschmissen wird oder du einfach Sachen hast. Also ich habe dann auf einmal irgendwelche Sachen gehabt, die ich gar nicht hätte haben dürfen, weil die auf einmal in meiner Kiste waren. Also es ist ganz komisch gewesen alles. Ich habe das auch gehabt mit dem Lachsmann und mit der Zilie haben wir ja diesen Antrag uns ergaunert, dass der König doch 600 Fisch von uns wollte oder sowas. Das war aber dann auch in der zweiten Staffel, ne? Nee, der war ja auch in der dritten da. Die ersten 4 Tage war er da, danach ist er der Krankheit zu tun gehabt auch. Ja? Er war da. Hab ich gar nicht mitbekommen. Okay. Der war stand immer mal bei uns, hat ganz viel mit Zilie und mir auch gemacht. Da sind wir dann zum Beispiel am Anfang, ich glaube am ersten Tag haben wir uns dieses Ding ergaunert und am zweiten Tag sind wir dort mit vielen, vielen Fischen hoch zum König. Haben den Wachen die Fische vor die Füße geworfen, haben gesagt, wir möchten jetzt bezahlt werden. Am dritten Tag kam dann also der Meister runter und sagt, also, das Königshaus hatte einfach keine 600 Taler. Hier hast du 500. Und ich dachte so, alles klar, wunderbar. Danach bin ich direkt, nachdem ich das Geld bekommen habe, bin ich rüber zum Pferdeverkäufer und gesagt, so, ich hätte das schönste und größte Pferd, was du hast, bitte. So für 450. oder sowas, habe ich den Gaul dort bekommen und ich habe für diesen Gaul jedes Mal Komplimente Baumbert. Noch. Der Baumbert. Kennen wir dann, habe ich gesagt, hier kriegen wir das Pferd noch irgendwie mit mehr Ausdauer oder sowas. Guckt der Pferdehändler rein und sagt so, boah, du hast das Pferd mit der größten Ausdauer, was ich hier wirklich seit langem auf Rustlord gesehen habe. Dachte ich so, alles klar, ich habe keine weiteren Fragen, dankeschön. Wie war das für euch eigentlich jetzt mit der aktuellen Staffel, weil die ja also Nero hat vorhin schon was gesagt, ich nenne dich immer Nero, eigentlich bist du ja Neo, Neolium, Neolium. Ich bleib bei Nero einfach. genau, also die hatten das ja jetzt umgedreht, vorher gab es ja irgendwie so eine Art Hauptstory, Main Quest, wie auch immer man das nennen will und diesmal war ja alles so ein bisschen freier. Ich bin ja ganz neu dabei, also sprich ich habe das alte... habe ich nie mitbekommen. Ich habe es nur mitbekommen, wie es halt jetzt ist, in der dritten Staffel. Wie war denn das für euch allgemein? Weil ihr habt jetzt gerade so über die Zombie-Armee geredet und so. Klingt ja schon spannend, aber jetzt hatte man halt mehr so Freiheiten. Es war ein bisschen mehr von den Spielern, sag ich mal, selbst gestaltet. Wie war da so euer Eindruck? Beides hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil bei der zweiten Staffel war, dass du als Statist in dem Fall, also ich kann nur als Statist reden, dir keine Gedanken machen musstest, dass es irgendwann irgendwie langweilig wäre, zumindest aus meiner Sicht, weil immer irgendwas war. Also es, rund um die Uhr wurde im Discord irgendwie geschrieben, wir brauchen nochmal Statisten, beziehungsweise ich glaube im Rust-Chat selber, wir brauchen Statisten und dann ging das los. Nachteil daran ist, du konntest dich selber nicht richtig ausleben, was aber auch als Statist nicht gewollt ist. Als Statist warst du halt eben wirklich nur Statist gewesen. Jetzt in der dritten Staffel konntest du dich halt eben mehr ausleben. Und du hast halt eben auch gemerkt, dass die Leute viel, viel mehr RP gemacht haben und gar nicht gewartet haben, bis irgendwas passiert, sondern selber losgerannt sind und gemacht haben. Oder sich irgendwelche Schweinereien, hätte ich fast gesagt, irgendwas ausgedacht haben, wie zum Beispiel 600 Fisch an die ans Königshaus zu verkaufen. Einfach so aus dem blauen Dunst. Also sowas halt. Also die dritte Staffel so vom RP-technischen her ist viel mehr gewesen. Was ja aber auch verständlich ist, weil du hast bei der zweiten Staffel hast du, ich weiß nicht, ich sag mal 10 Leute,
die sich einen Kopf machen um Roleplay. Und in der dritten Staffel hattest du auf einmal 120 Leute, die Roleplay machen. Du hast zwar immer noch so einen kleinen roten Faden gehabt, zumindest im Bereich der Spieleleitung, wenn du da so unterwegs warst. Aber ansonsten, wenn du irgendwo anders hingegangen bist, es konnte immer überall irgendwas passieren. Und das war bei der dritten Staffel weitaus besser als bei der zweiten. Also wie die das gemacht haben mit der dritten Staffel, war viel besser. Viel besser. Okay, cool. Auch für die kleinen Leute und für Statisten gab es da nicht mehr, sondern für die kleinen Spieler. Auch so jetzt, was Markt angeht, man hatte viel mehr Freiheiten. Also konntest viel mehr machen. Das war, also dritte Staffel war besser vom RP. Das war so meine Sicht. Ja, ich kann weitermachen. Für mich sehr ähnlich, gerade dass keine Main-Story mehr war, hatte den großen Vorteil, dass du auch mal abschalten konntest. Also natürlich hattest du nur den Punkt, es will nicht langweilig werden. Andererseits hattest du in der zweiten Staffel das Problem, dass wenn du mal gerade irgendwie ein bisschen ruhig haben möchtest, dann ging auf einmal das Dorf unter. Dann stand auf einmal überall Wasser. Das ist halt, das war dann halt in dem Moment immer was passiert ist und du hattest trotzdem, also ich hatte in der zweiten Staffel zum Beispiel, ich musste die Geschichte nachschauen. Ich habe sie nicht mitbekommen und ich meine, auf dem Marktplatz ist man zentral. Man hat immer mal so ein paar Leute mitbekommen, die gesagt haben, oh, da ist das und das passiert. Und ich habe so, wann ist das passiert und wer war denn bitte dabei? Weil die meisten Leute, die ich mitbekommen habe, standen auch um mich rum und sagten so, Ich habe davon gar nichts mitbekommen, weil das immer nur so 10 bis 15 Leute Gruppen waren. Selbst wenn du da warst und es tatsächlich ein Portal gab, was in die Main Story kam, du warst nicht dabei, du konntest nicht mitkommen, weil das dann meistens Königshaus, ein paar Adlige und mit Glück irgendwie ein Pleb war. Und das ist dann diese Gruppe gewesen, die das alles gemacht hat. Das heißt, es war für mich in der zweiten Staffel unendlich stressig, weil ich wusste, es passiert was. Ich bin nicht dabei, ich kann nicht dabei sein und ich kriege dann irgend so eine dritte Hand, die mir dann erzählt, was passiert ist. Und ich habe dann so ein paar Nachvideos noch gesehen, was dort alles passiert ist, war ja der Wahnsinn. Weil aus meiner Perspektive ist genau das passiert. Wir sind unten gewesen, sind unserem fröhlichen Marktgang nachgegangen und auf einmal stieg das Wasser. Einfach so. Ohne, dass ich wusste, warum, wieso oder was zum Teufel eigentlich gerade ist. Wir sind natürlich alle geflohen, haben unser RP damit gemacht und an irgendeinem Punkt war das Wasser weg. Einfach so. Ohne, dass ich wusste, warum, wer oder was zum Teufel hier eigentlich gerade passiert ist. Und das hatte so, das war in dem Moment so ein bisschen so verwirrend. Und da fand ich das in der dritten Staffel auch wirklich bedeutend besser. Ja, und aus meiner Sicht, ich liebe Geschichten. Ich habe auch LARP gespielt, also ich kenne das sehr gut, dass man die Main Story nicht mitkriegt. Also das kenne ich aus verschiedenen RP-Bereichen, sag ich jetzt mal. Von daher hat mich das wenig gekränkt oder ich war nicht sehr traurig darüber, nicht alles mitzubekommen. Ich fand's eher lustig, dass zum Beispiel das Wasser steigt, Ella überhaupt keine Ahnung hat, was da los ist und wirklich hysterisch, dass ich plötzlich von jetzt auf gleich hysterisch spiele, dass ich Angst habe, dass wir alle untergehen und der Himmel wird uns auf den Kopf fallen und weiß der Geier was. Die Götter müssen verrückt sein. So, ich kann beidem was abgewinnen. Ich habe auch viel Spaß gehabt an den Storys von den Spielern. Es ist ja im Grunde eigentlich egal, ob ein Spieler dir eine Story erzählt oder ein Spielleiter. Ich kann gut verstehen, dass Leute denken, es geht ihnen was ab. Wenn man es jetzt noch nicht kennt, wenn man so große Storys hat wie mit dem Herzen der Insel und das ist irgendwo in der Höhle drin und du stehst dann halt am Marktstand, habe ich völliges Verständnis für. Aber ich hatte die Erwartungshaltung nicht. Also ich für mich persönlich bin reingegangen und dachte, das ist ein digitales LARP. Ich weiß, wie ein LARP funktioniert. Mhm. Ich war da nicht traurig oder enttäuscht. Und beim dritten Teil war es ja eher so, dass ich gesagt habe, okay, hier sind so viele Storys, ich muss mich in manchen so raushalten. Ich kann nicht noch mehr Story verkraften gerade. Ich kann sowieso nicht hinterher. Ich bin ja hier am Markt. Ich muss aufhören damit. Ich werde das vielleicht noch jemandem erzählen. Kannst ja auch nicht so schnell laufen. Ja. Nee, ich kann das vielleicht noch jemandem erzählen, Hinz und Kunz, damit die vielleicht Bock haben, da einzusteigen. Aber ich persönlich, nö, mir reicht's.
Ich habe einen schwarzen Ritter, ich habe eine wahnsinnige Schneiderin, die richtig geil gespielt haben. Ich liebe diese beiden Charaktere. Ich liebe sie. Und war so gut. Die letzten. Ich war so froh, als der schwarze Ritter irgendwann angefangen hat, auch mit dir wirklich öfter so zu spielen. Dass er einfach nur zu dir gekommen ist, weil er genau wusste, jetzt kommt irgendwie so, oh Gott. Ja, ja, aber war mir auch wichtig, weil ich hasse nichts mehr, als wenn jemand offensichtlich eine böse Person spielt, die angsteinflößend ist, die anderen zum Zittern bringen soll und geht aber auch, hey Dude, wie geht's? Alles klar? Hast ja eine lustige Augen da in deinem Kopf. Und also sowas kann ich überhaupt nicht, also ich möchte den Charakter hochhalten. Ne? Also ich hab gedacht, oh Gott, die fürchtet sich in Grund und Boden. Die denkt, der Belzebub persönlich ist gerade aus der Erde gestiegen und jetzt geht's rund. Von daher auch richtig süß, dieses Pfeilschenken am Schluss, als er ihr den Pfeil geschenkt hat und Ella so ein bisschen runterkommen konnte, weil sie hatte ja auch überlegt, na gut, er ist vielleicht böse, aber er ist auch stark und er hat ja immer bezahlt. Und er ist ja eigentlich, und sie hatte viele Gedankengänge, wie sie den am Ende mag. Und dann kam auch er mit diesem Pfeil und dachte, okay, jetzt Stein im Brett, alles klar. Sie wird sich jetzt trauen und ist hingegangen und hat den schwarzen Ritter gefragt, ob er gucken kann wegen der Schneiderin mit Menschenhaut und so. Mhm. Also das war richtig schön. Und die Schneiderin sowieso. Also ich habe das Wahnsinn. Ja. Wahnsinn das einfach. Das ist mir aber auch aufgefallen mit dem schwarzen Ritter, dass etliche Leute da waren und sagten, oh, guck mal die Augen, der kann im Dunkeln gucken und so. Das ist ein bisschen Fehl am Platz gewesen. Es ist halt auch so, auf solchen Servern, du triffst Rollenspieler oder auch Nicht-Rollenspieler mit verschiedenem Erfahrungsgrad und verschiedenen Vorstellungen von Rollenspiel. Da musst du viel, viel breiter gefächert denken und dir einfach sagen, wir kommen alle aus verschiedenen Winkeln, jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Du kannst das jetzt auch XY nicht vorwerfen. Das ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Nicht jeder hat so lange RP gemacht wie ich und ich darf nicht voraussetzen, dass alle so spielen und denken wie ich. Das stimmt, einem ganz klar sein. Sehr guter Punkt, weil bei mir war das auch so ein bisschen, da musste ich mich erst dran gewöhnen. Weil ich wusste natürlich ja im Vorfeld auch, dass Rustalot so ein bisschen spaßiger, sag ich mal, ist. Wie es die Spielleitung immer schön genannt hat, der Pipi-Kaka-Humor und so, der ist halt am Start. Und ich bin ja auch so ein Typ, ich spiele halt auch schon seit Jahren, spiele ich halt Pen and Paper und so. Und ich bin da halt schon so mit einer Vorstellung rein, ja, ich spiele jetzt mehr oder weniger so meine doch ernstere Rolle durch und ich will mich eigentlich nicht auch einlassen auf so Hose runter und so und keine Ahnung was. Und dementsprechend kam mir halt auch der schwarze Ritter so gut, weil ich ja sowieso diese Story hatte da von wegen, ich will Ritter werden und so. Und da war da plötzlich dieser Ritter, der fucking gruselig aussah, definitiv. Und definitiv war da auch irgendwie schwarze Magie am Start. Aber mein Charakter dachte sich halt so, ja, okay. Aber ja, also keine Ahnung, er macht jetzt irgendwie auch nichts, er macht keine Verbrechen oder so. Also er scheint sich ja schon so ein bisschen rechtschaffen zu verhalten. Hat er mich oft niedergestreckt. Hat er? Nicht okay, das habe ich nicht mitbekommen. Habe ich nicht mitbekommen. Nee, ich bin jetzt mal auch so ein bisschen hinterher spioniert und so. Und irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass er halt irgendwie seine Schwester irgendwie rächen wollte oder so, die umgebracht wurde. Ich glaube, am Ende kam dann raus, also jetzt Meta, ich habe das nicht selbst mitbekommen im Spiel, sondern Meta, dass er es irgendwie selbst war. Aber mein Charakter wusste das natürlich nicht. Und dachte dann halt so, okay, der ist halt ein bisschen fies, aber er macht was Rechtschaffenes und so. Und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und habe gemeint, ja, ich habe das irgendwie mitbekommen, ich war da so hinterm Haus und so. Und da hat er halt erstmal so, das finde ich, er hat das so geil gespielt, einfach so ohne Worte teilweise. Mhm. Dass er dann einfach nur da stand, hat dich angeguckt mit diesen leuchtenden Augen und du erzählst ihm da irgendwas und es ist ein paar Sekunden einfach nur still und das Einzige, was passiert ist, er zieht plötzlich sein Schwert. Und ich hab dann vor ihm so gekniet und so, ja, okay, aber ich will nichts Böses, ich behalte das alles für mich und ich will ja nur helfen und so. Und dann hat er halt quasi mitgespielt und meinte so, ja, okay, dann geh jetzt für mich rum und frag bitte, ja, wer hat hier blutroten Wein getrunken und irgendwie ein schwarzes Messer oder so. Und deswegen bin ich dann, das habt ihr, glaube ich, auch mitbekommen, manchmal so rum und hab die Leute danach gefragt. Ja. So hat sich das ereignet dann, ja.
Also ich habe Duriel irgendwann als Knappen mit dem schwarzen Ritter wegreiten sehen. Also ich hatte so diese Vision, dass das passieren wird. Dass Duriel endlich Knappe wird, aber vom schwarzen Ritter. Ich habe mir die Option, ich habe mir die Option tatsächlich am Ende offen gehalten. Mhm. Um das eventuell dann bei vielleicht einer nächsten Staffel so auszuspielen. Also ich habe ihn wirklich kurz vor Ende, habe ich ihn gefragt, was er jetzt so macht und was er vorhat. Und dann meinte er so, also er hatte seine Quest dann beendet und war irgendwie, hat sich selbst dann vergeben, seine Schwester hat ihm vergeben oder so. Und er wollte dann anfangen, Gutes zu tun. Und da dachte ich mir so, ja, okay, jetzt. Das ist es jetzt, okay. Das fragst du ihn mal, ja. Hätten sie nicht Lust, so einen Knappen noch mitzunehmen oder so? Und er hat gemeint, er überlegt es sich. Und das war quasi so das Ende von unserer Interaktion. Und schön. Jetzt ist alles offen. Ja, da kann auch viel passieren. Sehr cool. In der Hoffnung, dass es eine zweite Staffel dann gibt, ne? Eine vierte. Klar, es kann auch gut sein, dass er den Charakter gar nicht mehr spielt. Davon gehe ich ehrlich gesagt so aus. Aber ich fand es trotzdem cool, das einfach so offen zu lassen, so als Story-Ende einfach. Auch so eine total witzige Geschichte eigentlich, weil Kerak, der den Schwarzen Ritter ja gespielt hat, der wollte eigentlich nur einen Abend reinschauen. Der hatte als Schwarzen Ritter, wollte er eigentlich nur einen Abend da sein und irgendwas machen. Und sag ich gleich noch was dazu, ja. Ja, und dass er dann einfach immer wieder kam. Also ja, deswegen kann es sein, dass er tatsächlich was anderes macht dann. Aber das fand ich auch so witzig zu hören, dass er eigentlich nur einen Abend da sein wollte und dann war da. Dann existierte er. Sehr schön. Ich fand es auch sehr, sehr schön, Leute zu finden, die dann zu einem passen, vom Spiel her. Ja, ja. Es war wirklich so vielseitig ausgewählt, die ganze Truppe. Man hat die Spaßhose runter Leute getroffen, wenn man wollte. Man hat die ernsten Spieler getroffen, wenn man wollte. Du konntest dir da quasi aussuchen, was für ein Content du da gerade möchtest. Stimmt. Ja. Das habe ich ganz oft gehört von Björn auch, dass die das so geil finden, dass man halt, weil das ja wirklich auch alles, also so gut wie alles halt Streamer waren, von denen die meisten auch wirklich gestreamt haben während der ganzen Woche. Und dass die Leute dann wirklich irgendwie so teilweise irgendwie 10 verschiedene Streams offen hatten und dann quasi bei jedem so reingeguckt haben und halt unterschiedliche Sichten quasi haben, unterschiedliche Storystränge auch. Das ist halt ein ziemlich cooles Viewer-Erlebnis auch, finde ich. Ja. Mhm. Du wolltest noch was zum Schwarzen Ritter sagen? Deswegen ja nur genau. Einmal eigentlich. Weil du meintest, er wollte ja eigentlich, genau. Ich hatte nämlich, also ich bin quasi so in Rustalot eingestiegen, so mit der Idee, ich will mich nicht zu aufdringlich verhalten. Ich will mich eher so ein bisschen im Hintergrund verhalten, so als ne, zum ersten Mal dabei und erstmal abchecken und so. Hab deswegen auch mit der Spielleitung vorher gar nichts abgeklärt. Ich dachte, ich ziehe halt meine Story so durch, mal gucken, was passiert und was sich ergibt. Und dann war da aber halt der Schwarze Ritter. Und dann dachte ich mir so halt, ja, okay, jetzt guckst du mal, ob sich da irgendwas machen lässt oder so. Und ich habe dann wirklich so so mittendrin quasi habe ich mal ein Ticket geöffnet mit der Spielleitung und habe die halt gefragt, ja, wie das aussieht mit ihm, ob man da vielleicht irgendwas machen kann, weil ich quasi so ausspielen will, dass ich halt Ritter werden will und mein Charakter findet den Schwarzen Ritter so toll und der will dem irgendwie weiterhelfen und so und ob man da nicht vielleicht irgendwie so die Quests, sag ich mal, kombinieren kann. Und da haben sie aber halt auch gemeint, ja, eigentlich ist der halt gar nicht lange da, der kommt wahrscheinlich erst am letzten Tag nochmal zurück und dann müssen wir halt gucken, dass er halt seine Quest, die er halt vorher schon mit denen abgesprochen hatte, dass er halt seine Quest zu Ende kriegt. Also das ist halt Priorität, weil das einfach schon vorher abgesprochen war. Und da habe ich halt auch gemeint, ja, alles gut, Top-Priorität, dass ihr dem seine Story finisht, weil ich finde die halt auch richtig geil. Ich wollte nur mal gucken, ob da vielleicht irgendwas geht oder so. Das war quasi so mein einziges Ticket, mehr oder weniger. Und ich fand das halt so geil einfach, weil ich halt diese Idee hatte, ja, ich will Ritter werden und dann war halt da einfach so ein Ritter und es war einfach geil. Also, ja, bin ich jetzt auch gar nicht traurig drüber, dass das irgendwie dann nicht so geklappt hat. Ich habe dann trotzdem mein Ding halt durchgezogen und ja. Ja, du hast halt eben tausend Möglichkeiten gehabt, ne? Also nur weil gesagt wird, nee, machen wir nicht oder das macht schon jemand anderes oder so, hast du ja dann in dem Moment, also dann sagst du einfach, okay, dann werde ich halt eben jetzt Ich habe halt trotzdem die Initiative ergriffen und habe probiert, mit ihm zu interagieren. Ja, genau. Ja. Dann war das Ingame, das war völlig okay. Also ist so ein tolles Ende dafür. Ja. Mhm. Und das kannst du zum Beispiel, wenn das wieder losgeht, nächste Season, kannst du das direkt gleich bei der
Spieleleitung mit reinreichen als Ticket, sagen, Mensch, so und so ist das geendet, was können wir daraus machen? Und dann können die halt immer noch sagen, nee oder ja, machen wir oder nicht. Genau, hatte ich überlegt, ja. Ja, und wenn wir also das so machen, ja, wie jetzt in der dritten Staffel, dann ist ja sowieso guter Punkt, noch immer alles. Gutes Thema, das war auch so eine Frage, die hatte ich mir im Vorfeld so überlegt an euch. Wenn es eine vierte Staffel geben würde, wir bleiben jetzt mal im Konjunktiv, was würdet ihr da spielen wollen? Würdet ihr einfach eure jetzigen Charaktere quasi weitermachen? Ja. Würdet ihr so eine Art neue Schiene fahren mit eurem Charakter? Oder würdet ihr vielleicht sogar einen komplett anderen Charakter spielen wollen? Also ich würde bei meinem Charakter bleiben. Einfach aus dem Grunde, weil ich mir persönlich das Ziel gesetzt habe, sämtliche Frauen als Enkelinnen zu haben und dieses auch als und dieses auch schriftlich festhalten lassen möchte. Und dadurch, dass ich jetzt Meister bin, wird es, wenn wir die vierte Staffel spielen, wird es sowieso nochmal ein bisschen anders werden. Also ein bisschen mehr Verantwortung und so. Stimmt, ja. Und ansonsten, also ich würd beibleiben. Einfach auch nur, weil ich so ein Gewohnheitstier bin und mit meiner Rolle super zufrieden bin und die Rolle mir super viel Spaß macht. Also ich wüsste auch gar nicht, was ich dann spielen könnte, würde. Sollte ich jetzt Stadtwache, aber ich kann am besten, kann ich den alten, perversen Opa spielen. Das ist, bleibt mir im Blut, so, ne? Man muss es auch so sagen. Alter, perverser Opa. Du hast auch verinnerlicht, ne? Ja. Und ich weiß nicht, wie es mit Ella läuft, wenn sie nächste Staffel dabei sein sollte, wenn es eine gibt, ob sie dann auch weiterhin Ella ist, weil dann wäre noch ein Ziel, die Hochzeitsglocken irgendwann tatsächlich nochmal läuten zu lassen. Mein Segen habt ihr. Ist aber nett. Müssen wir mal gucken, ob sie sich breitschlagen lässt dann, aber das wäre dann ja scripted. Wenn wir das jetzt entscheiden. Ja, also ich denke auch, dass ich bei Ella bleiben würde. Ja. Erster Punkt ist Motion Sickness. Es ist schon so ausgewählt, dass das auch klappt mit dem Spielen und dass ich Rollenspiel machen kann. Dann mag ich es auch, so der Informant am Marktstand zu sein. Das ist einfach was, da gehe ich drin auf. Ich werde dieses bisschen Spielleiten nie rauskriegen, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, die Rolle ist perfekt dafür. Wenn du als Tofflerich nächstes Jahr versuchst anzubändeln, ist noch die große Frage, ob dann ein anderer älterer Mann wieder mitspielt, der dieses Mal nicht konnte. Denn der hat in Rustalot 2 schon sehr stark angebändelt mit Ella. Du meinst von Hubi, der Gefährte, der ne? Christus. Der Christus, ja. Das war er, genau. Es, wenn ihr gerade nichts mehr habt, ja. Nö. Geht mir ganz genauso. Ich würde auch sehr für eine Weiterführung sein. Das ein bisschen, was sozusagen mir von der Spielleitung auch so in Aussicht gestellt wurde, ursprünglich war der Gedanke, dass Ella und ich jetzt viel weitergekommen sind in unserem Stand und mehr ein Haus auf dem Marktplatz haben. Das heißt, wir sozusagen in den guten Mittelstand reingekommen sind und von dort weitermachen. Das heißt, das wäre sozusagen das, was ich im nächsten, also in dem hypothetischen nächsten Staffel, tatsächlich genauso als Ziel hätte. Dass sozusagen, dass diese WG, die Ella und ich jetzt haben, einfach im Wohlstand so weitergekommen ist, dass wir tatsächlich ein Haus auf dem Markt bekommen. Und von diesem Haus auf dem Markt aus sozusagen im gehobenen Mittelstand sein könnten. Was jetzt so ein bisschen auch schon kam, wir hatten ja jetzt schon mehr Geld zur Verfügung, wir hatten mehr Ansehen und so ein Zeug, aber wir hatten schlussendlich sozusagen immer noch dieses Bauernhaus in dem Moment. Und das wäre sozusagen genau der Punkt. Ich will unbedingt der Nero Lyomeros bleiben, weil ich einfach diese... Naja, es ist eigentlich... es ist halt so ein bisschen, was Chuggis auch in seinem Arztetag meinte. Ich bin jetzt nicht so groß erfahren im großen RP. Also ich habe jetzt nie LARP mitgemacht oder... Ich hatte leider auch nie eine PNP-Gruppe. Das kommt bei mir alles eher sozusagen aus dem Musical, aus dem Theater raus, was ich mache, wo das natürlich nicht so spontan ist. Ist gerade irgendeiner im Glascontainer oder ist das bei mir? Das ist Mitbewohner hier. Ich hatte gehofft, ihr hört das nicht. Ach so. Alles gut. So schlimm ist es nicht. Okay. Ich wundere, also wenn irgendwie Sounds im Hintergrund sind, muss ich erstmal immer wissen, was das ist, weil mein innerer Monk dann durchdreht. So, weißt du, ich mal? Ja, wenn ich weiß, was das ist, ist mir das völlig Latte, ne? Aber dadurch, dass ich sowieso mit meinem Sound immer Probleme habe, gucke ich gleich direkt überall. Aber ja, dann ist ja gut. Nee, erzähl weiter. Die Küche wahrscheinlich gemacht.
Nee, wo war ich? Genau, ich komme da eher aus Musical und Theater raus und habe völlig meinen roten Faden verloren. Scheiße. Wo war ich denn? Ich glaube, du wolltest erzählen, dass ein höherer Stand ausgesprochen war für uns. Genau. Und dass du noch, aber dass noch du nicht das Ziel verfolgst, hast, genau. Das meinte auch Chagas. So, ich nach oben arbeitet. Komplett verloren. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht. Dann sag erstmal du real, ob du nochmal dich ändern würdest oder ob du nochmal so spielen würdest. Also ich würde gerne den Charakter weiterspielen, aber ich würde halt auch, also ich suche halt so fürs nächste Mal, wenn ich dann überhaupt wieder dabei sein darf, das ist ja schon mal die erste Frage, ne? Ich würde halt versuchen, da meine Story auch irgendwie weiter zu spielen, sag ich mal. Also ich würde jetzt nicht unbedingt so immer halt am Obststand weiterarbeiten wollen, als Assistent oder so, sondern es müsste halt irgendwie so eine Art dynamische Entwicklung quasi geben, dass man da halt irgendwie die Story so ein bisschen weiterspinnen kann quasi. Und ob das jetzt ist mit, dass ich jetzt sage, ich war jetzt quasi ein Jahr als Knappe unterwegs, von wem auch immer, vielleicht einem schwarzen Ritter, und komme dann halt zurück, so als ein bisschen erwachsenerer Mensch quasi, und versucht dann halt irgendwie dann in Rustalot irgendwas Gutes zu machen und trefft dann halt wieder die alten Bekannten und so. Und dann, also ich habe mir schon so ein bisschen ausgemalt, so das erste Treffen nach einem Jahr oder wieder mit Frau Ella oder so, ja, so von wegen, ich bin wieder da und so. Und dann direkt schon mit ein bisschen männlicherer Stimme dann und so. Und dann, Frau Ella, ich bin's, toll, kennt ihr mich noch? Und so irgendwas halt. Oh nein, das und jetzt sowas würde ich halt. nee. Also, genau, so. Nee, meine Rüstung wird nicht schwarz auf jeden Fall. Das würde mir nicht beibringen. Nee. Aber sowas wäre ziemlich cool. Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich gewollt ist, dann von der Spielleitung auch her, weil ich will halt auch nicht. Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich da irgendwie so Wannabe-Protagonist bin oder so irgendwas. Das will ich halt gar nicht. Ja. Ja. Sondern halt wirklich einfach nur, dass ich da so meine eigene Story halt so ein bisschen weiterspinne quasi. Und wenn das halt nicht möglich wäre und die sagen halt lieber, mach lieber was anderes und so, wird da jetzt auch sagen, ja, okay, wenn da irgendwie ein Vorschlag kommt, der cool ist, würde ich vielleicht auch machen. Ja, das ist es ja. Umso mehr Input die Spieleleitung bekommt, umso mehr kann sie halt eben selber auch reagieren. Also ich würde da einfach die Tickets eröffnen oder hineinschreiben. Und wenn die sagen, wir haben was anderes geplant, aber du könntest denn dafür das und das machen, vielleicht geht das. Es gibt ja sowieso erstmal das Rollengespräch. Also zumindest war das bei mir halt so. Ja, dass ich nach der Bewerbung halt mit denen erstmal im Discord war. Und bei uns wurde gefragt, also zumindest bei mir wurde gefragt, hat sich irgendwas geändert, hat sich irgendwas ergeben im letzten Rustalot, was du weiterführen möchtest und so. Dann habe ich halt gesagt, ich möchte wieder mit Nero in die WG. das soll bleiben, das hatten wir uns vorher schon abgesprochen, dass das so weitergehen soll, weil wir richtig gut miteinander klargekommen sind. Wir haben uns ja auch beim letzten Mal erst kennengelernt und waren auch sehr dankbar drum, dass man so abends dann im Haus noch mal jemanden so zum Quatschen hatte über einen Tag, was alles geschehen ist. Einfach den Tag ausklingen lassen, das war richtig schön. Ja, das war das Einzige, glaube ich, was ich angesprochen habe. Ja, mich hatten die auch gefragt, ob ich wieder, ob sich irgendwas ändert hat oder ob ich wieder Tofflerich spielen möchte. Ich so, nee, wir bleiben bei Tofflerich. Erstmal ist es für mich einfacher, weil ich weiß, was ich machen kann, und für die ist es auch einfacher. Die brauchen sich keine Gedanken machen, weil ich halt eben weiß, was zu tun ist, ne? Also von daher, ich glaube, ich werde ewig Tofflerich spielen. Außer der König wird mich irgendwann permadeath-mäßig hängen lassen oder beziehungsweise. Weil du zu viele Enkelinnen hast, ja. 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 Ich hatte da ja schon nachgefragt, ob die mir so ein Dings mal fertig machen können beim Rathaus. Und da sagte Gorg, ja, das sollte kein Problem sein, müssen nur alle kommen. Es war aber schwierig. So ein Stammbaum oder wie? Zu kriegen, ja. Ein Stammkreis wäre das denn ja. Bei Rustalot ist ja alles ein Kreis. Da ist ja jeder mit jedem und also ganz, ganz schlimm. Ich aber weiß witzig. Auch wieder, was ich sagen wollte. Ich hab, ich, ich, es ist, also mein Kreis in meiner Erzählung ist es auch rum.
hauptsächlich, wo ich gewesen bin, vom Musical und Theater her. Das heißt, ich habe nicht viel Erfahrung beim Improvisieren und beim andere Rolle spielen, sozusagen, ohne dass sie mir selbst vorgegeben ist. Das heißt, das, was Chagas auch meinte, ich habe meine Rolle genauso genommen, sozusagen das, was wie ich sozusagen in-game reagieren würde, plus mehr. Das heißt, ich habe halt zum Beispiel mehr Arroganz gemacht, als ich bin. Und vor allem in dem Moment, wo ich diese wunderschöne rote Hose anhatte. Und auch mehr sozusagen, mehr so ein bisschen so, es gibt so schön, nicht frech, sondern so ein bisschen, so ein bisschen in die Richtung mehr rein, als ich selber bin. Und hab aber diese Rolle des Nero Liumios in dieser Art und Weise auch sehr lieb. Und deswegen wollte ich sagen, ich will auch definitiv weiter eben jenen spielen, der sich natürlich auch so ein bisschen mehr verändert in Richtung so ein bisschen so von, also nicht so stark, wie ich es in diesem Kostüm gemacht habe, sondern mehr so von dieser Selbstbewusstsein heraus, wenn man tatsächlich auf diesem Marktplatz ist. Von dort aus ja ein bisschen so dieses, so manchmal so einen kleinen Kommentar von außen doch so reinbringt, so seid ihr jetzt mal sehr zweideutig. Ich werde übrigens unsere Verhütungsgespräche hätte ich auch nicht mehr vergessen. Oh Gott. Das war super. Oder halt irgendwie so ein bisschen anderes weitermachen, aber wie gesagt, die Rolle selber will mir bestehen bleiben. Dass ich hätte wenig Lust, sage ich mal, was anderes zu spielen, eben weil ich halt doch so sehr, so dieses Umfeld, was Tenero Liumius mit, doof gesagt, euch auch hat, eigentlich nicht vermissen möchte, ja. Ja, cool. Man hat sich ja schon was aufgebaut, ne? Richtig. Ich bin ja im Grunde sagen, ja weitermachen. Genau, das zweite Jahr jetzt vorbei und ich sehe halt auch irgendwie, wie es weitergehen kann. Ja. Macht es dann auch einfacher, dann reinzukommen, ne? Weil du halt direkt schon deine Leute hast, die du halt quasi kennst. Es ist halt immer schwierig, gerade bei 7 bzw. 6 Tagen. Die ersten 2-3 Tage sind dann eventuell sogar einfach nur, dass du die Leute halt erstmal kennenlernst. Und da kannst du ja noch gar nicht so richtig groß was machen, ne? Ja. Und wenn du schon im Vorfeld weißt, ja, ich habe da meine Jungs und meine Mädels, die ich halt schon kenne, und wir waren jetzt, keine Ahnung, wieder so ein Jahr zusammen, was halt dann quasi nicht gezeigt wird, ne? Weil spielt ja nur eine Woche. Da hast du halt direkt schon so eine Basis, auf der du halt was aufbauen kannst, ne? Ja. Der Vorteil ist zum Beispiel, wenn du einen alten Charakter spielst, so wie Tofflerich oder Ella, wenn die Leute vor dir stehen und sagen, Mensch, du kennst mich doch, dann, ach ja, stimmt, ich bin einfach nur alt und vergesslich. Ja, das stimmt auch. Ja, das ist zusätzlich halt eben das Geile. Gerade weil die Zeit begrenzt ist bei Rustalot, sehe ich das auch überhaupt nicht eng, wenn die Leute ankommen und sagen, Mensch, du kennst mich doch noch. Ja, ja, stimmt, ja. So, also warum soll man sich, ich sag mal, Zeit verplempern mit Kennenlernen? Wenn man einfach so spielen kann, als würde man sich schon kennen. Also es kommt natürlich auch auf die Situation drauf an, aber wenn jemand einfach nur ein Buttermesser haben möchte oder so und das ein bisschen schöner sein soll und er dann sagt, Mensch, du kennst mich doch. Also, mach mal ein bisschen schöner dann. Ja, okay, klar. Ich erinnere mich an die Stelle, wo ich dann zu dir meinte, ja, du hattest mir doch ein Schwert versprochen. Wo ist denn das jetzt? Und du wusstest halt, du wusstest auch wirklich nicht, wer da gerade vor dir steht und wer das fragt, ne? Ja. Aber es passt halt zum Charakter auch. Es passt halt zum Charakter. Ich habe die Namensplakette gesehen. Ich musste immer warten, bis er was sagt. Oder oh ja! Er hat die Kleider nicht geladen und er hatte diese Lumpenkleider an. Ich konnte noch nicht mal von der Kleidung her gehen, wer das jetzt ist. Es könnte Durial sein. Hoffentlich sagt er gleich was. Seid gegrüßt. Ja. Ach, da bist du ja. Er hat was gesagt. Gott sei Dank. Ich habe ja auch noch gerade eine andere Geschichte, wo wir gerade beim Thema waren, ob wir den Charakter weitermachen oder nicht. Unser Hühnerbauer nämlich, der gesagt hat, okay, meine Rolle ist fertig. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Und das ist nämlich auch gerade diese Sache, hat er gerade auch noch geschrieben, diese schöne Sache, das ist in dieser letzten Tag gewesen, wo seine Gerte und Sir Cockalot verheiratet waren. Und ich sah diese beiden Hühner und es war einfach so das Schönste, was in den letzten Tagen für mich überhaupt hätte passieren können. Diese beiden Hühner dort hintereinander verheiratet. Und ich dachte mir so, ja, das ist es jetzt eigentlich. Fred, ja. Ja, der Fred, genau. Ja, und ja, der wäre auch eine Enkelin von mir. Oh, was? Okay. Eine Enkelin von mir, Ich finde aber auch, dass du diese Idee hast, ich muss alle mal als meine Enkel haben, finde ich richtig geil. Ja, man muss irgendwie. Dann muss ich die Nirvian am Ende doch noch heiraten und dann bin ich auch dein Enkel. Dann haben wir es auch geschafft. Ja. Nee, dann bist du auch meine Enkelin. Es gibt nur Enkelin bei mir. Also momentan bin ich aber nicht Enkelin. Nee. Weil ich bin ja nicht verlobt, damit bin ich nicht Enkelin. Und nicht verheiratet. Nee. Bin ich nicht Enkelin. Aber es kann auch sein, dass ich dich so einfach zur Enkelin nehme.
Oder so, ja. Und dann wäre das aber ein bisschen pervers, wenn zwei Enkelinnen von mir heiraten. Dann sind wir wieder beim Kreis. In Rastalot geht es. Bleibt in der Familie. Easy. Solange wir nicht verbrannt werden auf dem Scheiterhaufen. Ne? Ich fand's so witzig, ich hatte gesehen, dass Haseltraut mit der Schneiderin spricht und dann ist die so alleine weggegangen. Und dann hat Ella sich die Haseltraut geschnappt, hat mit ihr drüber gesprochen, ob sie die Schneiderin merkwürdig findet. Ob ihr irgendwas aufgefallen ist und solche Sachen. Also viel um den heißen Brei auch rumgeredet, bis sie sich gegenseitig Input gegeben haben. Und dann hat Haseltraut Ella anvertraut, dass sie Schulden bei der Schneiderin hat und dass die Schneiderin einen Gefallen gefordert hat, nur einen kleinen. Und Ella hat dann gemeint, und wenn das jetzt die Haut ist? Und sie... Ja, und wenn ich das jetzt irgendwie das Geld zusammenkriege und das dann bezahle, meint ihr denn, dass ich dann nichts abgeben muss von dem Gefallen und so? Und sie haben dann gerade tierisch Probleme gewälzt und dann kommt der Tofflerich, ja, möchtest du meine Enkelin sein? Und Haseltraut so, gibt's da auch was? Ja, so ein bisschen geht schon. Und dann sie, ja, okay. Und ich, ja, dein Problem hat sich ja jetzt schnell gelöst, Haseltraut. Richtig schön. Direkt mit Geld rumgeschmissen. Ja, jede Enkelin kriegt von mir 100 Taler, gar kein Problem, zack, zack, zack. Das war der Zeitpunkt, ja, unendlich viel Taler. Mir kommt gerade zu Ohren, dass der Fred nie Geld gesehen hat davon. Hat er nicht? Hat er nicht, ja, dann... Oh, Schulden bis zum nächsten Jahr mit Zinsen. Mit Interesse. Aber erst an Tag 5 ausbezahlen, weil dann hast du... Natürlich. Wie hat sich denn das mit der Schneiderin eigentlich ergeben, da mit dem Hauthandschuh? Ist sowieso, ich hab das... Ich hab das nämlich, ich hab das erst später mitbekommen, als ihr dann schon alle im Kreis stand und meintet, ja, hier ist ein Handschuh, der ist aus Haut und irgendwie aus der... Freundin von Ella oder so, Sidonia oder keine Ahnung, wie sie hieß? Hier, Sayuna. Das Sayuna, ist das Einzige, genau. Was mich richtig traurig gemacht hat, ist, dass ich von der Schneiderin so wenig mitbekommen habe. Weil ich so richtig Kontakt mit ihr auch hatte, erst über diese Geschichte, als Ella das an mich rangetragen hat. Und das war der erste Moment, wo ich das so richtig mitbekommen habe, da ist was komisch bei der Frau. Weil die hat diese Rolle so wunderschön gespielt. Sie hat sie so gespielt, dass ich richtig gemerkt habe, wie es mir komisch wurde, wo ich dachte so, oh, nee, okay, die müssen wir jetzt unbedingt ins Kette bringen. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Nero. Ja, genau, und sie hat das so gut gespielt. Sie hat das so perfekt verkauft, dass ich dachte so, okay, der müssen wir dieses Handwerk legen. Das ist die Böse, das ist das Böse in Person. Sie hat dieses, und deswegen hatte ich mir so gewünscht, dass da ist, dass ich mehr mit ihr zu tun hatte, dass ich mehr sozusagen in diesem Ding mit drin bin, weil diese Geschichte, die wir mit, also um sie herum hatte, war immer um sie herum. Es war nie mit ihr in diesem gesamten Teil. Abgesehen davon, dass wir natürlich diesen Kontakt hatten, dass mal kurz irgendjemand rüberkam, sie angesprochen hat, dann gab das so 30 Sekunden Interaktion und danach ging das mit uns weiter. Und das fand ich so richtig schade, dass ich da wenig Kontakt mit ihr selber hatte. Und das Schlimmste für mich war, ich war mit, ich weiß überhaupt nicht mehr mit wem, ich glaube am Ende mit Nirvian, bin ich irgendwie über diese Insel geritten und wir waren so, keine Ahnung, es war nicht lang, wir waren 7 Minuten weg oder so und dann kamen wir wieder und dann in diesen 7 Minuten wurde die Schneiderin hingerichtet. Oh. Es gab so ein Ding so, wir waren so richtig und wir kamen so wieder und dachten so, was ist passiert, die Schneiderin ist tot? Und dann wurde die gerade so abtransportiert, da wurde die gerade so weggetragen und wir standen da so da und dachten uns so, oi. Weil das ist, ich habe das auch im Video danach gesehen, das war so ein 30-Sekunden-Ding, so, hey, du bist böse, du stirbst, rums war der Kopf ab. Und ich bin auch so, erst danach zum Marktplatz gekommen und dachte mir so, hä, was ist denn hier los, Leute? Ja, die wurde gerade hingerichtet, okay. Genau, und ich war so, ich war in diesem Moment so total geerdet. Ich stand so da und dachte mir so, uff, scheiße. Dass ich hatte mir so sehr viel mehr gewünscht in dem Moment und da war der Kopf einfach ab. Ja, damit muss man leider auch dann immer rechnen, wenn die Spieleleitung nicht die Fesseln in der Hand hat, dass dann, also es kann von jetzt auf gleich kann dein RP einfach zu Ende sein. Ja, beziehungsweise das war sehr, sehr plötzlich. Das war gewollt, das ist abgesprochen gewesen. Ja. Das ist, also die hat's durchgezogen. Sie ist in der Rolle geblieben, sie ist konsequent bei ihrer Rolle geblieben. Große Hochachtung von mir. Mhm. Ich war am Anfang noch ein bisschen zögerlich, weil wenn man in so eine Welt reingeschmissen wird und jeder kommt woanders her, weiß man oft nicht so, vermischt der OOC mit IC? Kann der das ab, wenn ich ihn beleidige? Oder fühlt er sich dann persönlich beleidigt? Kann der gut trennen, was ist im Spiel und was nicht? Und da mache ich mir keine Gedanken.
Ich bin also, damit schon. Sollte man nicht, aber gefallen. Es ist halt wirklich, nee, ja. Ja, ja. Aber dann tut es mir leid, wenn, also, wenn das Spiel oder wenn der Gegenüber das Spiel ernster nimmt, als es nur ein Spiel ist. Also, es gibt solche Menschen. Also, das ist ja wirklich so, die dann irgendwann das nicht mehr so gut trennen können. Vor ja, allem, dann läuft aber was ist verkehrt bei denen. Ja, aber also, das ist ja. Also ja, ich habe so eine Situation auch schon mal mitbekommen, so, aber da denke ich mir so, Alter, das ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Und wenn du da wirklich ein Problem mit hast, dann geh zur Spieleleitung, eröffne ein Ticket, stell das Problem und dann wird es so geklärt und nicht, dass es ja dann OOC dann nachher irgendwie privat noch wahrscheinlich ausgetragen wird oder so, was auch ja, völliger ja Schwachsinn ist. Ne? Also hast du aber bei Rust a Lot auch gar nicht. Dadurch, dass du nee weißt, dass es halt eben 100% RP ist und nichts anderes und du da auch diesen Zeitdruck wieder hast, wird dir nichts übel genommen, gar nichts. Ja, also, das ist auch so ein persönliches Ding von mir, das ich mitgenommen habe aus meiner Vergangenheit dann, dass ja, ich da ja, okay, so ein bisschen zögerlich bin. Mhm. Aber ich fand es so erfrischend, dass die da oben auf diesem, ich habe mir das danach auch noch angesehen, denn ich bin auch zu spät gekommen. Ich war in der Taverne und bis ich rausgewackelt war, war der Kopf ab. Hat es überhaupt jemand mitbekommen? Ja, es haben viele da gestanden. Und dann sagte sie noch, oben auf dem Schafott, aber macht aus meiner Haut auch ein schönes Kleidungsstück. Ja, stimmt. Ja. Ja, ja, ja. Also so richtig irre. Und ich habe so gefeiert. Ich habe das so gefeiert. Ich ja, sie war nicht ganz allein gewesen in ihrer Rolle. Also da nee, war ja... Also, ich habe an Tag 5, war ich mir sehr sicher... Ella wird das nicht dulden und Ella wird was tun. Und ich habe wirklich die letzten Tage nur noch hinausgezögert. Wirklich OOC, Ella vor irgendwelche Problematiken gestellt, die nicht da waren, weil ich nicht wollte, dass diese Frau ihre Rolle zu früh verliert. Ich wollte, dass die bis zum Ende da ist und das ausspielt, weil ich das so gefeiert habe. Eigentlich wäre Ella schon an Tag 5 bereit gewesen, zum König zu gehen und zu sagen, so ist es, die Frau macht das und das, was haltet ihr davon? Aber nee, Ella sagte, ja, ich weiß nicht, ob wir zum König gehen sollen, er ist wankelmütig, denkt nur daran, er hat auch die Hasslingers zu uns gelassen und die haben Untote beschworen und vielleicht mag er das ja. Und wenn er das mag, müssen wir das auch mögen, denn sonst rollen unsere Köpfe. Also ich habe mir so hanebüchene Geschichten rausgezogen, damit ich diesen Charakter weitererleben darf. Ja, und das ist, und, ja, das ist einfach, man muss ihn hochhalten, weil sie hat so eine geile Rolle gespielt. Und ja, ich wollte auf keinen Fall, dass die zu früh gehen muss und dann vielleicht einen neuen Charakter bauen muss. Richtig, das ist genau das, was ich, also ich habe immer nur Stress gemacht, damit sie sozusagen ihre gerechte Strafe bekommt, was für mich halt diese klassische Viertelstunde im Knast war. Und danach alles gut, weil genau das, was jetzt passiert ist, wollte ich nämlich eben nicht, dass sie diese Rolle verliert. Dass die am Ende hingerichtet wurde, war ich auch so scheiße. Das ist eigentlich überhaupt das, was ich nicht wollte, weil ich eigentlich wollte, dass man sozusagen ein bisschen RP hat. Dann steckt man sie da an den Pranger mal für eine Runde. Dann schmeißt man sie mit Handschuhen ab oder was auch immer, die sie ausgegeben hat. Und dann ist dieses Ding für mich, wäre das durch gewesen. Dass sie da am Ende dann per Schwertstreich den Hals verliert, habe ich nie erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau. Das hat sie ja so gewollt, ne? Also das ist alles... Es ist alles abgeschlossen, immer. Ja. Das ist richtig. Aber ich meine, ich war auch so total erschrocken, als hier der Obstbauer, der Alricus, gestorben ist, bloß weil er mit dem gleichen Haus in der Prinzessin war. Ich meine, es waren zwei Stadtwachen, die gestorben sind und halt ein RP-Charakter. Und die waren dann einfach weg. Und ich dachte so, huch, dass der Tag begann damit, dass drei Leute ihren RP-Charakter verloren haben. Wo ich dachte so, oh, huch, na, zum Glück war ich da nicht dabei. Ja, das hat auch eine gewisse Dynamik mitgenommen mit der Übernachtung bei der Prinzessin. Oh ja. Das war ja nachher alles, das war ja eine komplette Würstchenparty gewesen danachher. Yep. Und da hatte dann der König dann gesagt, nö, ja, nee, das wollen wir mal ein bisschen unterbinden. Also einfach auch, das war auch danach, nachdem er gesagt hat, dass dieses Teabagging scheiße war, zu gut Deutsch. Danach hat er dann auch angefangen zu sagen, hier übernachtet jetzt keiner mehr bei der Prinzessin. Um da halt eben dieses Sex-Ding da so ein bisschen mit rauszunehmen nochmal, damit das alles so ein bisschen humaner läuft. Also ganz rausnehmen kannst du es wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Er ja, probiert du kannst halt sein Bestes, eben ne? Unterbinden, ja. Naja, also. Wobei ich auch, also ich mach schon einen Unterschied.
wenn einer nackt ist, anstatt 14 Leute, ne? Weil ich finde das auch ein bisschen schwierig, da die Balance zu halten dann, weil ich habe mal, kurz danach habe ich mal bei ihr, also bei der Prinzessin, so ein bisschen vorbeigeguckt im Stream. Und da war es halt so, dass sie das halt aus ihrer Sicht so erzählt hat und sie hat sich halt so ein bisschen drüber, also nicht geärgert, aber sie fand es halt ein bisschen schade, dass es dann irgendwo dieses sogenannte Powerplay halt auch gab, so von wegen, der König entscheidet jetzt das und das passiert halt. Also von wegen, dass da halt keiner dann so wirklich Mitspracherecht mehr hat. Ja, aber das ist kein Power-LP. König ja, ist halt auch sie hat es halt so genannt, aber ja. Genau, es ja, ist halt, ja, es ja, ist halt schwierig, weil er spielt ja einen Charakter und ist gleichzeitig halt aber auch SL und organisiert das Ganze ja auch irgendwo. Naja, selbst wenn er nicht SL wäre, als König, wenn du als König sagst, die Leute werden hingerichtet, dann werden die einfach hingerichtet. Das wird nicht hinterfragt, gar nichts. Also das ist es halt, das ist es halt. Ja, genau. Das ist so wie mit der Stadtwache, wo viele auch meinen, das ist aber Power-RP, wenn sie mir die Waffen wegnehmen. Nee, das ist die Rolle, das ist kein Power-RP. Genau, also das ist Teil von der Rolle einfach, genau. Ja, also das, also, ja, okay, dass man das selber als Charakter so sieht, dass es Power-RP sein kann oder ist, ja, aber im Grunde genommen ist es das nicht. Irgendwo ist es das, aber es ist halt Teil der Rolle. Also es gehört halt quasi zur Rolle mit dazu. Ja. Du als König musst halt sagen, so wird das jetzt gemacht und dann wird es halt gemacht. Ne? Und ich finde, er ist halt da. Also sehen, es ist sein Projekt, es ist sein Baby. Richtig. Und er entscheidet, wie es läuft. Und ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass er übertreiben würde oder so. Nein, tut er auch nicht. Also er erlaubt ja, er erlaubt ja wirklich vieles. Der König macht nur gute Sachen. So ein Sack Flöhe halt auch irgendwie hüten. Ne? Also ich kann das schon total nachvollziehen. Nee. Also ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie ein größeres Projekt am Laufen hatte, weiß, was das für ein Stress ist. Oh, ja. Und wie man seelisch-mental abbaut irgendwann. Und das merkt man bei ihm gar nicht. Also ich finde, das macht er richtig toll. Versuch mal, ein Rennspiel zu organisieren mit, ich sag mal, 16 Leuten oder so. Da musst du da auch, das ist auch wie ein Flaksöhe, genau. Klar. Wie ein Sack Flöhe. Ja. Vor allem ist es ja nicht, es ist ja nicht nur so, dass er halt wie viele waren wir, 130 Leute oder so versammelt und dass sie dann auch wirklich da sind. Es ist ja auch die ganze Vorbereitung und die ganzen Finanzierungsangelegenheiten und so. Da ist ja so ein riesiger Schwanz dahinter quasi, was da alles mitgezogen werden muss. Ja. Und zusätzlich wenn dann tatsächlich Sponsoren mit reinkommen, ist es nochmal anders. Ja. Das sieht ja halt eben komisch aus, wenn jetzt Löwenanteil dazuguckt und sie sehen durchgehend irgendwelche Orgien oder so. Das ist halt auch so ein Ding, ja. Stimmt. Ja. Da muss man halt eben auch mit bisschen Sinn und Verstand rein. Also Pipi Kaka beibehalten, ja, aber das war, glaube ich, jetzt in der dritten Staffel tatsächlich, hat das an der einen oder anderen Stelle Überhand genommen. Wie zum Beispiel das Teabaggen, ne? Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass halt alles viel intensiver nochmal war. Jeder wollte nochmal sehr sein Ding durchbringen. Das stimmt gar nicht, das will ich gar nicht so sagen, aber es ist halt sehr viel um solche Dinge gewesen, wo halt sehr... Ich schnippe ein paar Alemau, ohne Scheiß. Was? Ich spreche kein Deutsch, sage ich auf Französisch, weil ich mich gerade überlegen muss, was ich sagen will. Schöne Papa. Also, dass halt sehr viele Dinge so sehr eine große Spitze bekommen haben, sage ich mal. Es ist sehr intensiv gewesen, so einzelne Dinge. Ich hatte das Gefühl, es gab genauso viel in der zweiten Staffel, aber das jetzt war alles krasser. Und das ist halt wirklich sehr weit gekommen. Weil zum Beispiel diese Würstchenparty bei der Königin, die gab es letztes Jahr auch schon. Das, oder andere Sachen. Das ist ja letztes Jahr genauso gewesen, dass die Königin, sage ich, die Prinzessin. Aber mehr jetzt, also mit mehr Leuten. Genau, und jetzt, wie gesagt, finde ich auch sehr interessante Aussage, weil ich habe wirklich ich habe oft das Gegenteil irgendwie gehört, dass es irgendwie im Vorjahr schlimmer war und dass es dieses Jahr besser war. Und ich aber als Spieler habe das irgendwie als schon teilweise sehr krass empfunden und dachte mir dann so, ey, wie krass war das denn damals dann im letzten Jahr? So, nee, also es ist also von diesem Humor her war es gleich, aber ich würde auch sagen, es intensiver. Gab mehr, aber es war nicht, nee, genau andersrum, ich würde sagen, es gab mehr, aber es gab weniger so starke, intensive Dinge, so starke Spitzen, so starke Übertreibungen und sowas. Bei der 2. Bei der... Also die... Die 2 fand ich, warte, pass auf, also die zweite Staffel war auch schon mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, hätte ich fast gesagt, durchzogen. Bei der dritten
war das Level gleich, aber in dem Moment, wo was passiert ist, wie zum Beispiel das Teabaggen, sind nicht zwei Leute da gewesen, sondern... Oh, mein Internet spielt ab. Ein bisschen leckste. Ja. Hört ihr mich noch? Aber... Ja. Man hört dich noch. Ich gucke, ich warte einen kleinen Augenblick. Jetzt müsste das eigentlich wieder gut sein. Ja, ja, wir hören dich wieder. In dem Moment, wo denn was passiert, sind nicht zwei Leute, sondern 20 Leute. Ja, wir meinen das Gleiche. Viel mehr dann drauf eingehen. Mhm. Ja, okay. Mhm. Weil wir meinen das Gleiche. In der zweiten Staffel hat das ja funktioniert und man kann das ja in der dritten Staffel dann mal mitmachen. Weil in der zweiten Staffel hat man sich noch so, gerade außenstehende, kleinere Leute haben sich zurückgehalten. Und jetzt hat man sich so gesagt, scheiß drauf, in der zweiten Staffel gab es keinen Ärger, kein gar nichts, alles gut. Und in der dritten Staffel gehen wir jetzt mit rauf. Also vom Level her gleich, aber wenn was passiert, dann richtig viel mehr involviert. Genau. Ja. Das ist, und das ist dann auch schon. Ja. Ja. Und das ist das Problem, das negative Problem das ist das Problem an der dritten Staffel gewesen, mit dem, dass jeder sein eigenes RP machen konnte. Ja. So ging es ja in viel, viel weitere Richtungen. Richtig. Das hast du bei der zweiten Staffel nicht gehabt, weil da gab's einen Faden und da hatten die Leute viel mehr zu tun, um die ganzen Quests bzw. den Faden aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich glaub, das da ist so ein halt Punkt, der erklärt das, glaube ich, ganz gut, was sich da entwickelt hat teilweise, weil ich hatte dann so den Eindruck, dass irgendwann bei manchen so ein bisschen, ich sag jetzt mal ganz doof so als Streamer ausgedrückt, der Content zu Ende war, dass die vielleicht ihre Story dann schon abgeschlossen hatten oder so. Und dann haben sie halt irgendwie probiert, nochmal so gegen Ende halt irgendwie eins oben drauf zu packen und entertaining zu sein. Und dann ist die Hose halt mal plötzlich gefallen und dann ging es irgendwie los mit so Kram. Und irgendwie, also teilweise gab es dann halt quasi nur noch, dass der Charakter dann irgendwie ankam als dann doch sehr ernster Typ. Genau. Und später war es dann irgendwie dann doch so, dass eigentlich nur noch Pimmel gezeigt wurde und so. Und dann, das fand ich dann halt so ein bisschen schade. Und ich glaube, das hat sich bei manchen dann einfach so ergeben, so von wegen, ich kann mir das halt sehr gut vorstellen, gerade so bei etwas größeren Streamern halt, dass die dann halt irgendwann dachten, ja, die müssen jetzt halt ihren Stream halt unterhalten. Quasi, die müssen jetzt irgendwas nochmal so oben drauf packen und immer weiter nach oben und dann endest du halt irgendwann so mit dem extremen Pipi-Kaka-Humor. Also du darfst halt nicht enden. Du darfst deinen Charakter halt nicht darauf aufbauen. Wenn das mal ab und zu passiert, dann ist es lustig. Absolut. Aber wenn es wirklich nur noch das Einzige ist, was du tust irgendwann, dann. Nee. Na gut, man muss auch fairerweise sagen, wir hatten in Rustalot 2 Leute, die aus dem Wald Pilze gesammelt haben und auf dem Markt nichts mehr gekauft hatten. Und dann war es so, dass die SL gesagt hat, wir machen da jetzt mal ein bisschen Zauberei. Und alle, die Pilze gefuttert haben, haben am nächsten Tag Dünnpfiff gehabt. Und das Ding hat sich gestackt. Und ich war bestimmt 20 Minuten am Scheißen. Bestimmt 20 Minuten. Boah, was? Dann standen Leute vor meinem Marktstand und haben da hingeschissen. Und ich dachte erst, boah, was für ein blödes Spiel machen die denn gerade? Also ich war im ersten Moment war ich so ein bisschen offended. Ne? So, warum stellt er sich jetzt vor Ellas Marktstand und kackt da hin? Das ist ja eklig. Dann habe ich das auch so gespielt. Ja, geh weg von meinem Stand, ihr vertreibt mir ja die Kunden. Das stinkt. Habt ihr die so weggescheucht? Und die, Entschuldigung, Frau Ella. Und alle sind dann so weggelaufen. Dann habe ich erst später kapiert, okay, die können gar nichts für. Die haben Pilze gegessen und wissen nichts davon. Du bist gegangen. Man kriegt das ja auch, als Spieler kriegst du es nicht mit, oder? Wenn du einen Stuhl machen musst. Du kriegst es mit in dem Moment, wo du nicht mehr laufen kannst, sondern in eine sitzende Position und dann hörst du nur und dann war es das. Mir ist das, glaube ich, in der kompletten Woche ist mir das nur einmal passiert und da war ich glücklicherweise sowieso gerade unterwegs im Wald oder so. Das Gleiche bei mir. Es war mir dann trotzdem peinlich irgendwie und ich dachte so, oh scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Aber das musst du dir vorstellen, das war bei der zweiten Staffel viel intensiver. Und du hast dann, um dich satt zu fressen, von so einem Pilz wärst du ja nicht satt. Und zum Sattfressen hast du dir halt eben 100 von den Dingern reingeballert. Und das hat sich gestackt. Du hast nachher zu Hochzeiten, also zumindest bei mir war es so, du bist zwei Schritte gegangen. Und dann konntest du dich nicht mehr bewegen, weil erstmal gekackt werden musste. Und der gesamte Marktplatz war voller Scheiße. Da kam ja auch wirklich Kacke raus. Und es ging gar nichts mehr. Das war die erste Stunde an dem Tag,
haben wir alle verbracht mit Scheißen und mit Lachen und wir sind so aus der Rolle gefallen und es war grandios gewesen. Jeder hatte ein tomatenrotes Gesicht und konnte nicht mehr sprechen vor Lachen. Ja, und die Spieleleitung wusste nicht zu dem Zeitpunkt, dass sich das gesteckt hat. Also die haben den Zauber gemacht und haben das programmiert und jo, läuft alles. Die haben aber nicht damit gerechnet, dass die Leute das total übertreiben und sich satt fressen mit den Pilzen und dadurch das alles hochsteckt. Ne? Es ist brutal gewesen. Super. Ich glaube, am längsten gekackt in Staffel 2 hat EdoP. Der hat richtig einen reingehauen. Der hat die ganze Wache voll gekackt, weil dann die Wächter ihn vom Hof quasi geschnappt haben und gesagt haben, ey Junge, wenn du hier so rumkackst, dann wirst du jetzt eingebucht. Ich glaube, der hat die ganze Wache voll gekackt. Ja, also das ist grandios gewesen, grandios. Und deswegen, um das dann zu unterbinden, weil halt eben die Marktleute dann nachher nur noch rumstanden, weil warum soll ich für was bezahlen, wenn ich das im Wald umsonst kriege, haben die da dann lieben Zauber gewirkt. Und das war grandios. Und deswegen war es in der dritten Staffel, war der Marktplatz ein bisschen mehr belebt als in der zweiten. Weil du halt eben wieder hingehen musstest, weil du essen wolltest oder trinken wolltest. Mhm. Das ist, es war witzig. Also das stand war halt grandios. Auch durch dieses Skript unter einem Pipi-Kaka-Stern. Also es ging nicht anders. Es war zu auffallend. Es hat jeder gesehen, jeder hat es mitbekommen. Und danach hast du das aber auch nachher nicht mehr gemacht. Du wusstest, okay, wenn du jetzt einen Pilz frisst, dann ist vorbei. Dann bewegst du dich die nächste Zeit nicht mehr, kannst gar nichts machen. Und du wirst von allen Leuten auch gehasst in dem Moment. Also aus Fehlern wird man klug. Gehasst. Ja. Was? Aus Fehlern wird man klug. Genau. Und deswegen hast du das nachher nicht mehr gemacht. Also ich hatte natürlich immer ein paar Pilze noch da gehabt zum Feierabend hin. Und dann haben meine Meister und ich uns noch die Pilze reingeballert und haben wie kleine Kinder haben uns einfach totgelacht, weil es halt eben funktioniert hat. Ne? Es war also grandios. Es war grandios gewesen. Aber am nächsten Tag, wenn du das am nächsten Tag gemacht hast, war es schon wieder nicht mehr so witzig. Ja. Du hast ja auch Fragezeichen selber über dem Kopf gehabt. Du wusstest ja gar nicht, was passiert. Genau. Ist die Spieleleitung gerade in deinem Charakter drin oder ist dein Game gecrashed? Was passiert? Also das war super genial gewesen. Aber das haben die, glaube ich, auch bei jetzt bei der Staffel, die Pilze haben sie ja auch verzaubert, aber ja nicht so doll mehr. Mhm. Nicht mehr so doll. Aber ich habe auch, ich glaube, nur 2 Pilze gefressen und dann war es das auch, weil ich zu doll Angst hatte, dass es wieder so ekelhaft viel wurde. Ich meine, da gut davon ab... Ja? Ja, red noch fertig. Davon abgesehen hatte ich ja sowieso nachher mehr als genug Essen und Trinken dabei. Also von daher brauchte ich auch keine Pilze mehr. Ich fand das so geil. Dureal. Als du den Pilz genommen hast und hast ihn mir dem königlichen Pferd gegeben. Oh. Dureal erzählt, ja, es gibt hier eine Queste und ich will auf die eine Queste gehen und da soll man magische Pilze finden und das wird wunderbar. Und ja, Ella sagt ja, dann geh mal, junger Mann, ne? Stoß dir die Hörner ab, geh raus in die Welt. Und dann liegen irgendwann Pilze. Sie sagt noch, nur bring mir die Pilze nicht hier in die Kisten, wenn die magisch sind, man weiß ja nie, was passiert. Irgendwann liegen da Pilze in der Kiste. Ich dachte, oh, gibt es jetzt wieder Pilze zu verkaufen? Gut. Erst habe ich ein paar verkauft. Dann kam der König und sagt, füttert mein Pferd. Und ich, oh mein Gott, der König. Und dann, ich habe alles in die Tasche gepackt, auch Pilze. Und dann kommt Dureal, aber Frau Ella, ihr könnt doch nicht die Pilze. Ich so, was ist mit den Pilzen? Also, ja, scheiße. Gar nichts. Hattet ihr das? Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Wir hatten in der Schmiede hatten wir auch ein Fass mit Äpfel. Da waren Äpfel drin. Ich glaube, das war ein 40er-Stack oder 20er-Stack, keine Ahnung. Das Problem war ja, wenn du einen Apfel genommen hast, konntest du ja die dann nicht wieder stacken. Und wenn du den verkehrt genommen hast, sind dir die ganzen Dinger dir ja um die Ohren geflogen. Ich freue mich, im Nachhinein gesehen zu haben, dass das noch viel mehr Leuten passiert ist als nur mir. Das ist auch so übel geworden. Du hast einen 100er Stack Fische, den hat Celia versucht in ihren Inventar aufzunehmen und dann machte das einfach nur noch Quatsch. Und dann lagen dort 100 Fische hinterm Stand. Die mussten wir alle wieder aufsammeln, einzelne. Und das Problem ist ja, in dem Moment hakt das Spiel ja dann auch ein bisschen, ne? Weil erstmal kurz alles geladen werden muss. Ja, es ist kurz so ein Lag und dann plötzlich siehst du diesen Schlamassel vor dir und denkst dir nur so, scheiße. Gab ein oder andere Clip gab es da auch vom Hubi.
wie er da beim Fleisch beigehen wollte und dann lag auf einmal alles rum, seine Kisten waren schon voll und dann hat er das Fleisch einfach verschenkt, damit das weg ist. Mm. Ja, bei uns ist das mit Kartoffeln passiert, direkt am ersten Tag. So haben sich Ella und ich quasi kennengelernt, oder? Das war so, genau. Ja, genau. Ich komme zum Marktstand, so. Da steht ein Wildschwein hinterm Marktstand. Mein neuer Lehrling, man will so begrüßen und sich kennenlernen. Und dann fliegen diese Hunderten von Kartoffeln durch die Gegend. Die denken, oh mein Gott, was passiert? Das war die Wildsau! Das war so gut improvisiert in dem Moment, ey. Ich habe das wirklich in dem Moment auch nicht gerafft, weil ich wusste nicht, ob ich irgendwie was falsch gemacht habe oder ob dann doch irgendwie das Wildschwein irgendwas getan haben soll, weil es halt ein NPC ist quasi, dass da irgendwas passiert ist oder so. Im Nachhinein wurde mir dann erst klar, dass ich das halt mit dem Stack irgendwie verkackt habe und dass dadurch halt die ganzen Kartoffeln rausgeflogen sind und dass das dann so improvisiert wurde, dass die Wildsau quasi an den Stand gelaufen ist und hat da irgendwie dann die Kartoffeln so angerempelt und die sind alle runtergeschmissen. Ich fand das so genial improvisiert in dem Moment. Richtig schön. Richtig daher gut. Auch das, dein Hintergrundbild, ne? Genau. Ich hätte sogar auch noch eine Frage an euch schlussendlich. Wahrscheinlich hauptsächlich an die anderen, die Leute, die das zweite Staffel mit dabei waren. Genauso auch an dich, Dorial, eigentlich. Weil wie war denn eigentlich euer Aufregungslevel, sag ich mal? Ich hatte es manchmal, dass... ich meine, ich bin ja in meiner kleinen Bubble jetzt nicht so groß. Ich habe jetzt nicht so oft, sage ich mal, so mehrere tausend Leute, die mir zuhören oder sowas. Offensichtlich. und ich hatte es manchmal, dann sehe ich dann halt, keine Ahnung, ein Shark ist vor mir. Oder ich sehe, keine Ahnung, irgendeiner dieser Leute vor sich, wo ich weiß, die haben jetzt mehrere tausend Leute hinter sich. Und dann habe ich manchmal das Mikrofon aufgemacht und irgendwas gesagt und ich spürte dann so meinen Puls bei der 110. Oder so diese Situation, diese ähnliche Situation wie bei diesem Gedicht vorlesen, wo ich weiß, ich spreche jetzt vor 50.000 Menschen gerade. Oder 20 bis 50k, was wir da an Zuschauern hatten. Ich meine, ich bin das gewöhnt. Ich habe jetzt nur schon das ein oder andere Konzert gespielt vor knapp, keine Ahnung, 100 bis 500 Leuten, je nachdem, welches Konzert das gerade war. Das heißt, ich bin das vom Prinzip her gewöhnt, sozusagen, zu performen vor vielen Menschen. Das kann ich, das ist was geht, aber wenn ich dann diesen Gedanken habe, okay, das ist jetzt sozusagen nicht nur die Musik, die ich mache, für die Leute da sind, und das sind halt mehrere hundert Leute, die mir zuhören, sondern das ist jetzt sozusagen das, was ich als Rolle mache, und das sind halt nicht nur 500 Leute oder 1000 Leute, was ich irgendwie vor mir schon mal hatte, sondern 20.000 bis 50.000 Leute, da habe ich manchmal schon ein bisschen das gemerkt, so, hoi, da ist doch schon was in mir. Die Frage zielt jetzt darauf ab, bei mir war das jetzt in der zweiten Staffel viel entspannter. Ich weiß nicht, ob das war einfach, weil ich weiß, okay, ich habe das jetzt einfach schon mal gemacht, aber ich hatte diesen Punkt überhaupt nicht mehr. Dass ich irgendwie jedes Mal drüber nachgedacht habe, okay, da sind jetzt viele Leute. Das einzige Mal, wo ich drüber nachgedacht habe, ist, als ich so völlig in der Duselei den Push-to-Talk-Button gedrückt habe, um in meinem Chat zu sprechen. Das heißt, ich stand da in irgendeiner Gruppe mit 7 Leuten. Yo, Jack, danke für den Sub. Und dann ist mir aufgefallen, dann sehe ich so auf dem Bildschirm dieses Mikrofonsymbol wieder zugeht. Ich bin so, scheiße, bist du blöd. Das ist mir in Staffel 2 auch passiert. Aber das passiert. Und die Leute, die drumherum sind, die gucken dich dann an. Wieso? Wer ist denn jetzt Abo? Und was war das für genau, wer ist denn dieser Chat? Ja. Können wir doch nee, bei Neuro war es ja cool. Da haben wir alle gesagt, ja, Jake, danke schön. Alle mitgemacht. Also Staffel 2 war ich auch aufgeregt, weil ich nicht wusste, was kommt auf mich zu und wie kommt dein Charakter bei den anderen an? Mhm. Bei den 1000 Leuten, die dann zugucken, wenn auf einmal ein Shaggis vor dir steht oder ein Razortainment oder ein Toro oder was, keine Ahnung, ne? Ja. Jetzt bei der dritten Staffel war mir das völlig scheißegal. Also, weil die Leute, die wollen halt eben RP machen und dann ist das egal. Ja, das stimmt. Also dritte Staffel jetzt war das viel entspannter und du hast dann auch anders reagiert und besser reagiert als beim ersten Mal, weil du keine Hemmung mehr hattest. Wobei ich glaube tatsächlich, dass ich das einigermaßen trennen konnte. Also ich hatte Puls dabei, konnte aber genauso reagieren. Der Unterschied war für mich tatsächlich der Puls in dem Moment, dass ich halt für, sag ich mal, stärkere Entscheidungen halt nicht mehr so sehr viel körperliche Reaktion selber hatte. Ich glaube gar nicht, dass ich anders reagiert habe schlussendlich, weil ich diese Rolle sozusagen doch mehr als Rolle gesehen habe in dem Moment. Aber für mich war es halt wirklich dieser große Punkt des, was dann losging, ja. Mhm.
Also bei mir war es ähnlich. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht zu Rustlord 2. Hatte große Angst, sage ich jetzt mal. Das meiste an Zuschauern, das ich hatte, sind so 700 Leute vom Theater gewesen. Aber da bist du ja auch nicht so im Mittelpunkt, weil du bist Statist. Also ich war Statist zu der Zeit. Das heißt, du bist zwar auf der Bühne, wirst aber eher so als Hintergrund wahrgenommen. Es ist alles jetzt nicht so tragisch. Und was bei mir wichtig ist, ich muss in einer Rolle sein, denn wenn ich das nicht bin, fürchte ich mich total. Ich habe bei Rustlord 2 richtig Schiss gehabt vor den großen Entertainern, zum Beispiel vor so einem Nils Bomhoff. Ich gedacht habe, der redet mich doch in Grund und Boden. Ich werde sowas von untergehen, denn ich bin kein Entertainer. Ich bin Rollenspieler, ich bin schauspielerisch gerne unterwegs. Ich mache gerne Shows so in einem Setting, aber ich bin kein Entertainer. Nie und nimmer. Ich versuche eher so authentisch eine Rolle zu verkörpern. Und dachte halt, ich gehe da total unter. Und ich habe auch sehr viel gehadert und habe gedacht, mein Charakter ist langweilig. Er ist so langweilig. Oh mein Gott, die sind alle so lustig und ich bin so langweilig. Bis ich zu einem Punkt kam und mir gesagt habe, nein, ich bin die Welt. Ich bin die Welt, ich bin das Gesetzte, ich bin das der Ruhepol. Ich bin einfach Ella und ich werde Ella bleiben. Ja, und das tat so gut. Ja, Ella hat mich hochgehalten. Also ich war zitterig in Rustlord 2. Ich habe geschaut, wie es auf dem Nils Baumhoff-Kanal aussieht, wie die Leute auf mich reagieren. Ich habe so quasi so hinter vorgehaltener Hand so durch die Fingerspitzen geguckt, was der Chat gerade schreibt, ob die irgendwie blöd sind zu mir, weil die denken, was ist denn das für eine olle Alte? Wie spielt die denn? Ist doch scheiße oder so. Ich habe alles Mögliche erwartet. Aber die waren alle so lieb und so süß. Und Teil 3, keinen Gedanken mehr daran verschwendet. Nada, nichts. Ich hatte bei Rustlord 2 zum Beispiel mitgekriegt, dass Nils Probleme hatte mit dem Mikrofon. Da hatte er noch mich angesprochen, ob er irgendwie komisch klingt. Hab dann ja nachgeguckt, hatte dann gesehen, okay, der ist selber gerade am Schwitzen, weil er will, dass es funktioniert im Stream. Wir sitzen alle in einem Boot, wir spielen ja hier einfach, wir haben Spaß, ey, komm jetzt runter. Und das hat in Rustlord 3 prima geklappt. Ich war total gesetzt, hatte richtig Bock drauf, die Leute wiederzusehen. Also ich habe mich unheimlich auf euch gefreut, die ich schon kannte. Hab mich auch unheimlich auf die neuen Spieler gefreut und dachte, oh geil, hast jetzt einen Lehrling, hast noch mehr Interaktion hinterm Stand, zwei Leute, die sich dann so Geschichten austauschen können, verschiedene Erfahrungen, dein Horizont vergrößert sich gerade. Das ist richtig toll. Ja, und das habe ich gelebt. Und ich habe bei keinem mehr geguckt, ob irgendwer was Doofes gesagt hat oder so. Super. Wie war's ja, für witzigerweise, dich, witzigerweise ist es bei mir fast genauso gewesen jetzt. Also ich war ja das erste Mal dabei. Und im Vorfeld, ich glaube, was mir halt viel geholfen hat, ist halt, dass ich sowieso halt schon sehr lange streame einfach und dadurch halt so ein bisschen auch natürlich dran gewöhnt bin, dass mir Leute quasi zugucken. Und ich war halt super nervös am Anfang, weil ich zum ersten Mal dabei war und man weiß ja nicht, wie reagieren die Leute auf dich, wie reagieren die Leute auf deine Rolle. Und hat genau auch diese Denkweise so von wegen, oh, da sind so viele große Leute jetzt auch dabei, mit was weiß ich, wie viele 100 oder 1000 Zuschauer. Und ich habe mir da natürlich erstmal sehr, sehr viele Gedanken gemacht und oh Gott, hoffentlich funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle und so. Und was dann aber halt sehr cool war, was mir schnell aufgefallen ist, ist, dass ich dann, sobald ich aber im Spiel war und dann wirklich auch so einfach quasi die Welt so quasi aus diesen Augen des Charakters gesehen habe, ich war dann so immersed einfach, dass ich darüber gar nicht mehr nachgedacht habe. Also ich habe dann wirklich einfach nur, ich habe dann nicht mehr so als Streamer Dureal gedacht, sondern als Spielfigur Dureal und war dann einfach so in meiner Rolle, dass ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe, wie viele Leute jetzt hier dem König Schackes zugucken oder wie viele Leute halt jetzt wem anders zugucken oder wie wenig, komplett egal, weil da ist dann einfach eine Figur halt vor mir, mit der ich interagiere und das war's dann auch. Und dementsprechend, je länger die Woche ging, desto entspannter wurde ich einfach auch. Und ja, also die Ängste waren so am Ende auch komplett weg. Und auch so Sachen wie dieses komische Liebesevent,
wo dann jeder philosophiert hat, was genau die Liebe eigentlich ist und so, da hätte man sich eigentlich auch voll in die Hose scheißen können, weil du redest da vor keine Ahnung wie vielen Leuten halt über die Liebe, so. Was ist Liebe? Keine Ahnung, weiß ich immer noch nicht. Aber dadurch, dass es halt auch so ein Punkt war, wo ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe versucht, mit ChatGPT zu machen, es hat nicht wirklich funktioniert. Ich habe dann am Ende das meiste selber gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, du liest jetzt was vor. Und ich hab vorher überlegt, okay, was machst du? Weil ich dachte mir, die meisten Leute werden da hinkommen und hauen da irgendein so ein witziges Ding raus, sag ich mal. Die nehmen das nicht ernst, was ja auch vollkommen okay ist, weil das ist natürlich so ein Event, das musst du auch nicht unbedingt ernst nehmen. Ja, und hauen da so ein Ding raus. Und ich dachte mir, doch, eigentlich würde ich auch hier gerne wieder diesen Gegenpol machen und tatsächlich eine der Eingebungen machen, die tatsächlich, sag ich mal, ein bisschen ernst gemeinter sind. Und dann dachte ich mir, dann stand ich dort und dachte mir so, du bist jetzt der einzige Pleb, der jetzt hier tatsächlich 3 Strophen von einem kreativen Ding macht, was ernst gemeint ist. Also mit dem Unterschied, es gab so viele, so geile kreative Dinge. Ich habe mich bei manchen Dingen so gefreut, wo ich dachte so, boah, da ist so viel Zeug hinter und sehr viel, das war witzig. Und aber diese Leute, die das halt so richtig so ernst gemeint haben, die waren ja beide eine Unterzahl. Und dann stand ich da und dachte mir so, okay, ich deklamiere. Und dann ging's los. Das war tatsächlich der einzige Moment in Staffel 3, wo ich es hatte. Ich finde das cool, dass du da so innerhalb dieser einen Woche da eigentlich auf diesen Stand gekommen bist, wo ich halt so ein bisschen länger für gebraucht habe. Ja. Da habe ich auch definitiv länger für gebraucht. Und ich hatte diesmal ein Hilfsmittel. Ich habe mir eine Google übergeworfen, die ich sonst für so Mittelalter-RP für LARP und so benutze. Und dadurch, dass ich etwas an mir getragen habe, was ich sonst nicht trage, auch wenn Ella sowas jetzt nicht trägt, hatte ich das Gefühl, ich bin in einer Rolle. Also ich brauchte so dieses schwere Leder über den Schultern, um mich daran zu erinnern, ich mache hier Rollenspiel. Ist auch ein guter Trick. Ja, aber ich hatte da auch definitiv gute Unterstützung durch euch halt. So. Ich habe mich halt direkt irgendwie wohlgefühlt. Also ich hatte halt direkt so den Eindruck, ich gehöre da irgendwie dazu halt. Das war halt auch, das war viel wert einfach. Ja, der Marktplatz, der Punkt, wo ich immerhin zurückkommen kann, wenn ich irgendwas mache, was vielleicht mal nicht funktioniert hat oder was nicht so richtig ankam oder so, ich konnte immer auf diesen Ruhepol zurückkommen und das hat mir dieses gesamte Ding auch so entspannt, weil ich wusste, ich habe immer irgendwo einen Punkt, wo mir jemand zuhört, wo ich was erfahre, wo ich Spaß haben kann. Das war richtig geil. Genau so war es halt, wirklich so eine Art, so eine Art Hub einfach. Ob du jetzt irgendwie gerade im Schloss warst, bei irgendeiner Veranstaltung, kamst dann zurück auf den Markt, hast dich erstmal drüber ausgelassen, wie doof der Adel ist oder so. Oder du warst halt irgendwie unterwegs auf dem Abenteuer, kommst zurück auf den Markt, erzählst erstmal davon und kriegst dann währenddessen schon wieder neue Informationen fürs nächste Abenteuer mit. Mhm. Der Markt war halt immer, keine Ahnung, da gehst du halt hin und es passiert Schlag irgendwas. Schlag auf Schlag, ja. Ja. Das habe ich aber auch wirklich geliebt am Markt. Also das ist das, was ich auch am Anfang, als wir uns kurz vor dem Projekt nochmal kurz getroffen haben, hatten wir sie auch gesagt, brauchst am Markt keine Angst haben, dass du was nicht mitbekommst, weil es immer am Markt ist, wenn was Großes steigt. Ja, ich fand es auch richtig schön für Ella als Charakter, als sie diesen Abend hatte, wo der schwarze Ritter sehr nah an sie musste leider nach 2 oder 3 Tagen musste der weg. Und Celia dann raus ist und wollte die Stadtwachen rufen und die Stadtwachen kamen nicht und haben gesagt, wir sind außer Dienst. Und dann kam sie ja rein und hat vor versammelter Mannschaft erzählt, Ella, ich wollte die Stadtwachen rufen, die kommen nicht, die wollen dir nicht helfen, die sind außer Dienst. Stadtwachen, ey. Ja, und plötzlich alle Händler stehen rum, ja, das geht ja nicht. Wenn jemand der Frau Ella irgendwas tun mal kurz will, dann muss doch hier was passieren. Nein, so geht das nicht. Und diesen Stand mitzukriegen, den Ella da hat plötzlich durch so eine Gefahrensituation, die jetzt nicht wirklich gefährlich war, das war so schön für den Charakter. Einfach, ach wie süß, guck mal, die kümmern sich jetzt alle um die alte Frau. Das fand ich jetzt so schön. Richtig toll. Ich erinnere mich daran auch, das war cool. Aber du bist irgendwie auch in dieser Situation als Ruhepol so komplett sozusagen, also im Vergleich sozusagen, deine Rolle strahlt auch so, also die strahlt im Sinne von, die glitzert. Du hast damit irgendwas geschafft, irgendwie jeder kennt dich, jeder weiß, wo du bist und wer du bist, das ist so geil, weil ich auch selber nicht erwartet hatte, dass das auf diese Art und Weise so passiert. Ich auch nicht. Absolut nicht. Also ich habe auch Ella als grundguten Menschen so erdacht. Die mag auch nicht alles und die wird auch ihre Meinung sagen, aber sie ist eigentlich ein herzensguter Mensch. Von daher, die ist nicht böse, die will keinem was böse, die versucht auch immer noch irgendwie die andere Seite zu sehen, außer bei einer Schneiderin, die mit Menschenhaut schneidert.
Beim Schwarzen Ritter konnte sie es aber noch. Wo dann irgendwann so rauskam, ja gut, eigentlich macht er ja nichts. Aber er hatte einfach nur Pech mit dem Aussehen. Und Pech mit der Stimme. Und so hat sie das dann und halt auch irgendwie mit dem Schwert. Versucht. Ja, Pech mit Schwert und Pfeilen. Es war schwierig, nachdem Nero angegriffen wurde von ihm. Dem noch was Gutes. Darum hat sie auch, wenn Durial gesagt hat, Frau Edda, der ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe das leider gar nicht mitbekommen. Als der Schwarze Ritter gesagt hat, also ich rede so drüber, wie der Stand war von Ella und dass alle sich so für sie eingesetzt haben. Und als Durial kam und sagte, aber Frau Ella, der Schwarze Ritter ist doch gar nicht so schlimm, da wollte ich dir gerne zustimmen, konnte aber nicht mehr, weil das mit Nero passiert war, dass der den angegriffen hatte. Das war auch was total Blödes in dem Moment. Ich sollte... Nee, du bist... Genau, es war der erste Abend, wo er da war. Und der Schwarze Ritter kam zum Stand. Und du hast als Ella dann erstmal einen Abflug gemacht und hast mich vorgeschickt. Ich soll doch bitte... 10 Kürbisse. Ja, und dann passierte es aber. Ich weiß nicht mehr warum, dass ich ihm, glaube ich, irgendwie wirklich... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ihm gesagt, ja, da drüben gibt's Fische oder so. Und irgendwas habe ich gesagt, was ihn nicht amüsiert hat. Dann zog der sein Schwert, ohne was zu sagen. Und dann wusste ich, jetzt ist Rennen dran. Das heißt, ich habe dem Fersengold gegeben. Der ist hinterher. Und da wusste ich, scheiße, jetzt wird's passieren. Dann kam der rum, streckt mich wirklich nieder. Ich weiß gar nicht mehr, aber er hat irgendwas noch gesagt an der Stelle und ich war dann auch nur so noch so in dem Modus, bitte, bitte, habt Gnade. Und dann ging das weiter, dann hatte der so eine Stadtwache hinter sich, ich wieder aufgestanden und sagte dem noch, nein, ich muss zur Stadtwache, ich wurde niedergestreckt, ich muss helfen, kam die Stadtwache und schießt mir ins Knie. Ich also wieder am Boden. Oh nein. Und dann bin ich zurückgehumpelt. Irgendjemandem wurde noch ins Knie geschossen, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Und dann sind wir dann wieder zurückgehumpelt, deswegen bin ich ja noch zur Heilerin gerannt am Ende. Aber ja, deswegen habe ich seitdem mit dem Schwarzen Ritter nichts mehr tun können, weil Ella konnte dem noch mal ein bisschen näher kommen. Aber ich bin, seitdem ich den gesehen habe, habe ich Steuerung gedrückt. Ist aber auch gut, dass ich das nie mitbekommen habe. Also für meinen Charakter. Weil ich war halt davon überzeugt, das ist ein cooler Typ. Ja, kann sich nicht so gut ausdrücken manchmal, aber... Nee, ich habe sein Schwert gespürt und da war es dann für mich vorbei. Oh yeah. Ich glaube, ich habe ihn auch einmal gespürt, sein Schwert. Oh, echt? Nö, hat damit ja auch nicht gezögert, sagen wir mal. Nö, also der hat dann gleich zugeschlagen und dann aber auch wieder aufgehoben. Ist auch so ein Punkt gerade, weil ich es gerade lese, weil Sir Kokok soll auch ganz viele Leute die niedergestreckt haben. Davon habe ich nichts mitbekommen, gar nichts. Also ich habe das im Nachhinein, in dem Aftertalk habe ich das gehört. An dem Tag wurde offensichtlich 3 oder 4 Leute von ihm niedergestreckt worden. Nichts mitbekommen, aber offensichtlich ging an das Huhn. Man sieht das halt nicht, ne? Ja, man sieht das halt nicht. Also, nee. Er läuft halt vorbei und dann bist du halt einfach tot. Ja. Oder er sammelt irgendwelche Sachen auf, die für jemand anderes bestimmt waren und so. Ja, auch, richtig. Auch das. Richtig, das also auch schon er war eine linke Gazelle, war er. Sir Kokok, bitte, wenn ich bitten darf, ja? Sir Kokok, ja. Aber ihr Lieben, ich muss leider Feierabend machen. ja, wir schnacken die Tage. Vielleicht kann man ja mal was zusammen machen, zocken. Da wäre ich sehr gerne dabei. Gerne. Ja, machen wir. Wir haben ja die Gruppe. Ihr Lieben, ich sag schon mal tschüss. Vielen Dank fürs nette Gespräch. Bis die Tage. Ne? Danke, dass du dabei warst. War super lustig. Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh nein, jetzt ist mein Overlay kaputt. Oh no. Aber, Achtung, ich fix das jetzt bei mir. Ich habe nämlich vorgesorgt. Du hast vorgesorgt, nicht schlecht. Bei mir ist es ein 3 geworden. Bei mir ist es jetzt schlicht und ergreifend 3. Eine Sache, jetzt wo ich euch beide so dabei habe, so einzeln. Eine Sache, die mir noch... Eine Frage, die mir die ganze Zeit so auf dem Gewissen liegt. Was war das denn eigentlich mit diesem Ei? Wo dann deine Kleidung rausgekommen ist? Weil ich war so ein bisschen... ich war verwirrt. Woher das Ei kam. Es kam mir halt dann letzten Endes so vor, als wäre das vielleicht vom Vorjahr noch irgendeine Quest gewesen, die nicht beendet wurde oder so. Wo kam das Ei her? Wir hatten so Glück. Es war so schön. Liebe an die Spielleitung an der Stelle. Das ist ein spontanes Ding gewesen. Ella und ich waren nie in der Kirche der Raute. Ella und ich waren immer so mehr so Feenvolk, kleines Volk unterwegs. Und wir hatten an der Stelle, das habe ich dann als Ticket gemacht schlussendlich, weil wir hatten sozusagen eine Opfergabe
an das Fehlvolk rausgestellt, weil große Kirche war immer so ein Ding, das war für uns nicht so. Ja, und ich hab warte dann, mal, Nero. Der Gerstensaft, ja. Anfang war andersrum. Der Anfang war ja, dass wir gehen zum Haus, Tag 1, wollen so, unser Haus begutachten, da liegt ein Brief, ein Säckchen, auf der Türschwelle mit einem Reim, dass wir Gerstensaft rausstellen sollen. Also wir haben erstmal durch den Reim halt überlegen müssen, was ist gemeint, aber es war uns schon recht schnell klar. Und dann kam das. Genau, so rum was. Er hat mir diesen Brief, das war schnell Gerstensaft raus und dann kommt Gold rein oder sowas. Und dann haben wir halt ein Bier rausgestellt. Ist nichts passiert, offensichtlich, weil ich weiß auch nicht, wo dieser Brief herkam. Aber auf jeden Fall haben wir das dann ab dann jeden Abend gemacht. Das heißt, am zweiten Tag haben wir wieder Bier rausgestellt. Der Unterschied war diesmal, dass ich ein Ticket aufgemacht habe, gesagt, hier, wir haben hier gerade so ein kleines Ding, wir hatten diesen Brief. Da könnte das Feenvolk nicht das Bier abholen und uns was Schönes dafür bringen. Jetzt frage ich mich halt, wo der Brief herkam. Also, ob das weiß ich bis heute nicht. Also es lag von Anfang an dort. Ich kann mir also nur vorstellen, dass sich dort die Spielleitung dann Spaß gemacht hat. Der war von Mairi. Der war von der Mairi. Ah, okay. Okay. Dann war es das Feenvolk. Mairi hat, glaube ich, 3 bis 5 Leute wahllos die Häuser bestückt mit diesen Briefen. Ist das schön. Okay. Freue ich mich dann über sowas. Das sind so die Dinge, da geht mir das Herz auf. Aber ja, genau das haben wir gemacht. Habe ich Ticket gemacht, habe die Situation geschildert, habe gesagt, hier steht Bier und Wein vor der Tür, könnt ihr da nicht was machen. Das wurde dann direkt at Mer wurde da gemacht und das war dann wurde dann getan. Das heißt, am nächsten Tag kamen wir wieder und dann lag dieses Ei dort. Und dann ging's los. Dann lag ein Brief und dieses Ei dort. Nee, stimmt, zuerst das Ei. Wir wussten nicht, Scheiße, Ella, hilf mir. Wir hatten zuerst das Ei und dann hatten wir einen Brief dazu, richtig? Wir hatten Tag 1 kam, also Tag 2 kam das Ei. Es gab noch ein zweites Rätsel auf jeden Fall. Genau, ja, also aber ich glaube, der kam nicht am gleichen Tag. Nee, also durch den Gerstensaft haben wir, glaube ich, einen zweiten Brief bekommen. Kann das sein? Ich glaube, zuerst das Ei. Erst das Ei. Und dann den Brief. Und dann mussten, damit wir herausfinden könnten, wie es aufgeht. Genau. Da haben wir dann sozusagen noch einen Brief bekommen, nachdem wir wieder Bier rausgestellt hatten und ich gesagt habe, so, wir haben das Ei. Keine Ahnung, was wir mit dem Ei zu tun haben. Wir haben wieder eine Opfergabe rausgestellt und dann kam der Brief mit der Wärme. Und deswegen, da warst du dann ja auch mit dabei, wo wir dann einiges probiert hatten, wo ich das dann, ich hab's in meinen Ofen gesteckt. Ich hab's in den Ofen vom Fleischhändler gesteckt. Ich hab's in die Sonne gelegt, ich hab's auf Feuer geschmissen und es ist nichts passiert. Das heißt, am Abend habe ich dann habe ich also mich kurz wieder AFK gestellt, Ticket aufgemacht, habe gesagt, wie geht dieses Ei? Ich versuche es an Wärme ranzumachen und dann schrieb mir Mer direkt zurück, ja, da musst du mir schreiben, weil das ist was wir tun müssen. Und dann bin ich mit, das war mir sogar mit Nirvina, bin ich bei uns zu Hause. Nee, scheiße, mit wem war das denn? War das du das? Nee, ich war nicht dabei. Wer war das denn? Dann war es, glaube ich, Nirvina. War aber auf jeden Fall mit dabei, als du das Kostüm anhattest. Ja, ich war dabei, als du das Ei dann aufbekommen hast, ja. So rum war es, dann warst du das, genau. genau, und dann sind wir darüber, dann haben wir das Ei dann aufgemacht und das war die Geschichte des Eis. Das war sozusagen Feenvolk. Und für diese kleinen Sachen war Mer zuständig und das war dann weiß ich jetzt auch, wo der Brief herkam, sehr schön. Aber ja, das ist Feenvolk gewesen und da hatten wir auch einige andere Sachen, zum Beispiel Ellas Strickzeug ging sozusagen auch mit die Richtung und so einige Kleinigkeiten haben wir sozusagen, wir sind so diese kleine Gruppe, die so ans Feenvolk glauben und da sozusagen geht es jeden Abend einen kleinen Schüssel Milch rausstellen, wie es halt sozusagen der irische Fussel im Chat hat gerade ganz passend geschrieben, was kam zuerst, der Brief oder das Ei? Fragezeichen. Der Brief, auf jeden Fall, der Brief. Aber es war echt so, die Mini-Quest mit dem Strickzeug hatte ich mir am Anfang überlegt, mit noch ein paar anderen. Und als dann Nero beschenkt wurde mit dem Ei, und Ella ist ja doch auch abergläubisch, kann man nicht anders sagen, und sie sich dann sicher war, dass das Feenvolk mit im Haus wohnt, musste sie es einfach versuchen. Und dann habe ich halt auch einen Reim geschrieben, mit der Bitte an das Feenvolk, dass sie wieder stricken kann. Dass sie das Strickzeug wieder findet, das sie beim Umzug verloren hat. Und hab dann aber auch an die SL geschrieben, ich habe einen Brief auf der Schwelle hinterlassen für das Feenvolk. Es ist das Haus gegenüber vom Markt, ne? Irgendwie sowas. Und am nächsten Tag stand dann halt dieses Ei da. Quatsch, nicht das. Doch, es war ein Ei, ein Spielurei. Weil ich glaub, Spieluhr, richtig. Das Strickzeug gibt es, glaube ich, gar nicht in Rust. Ich weiß auch gar nicht, was es in Rust gibt. Ich habe Rust nur so ein bisschen angezockt mal. 2013 habe ich das Spiel, ja. Jo. Und ich habe es auch noch nie gespielt. Her.
Und einmal so auf dem Server, um ein bisschen RP zu machen von einem anderen Streamer, war ich halt ein bisschen dabei und habe da schon gemerkt, Motion Sickness. Mhm. Aber wenn ich langsam bin, geht's. Geht also auch für Rust a lot. Cool. Machen wir. Ja, und dieses Spielurei, das war natürlich richtig schön. Das haben wir dann im Haus noch aufgebaut. Und ich habe gesehen im Nachhinein, dass Mairi gesagt hat, im Stream, was ist denn eigentlich aus der Spieluhr geworden? Dann ist sie zu unserem Haus geflogen und hat sich gefreut, dass wir es aufgestellt haben. Das fand ich dann nochmal richtig schön. Auch so als Feedback an die SL. Sie hat jetzt nicht mitgekriegt, wie wir das bespielt haben und wie wir uns gefreut haben. Und dass ich dann auf dem Markt dann noch jedem erzählt habe. Ja, das hat sie gar nicht mitbekommen. Ach, schade. Nee, ich glaube nicht. Ich war davon so fasziniert von diesem Ei dann auch. Weil ich dachte dann irgendwann auch, dass ihr das irgendwie so komplett selbst inszeniert habt irgendwie. Weil ich ja auch noch nicht wusste, dass dieser Rauch zum Beispiel, wenn er kommt, das ist ja immer SL-Zeichen quasi. Ja. Ich wusste das nicht. Ich dachte, dass das Nero in dem Moment, dass der irgendwas im Inventar hatte, mit dem er so eine Rauchsache erzeugen konnte. Und dass du das quasi dann ausgespielt hast, so, ne? Das Ei verschwindet und plötzlich hast du halt Klamotten im Inventar und haust dann halt die Rauchbombe und machst dann so von wegen, oh, es hat funktioniert. Ich dachte, das hättest du gemacht, weil das war dann die Spielleitung auch. Das war mehr, die rüberkam. Richtig geil. Das ist sie. Stimmt, ja, wir hätten den Hühnerbauer fragen können übrigens mit dem Ei. So weit haben wir auch überhaupt nicht gedacht. Mairi war eh super, die war ja auch dabei. Habt ihr das mitbekommen, dann mit diesem, wo wir auf dem Berg waren, dann ich mit so ein paar anderen Leuten? Bei dieser Ritualstätte? Nee, da war ich nicht dabei. Das war halt auch so eine ganz wirre Sache, ne? So von wegen, wo Ella mir erzählt hat, dass es irgendwie in den Bergen Dracheneier gibt oder sonst irgendwas. Oder was auch immer, irgendwo gibt es ein Drachenei. Also bin ich in die Berge marschiert, dachte mir, jo, okay, guckst du mal, was du da so findest. Und da habe ich halt zufällig diese Ritualstätte gefunden, die anscheinend extra für das Event, für den Meister da irgendwie aufgebaut haben anscheinend. War das ein Westenei? Das ist eine riesen Ritualstrecke im Berg, wenn du so durch eine Höhle reingehst? Genau, ja. Das war Staffel 2 gewesen. Links? Das ist Staffel 2 gewesen. Auf jeden Fall hatte ich natürlich den Eindruck, oh, das sollte ich wahrscheinlich nicht sehen, aber es war halt da. Und ganz viele Wände waren zugemacht, die wird sozusagen in S2. Genau, aber das habe ich auf jeden Fall gesehen und ich bin damit dann irgendwie zurück in die Stadt und dann hat sich das irgendwie so ereignet, dass dann die Prinzessin mit ihrer Vertrauten und der Alchemist und Pepe und der Papfi, der dann den Streicher gespielt hat und nicht mehr hat den Pazimir, dass wir uns zufällig da irgendwie getroffen haben dann. Und die haben mir dann quasi gesagt, ja, erzähl jetzt die Geschichte vom Drachenei. Da habe ich das erzählt, was ich da im Berg halt gefunden habe. Und da war halt wirklich oben auch so ein Krater mit einem Nest drin, was für mich wie ein Nest aussah. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Später habe ich erfahren, es war wo wirklich mein Drachennest. Mhm. Aber ja, da haben die gemeint, ja, lass doch einfach mal hingehen, zeig uns mal, ne, wie das aussieht. Und ich dachte, ja, okay. Es war halt schon irgendwie, ich glaube, 22 Uhr oder so, also eine Stunde vorm Serverende quasi. In der Nacht. Genau, und dann sind wir da quasi nochmal nachts hin und sind da hoch. Und dann habe ich denen halt zuerst die Ritualstätte gezeigt, weil das quasi noch vor dem Nest war. Man meinte so, ach, guck mal, hier habe ich noch was Interessantes gefunden, Leute. Übrigens, hier ist eine komische Ritualstätte mit Gräbern und einem Opferaltar und sowas. Nur falls es euch interessiert, ne, so ein Pentagramm auf dem Boden und so. Und das hat wohl irgendwie Mairi dann mitbekommen. Und hat das dann irgendwie dann quasi mitgespielt, ist dann dort als Geist erschienen. Und hat uns auch irgendwie so ein Rätsel gestellt, was sie wohl vorher in der Quest vom Maester quasi auch gestellt hat. Irgendwie so ein ganz kompliziertes Ding, wo dann irgendwie der Dämonenname rauskam, der irgendwie dann in dem Anker war, den die da hatten und was auch immer. Auf jeden Fall, es war super, weil wir sind da halt so willkürlich hin und dann war da halt einfach die Spielleitung vor Ort und hat da sowas Tolles für uns inszeniert. Und wir sind dann auch nur rechtzeitig nach Hause gekommen, weil die von der Spielleitung uns dann plötzlich auch noch Schlitten auf den Berg oben hingestellt hat. Das ist kein Scheiß. Die haben da Schlitten hingestellt. Wir kennen die Schlitten. Und wir sind dann mit Schlitten runtergefahren. Und so kamen wir dann noch rechtzeitig irgendwie nach Hause. Aber das war so großartig halt. Und das war halt auch Mairi. Generell solche SL-Aktionen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, es fühlt sich für den Spieler so groß an. So groß. In dem Moment gesehen zu werden, wenn der kleine Charakter gerade sein Problemchen hat,
Und dann kommt da so ein SL und kümmert sich darum. Also großes Lob, Riesenherz an die SL, dass die so ein Auge dafür hatten auch. Das war gigantisch. Also ich habe mich teilweise auch so, ich habe ja schon erzählt, dass ich halt sehr immersed war generell. Und ich habe das am Anfang gar nicht erwartet. Weil ich war wirklich dann irgendwann so drin. Ich hatte mich teilweise wirklich gefühlt, als würde ich hier wirklich so ein Rollenspiel spielen. Also so ein Singleplayer-Rollenspiel irgendwie so von wegen. Ja, es gibt jetzt halt so die Leute, mit denen du interagieren kannst, und es gibt die Quests und so, und dass dann halt wirklich so Sachen auch passieren, so wilde Events quasi, das ist, ich fand das so großartig, das hat so viel Spaß gemacht einfach. Auch diese Sache, als wir unten waren und die Geisterwelt befragt haben mit der, mit dem Geist, den wir beschworen haben, das war auch ich mehr oder weniger am Autowalk runter, das Ticket zusammengezimmert, abgeschickt und dann betet, dass das schnell genug gesehen wird, weil das so spontan war. Mhm. Ja, natürlich, ich bin dort, als wir runtergegangen sind, habe ich hier drüben schon das Laptop offen gehabt und habe das Ticket angefangen zu schreiben. Aber haben wir nicht ganz runter gesagt, wir gehen gerade runter, wir wollen die Geisterwelt befragen. Hab direkt in der Nachricht richtig frech mehr schon getaggt, ne? Also habe ich nichts mehr gekonnt. Aber gesagt, könntest du bitte vorbeikommen und Geist sein? Und dann passierte halt nichts. Ich hatte keine Reaktion auf das Ticket. Wir waren dort unten und nichts passierte. Und da kam mir der Puls. Dachte mir, scheiße, wir gehen jetzt hier runter. Und ich war dann ja dreimal der Mensch, gesagt hat, nee, Leute, wir können noch nicht gehen. Wir müssen diesen Geist noch beschwören. Dann kam hier das tolle Ritual mit Kumbaya mal los. Weil ich immer noch gedacht habe, komm, wenn ich ihr noch eine Minute mehr Zeit gebe, dann wird das schon noch passen. Dann wird also schon noch jemand vorbeikommen. Da habe ich schon Szenarien überlegt, wie spielen wir uns raus. Also da habe ich schon so, was könnte Ella jetzt sagen, damit alle nicht enttäuscht sind, sondern dass wir mit einem guten Gefühl hier rausgehen. Da war ich schon richtig so am Hämmern im Kopf, wie ich das am besten verpacke. Ja. Und wie Ella sich auch trotzdem was Positives als Charakter daraus ziehen kann. Aber dass dann wirklich Mairi aufgetaucht ist, es war echt groß und schön. Wie spricht man die eigentlich aus? Ich habe irgendwie sie selber, habe ich im Kopf, sagte mehr. Habt ihr da mehr Informationen als ich? Weil ich habe im Kopf, dass sie im Aftertalk sagte, sie würde mehr ausgesprochen werden oder so. Aber was Mairi oder? Mairi? Ich meine, ich hätte Mairi gehört im Stream von dir oder so. Okay, dann wird Mairi schon stimmen. Es kann natürlich trotzdem falsch sein, ich weiß. Ja, wenn ja, dann ich entschuldige mich. Entschuldige mich dafür. Ja. Sorry schon mal. Aber ja, ich war dann so glücklich, als sie dann nach den 2 Minuten, es waren ja nicht mehr als 2 Minuten oder so, die wir unten standen gewartet haben, als sie dann erschienen ist, war ich kurz so, ja, es hat geklappt. Gepriesen halt, seist du. Weil ich in dem Moment so die ganze Zeit dachte, wenn sie jetzt nicht kommen, wenn wir jetzt hier 5 Minuten warten und es passiert einfach nichts, bin ich der Affe, der uns hier runtergebracht hat und 5 Minuten lang gesagt hat, wir müssen bleiben, wir müssen irgendwelche Rituale machen, es wird schon passen. Dann haben die Leute ja die Kräuter da reingeschmissen, haben wir dann irgendwelche Tänze gemacht und sowas. Ja, wenn das jetzt nicht passt, weil sie irgendwas anderes zu tun hat oder so. Es ist ja so viel zu tun gewesen, sie war irgendwo woanders. So viele SLs waren es ja auch nicht. Ne? Man denkt ja auch, scheiße, was erwarte ich denn jetzt gerade? Genau, genau das. Ich als absoluter Peasant schreibe gerade die SL an und sage, ey, kannst du mal jetzt kommen, weil wir jetzt gerade was brauchen. Wer bin ich denn, dass ich das Ticket aufmache? Ich muss mir auch unbedingt nochmal so irgendwas aus Spielleitersicht angucken. Weil das würde mich auch sehr interessieren, wie das vonstatten geht. Auf jeden Fall bei Orkenspalter rein. Also Mairi war da richtig gut zugange. Bei Ben hat ja auch viel gemacht. Ben hat auch viel gespielt. Bei ihm war das ja auch so im Wechsel. Das finde ich halt auch faszinierend, dass er dann... Er ist halt da als Hasslinger, dann ist er plötzlich... fliegt irgendwo rum als SL und dann ist er wieder hastig. Geht um die Hausecke, macht sich unsichtbar und flupp. Ja. Da hinten ist was los, da muss ich hin. Das ist echt cool. Nee, das ist jetzt auch so toll, das irgendwie so jetzt im Nachhinein so aufgeklärt zu kriegen, dass du halt Tickets geschrieben hast. Also ich dachte immer wirklich so... Ich habe 2 Tickets geschrieben. Ich habe 1 Ticket geschrieben zu der Schneiderin. Das Consent ist, ob ich das so weiterspielen darf, denn sie behauptet Dinge. Also, sie behauptet etwas über einen anderen Spieler. Ist es okay? Dann hieß es, sind wir uns nicht so sicher? Oder sag, du hast davon gehört. Nur gehört. Nimm uns nicht zu ernst. Und am Anfang hat ja Ella noch sehr viel getrauert wegen Sayuna, dass die jetzt irgendwie geschnetzelt wurde von der Schneiderin. Und später dann war auch dieser Gang zu diesem Grab
wichtig für Ella in-game, um abzulassen von Sayuna. Also ich hatte jetzt in-game quasi die Bestätigung, die Schneiderin ist böse und Sayunas Schicksal ist ungewiss. Also Sayuna, zu sagen, ich hab, war das wer aus Staffel 2 auch? Also ja, Sayuna war die Schneidergehilfin schon in Staffel 2 und die kam jeden Tag zu Ella zum Marktstand, war auch mit Nero viel unterwegs. Also wir waren auch so ein Gruppchen. Kam immer zum Marktstand, weil wir sind ja Nachbarn quasi. Und hat immer einen erzählt, was so los ist und was so passiert ist. Es war genau so ein Austausch wie jetzt unter uns. Und sie war auch die ersten 2 Tage da und dann kam sie nicht mehr. Oh, okay. Und dann hat Ella die zweite Schneider-Lehrlingsdame gefragt, die ihr auch schon vorgestellt wurde von Sayuna. Und hat gesagt, guck, weil wir sind jetzt zu zweit. Und die beiden haben ihr gebeichtet, dass die komische Sachen macht. Und nachdem Ella sie dann kennengelernt hatte, war Ella auch klar, die macht komische Sachen. Aber Sayuna war dann halt weg. Mein vertrauter Punkt, um nachzufragen und um nachzuprüfen, geht's allen gut in diesem Haus? Wie ist der Stand? Der war halt weg. Dann hat sie es noch so ein bisschen probiert mit der anderen Schneider-Lehrlingsdame, aber die war dann irgendwann drin und hat zu Ella gesagt, ja, ich möchte das Handwerk trotzdem weiter erlernen. Und da haben bei Ella so die Alarm, ach ja, ja gut, ja. Und dann wurde ihr die auch schon zu gruselig. Aber es ist witzig, denn Sayuna weiß, glaube ich, nichts davon, dass so eine Riesen-Story um sie vorgegangen ist. Ich müsste sie eigentlich mal anschreiben und sagen, ey, weißt du eigentlich, dass du... Also bist du mit ihr so auch bekannt, also so außerhalb? Ein bisschen, also so, ja, aber okay. Nicht viel. Also wir haben nur um Rustalot mal gesprochen, sonst eigentlich nicht. Okay. Ja, cool. Nee, ich dachte wirklich, Leute, ich dachte die ganze Zeit, dass die SL irgendwie... Weil die haben ja irgendwie so eine Übersichtskarte, wo sie auch sehen, die hatten wir ja auf der Webseite auch. Wo man quasi sieht, wer ist gerade wo. Genau, richtig. Ich dachte halt wirklich, dass die immer so die Herde suchen, also wo gerade so die meisten Leute versammelt sind und da quasi dann so ein bisschen zugucken, ne, so stalkermäßig und dann quasi darauf warten, ne, dass ihr Einsatz kommt oder so. Ich dachte, das geht so, aber ich finde das so cool, dass halt so im Hintergrund die ganze Zeit Tickets quasi verfasst wurden. Also die hätten sich noch muss ich mir auch nochmal ein Beispiel dran nehmen für das eventuelle nächste Mal. Ja, ich habe im Nachhinein gehört, dass sie sich viel mehr Tickets gewünscht hätten. Dass viele einfach weitergespielt haben und sie konnten halt nicht alles mitkriegen. Also sie hätten sich da mehr Action gewünscht, glaube ich. Obwohl, wie viele Tickets waren es? 180? Ja, ich glaube, um die 180 waren es am Ende. Ich habe da selber, glaube ich, 4, 5, 6 gemacht. Es sind weitaus mehr, kann ich euch versichern. Mein zweites Ticket war nämlich die Nummer 293. Oh. Ja, dann das heißt, die hatten wahrscheinlich über 300 Tickets. 380 vielleicht? Kann jetzt nicht gucken, aber egal. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, deswegen weiß ich das so genau. Dann wollte ich die nachschauen. Ich habe es gerade auch gerade nachschauen wollen. ja, auf jeden Fall tolles System. Ich habe mich am Anfang halt so ein bisschen auch gedacht. Also bei dem Ei und bei dem Brief habe ich noch nichts geschrieben, weil ich dachte so, okay, da wird schon laufen. Die hat sich vielleicht irgendwie aufgeschrieben, wer da wohnt und es wird dann schon laufen. Bei Punkt 2, als es dann drum ging, wir entscheiden gerade über das Schicksal einer anderen Spielerin, die offensichtlich nicht da ist, da war mir die Dringlichkeit bewusst, ein Ticket zu öffnen. Da wurde ja auch extra im Vorfeld schon drum gebeten, dass wenn irgendwas passiert, was einen anderen Spieler quasi mit beeinflusst wirklich, dass man da vorher ein Ticket aufmacht. Das war auch der Grund, warum ich das mit dem Schwarzen Ritter gemacht habe, weil ich wollte halt nicht einfach plötzlich in seiner Questline sein, ohne dass er das will oder so. Deswegen habe ich dann auch gemeint, ja okay, jetzt mache ich ein Ticket auf. Hab dann aber halt auch die Nummer gesehen. Wenn ich erklären kann, ist das immer besser, ja. Ja, genau. Ich habe da halt auch die Nummer vom Ticket gesehen, hatte auch direkt ein schlechtes Gewissen, weil ich mir halt dachte, ey, so viele Tickets, so WTF, ne? Also, man will die Leute ja auch nicht unnötig nerven, ne? Also, ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich hatte mir wirklich vorgenommen, halt nicht so aufdringlich zu sein jetzt beim ersten Mal. Erstmal alles abchecken, wie das funktioniert und so. Aber ja, krass. Okay, aber die haben dann definitiv erwähnt, die hätten sich mehr Tickets gewünscht, ja?
Ja, also bei manchen Queststrängen, die haben sie wohl gar nicht mitgekriegt. Die hätten sie gerne mitgekriegt, da hätten sie wohl noch was machen können. Das kam so raus. Von daher, mehr Tickets gewünscht ist wohl das, was man so sagen könnte am Ende. Gut zu wissen, so, okay. So habe ich es zumindest rausgehört. Ich will jetzt aber auch nicht. Wir nehmen also fürs nächste Mal mit, wir schreiben für allen Scheiß, schreiben wir ein Ticket. Ich habe dann wirklich am Ende die Tickets angefangen mit Liebes Tagebuch. Ich habe wirklich dann gesagt, okay, heute ist Folgendes passiert, weil ich irgendwie mit dieser gesamten RP-Geschichte um den Totengräber herum, was ja am Ende 9 Personen beeinflussen hätte können, habe ich tatsächlich angefangen mit Liebes Tagebuch. Heute ist Folgendes passiert und habe dann ich habe wirklich ein 1900 Zeichen oder sowas vollgemacht und habe dort wirklich geschrieben, hey, wir hatten dieses RP mit Zilie und dem Totengräber, dass der Totengräber Menschen in seinem Totenreich hatte, die jetzt dem Tode verdammt sind. Und dann habe ich geschrieben, in der Liste sind folgende Menschen, das geht morgen an den Totengräber und mal sehen, was er macht. Und das sind einfach so, das ist wirklich genauso habe ich dann diese Tickets auch gemacht am Ende. Das ist ja eigentlich auch eine gute Idee, weil theoretisch wissen die dann Bescheid, was passiert, werden nicht direkt aufgefordert, etwas zu tun, sondern können halt entscheiden, aufgrund dessen, was du halt erzählt hast, man könnte da was machen. Die müssen es einfach wissen, dass in dem Moment, wo dann der Harry Katze am nächsten Tag vielleicht ein Ticket schreibt, ey, ich komme jetzt hier rum und steche den Menschen ab, weil der in meinem Totenkreis war, dass die halt nicht direkt so, wo kommt das her, sondern dass halt sozusagen die RP-Strang, den Zilie und ich angefangen haben dadurch, und natürlich Katze selber auch, dass das sozusagen einfach for your information, Ja, das ist eigentlich gut. Da gab es ja nur diesen einen Problemfall da mit dem Attentat irgendwie auf den Statthalter, ne? Das war komisch. Da war ich dabei. Da warst du sogar dabei. Stimmt, habe ich gesehen. Ja. Und ich habe es noch nicht hochgeladen. Liebe Zuschauer da draußen, ich schäme mich ganz doll. Ich habe aber wenig Zeit gehabt in letzter Zeit und überhaupt keinen Bock auf Videobearbeitung, weil Videobearbeitung ist scheiße. Das habe ich festgestellt. Jetzt so als Nicht-Streamer kann ich sagen, es ist scheiße. Ich stimme dir definitiv zu. Und diese 5 Stunden durchzugucken, denn es ist kein Highlight-Video, definitiv nicht. Es ist auch ein Story und was passiert ganz normal am Marktstand. Und da ist auch mal drin, wie der Schweinebauer einkauft. Und weil es einfach ein schönes RP ist, ein normales RP und auch das möchte ich hochhalten. Und es ist einfach so viel, was man machen muss und so viel Zeit, die investiert werden muss. Die Videos werden noch kommen. Und auch wenn das Video dann noch mit dem Attentat, da freue ich mich schon drauf. Dann könnt ihr es nachgucken. Allein der Zusammenschnitt, das dauert schon Stunden. Und wenn du dann noch probierst, da irgendwie so unterhaltungsmäßige Sachen zu machen, wie dass du halt auf irgendeine bestimmte lustige Stelle draufzoomst oder so irgendeinen Scheiß oder halt irgendwas, so einen lustigen Sticker noch reinmachst oder einen lustigen Soundeffekt und so, dann sitzt du halt noch mal mehr Stunden dran. Es ist, also so ein Quatsch viel Arbeit. Mach ich nicht. Das geht neben der Arbeit und neben dem Real Life so absolut gar nicht. Und ich muss sagen, ich bin Zocker, ich bin Rollenspieler, ich bin Pen-and-Paper-Spieler. Meine Woche ist schon zu mit Hobbys. Jetzt kommt noch dieses Videoschneiden nicht ganz so beliebte Hobby dazu. Aber man will es ja auch als Erinnerung haben. Von daher, es wird definitiv kommen. Ich habe alles auf meinem Server gespeichert, alles gut. und Statthalter habe ich jetzt zwar mitgekriegt in-game, aber habe gar nicht gerafft, dass da irgendwas noch OC gelaufen ist. Ich habe in-game, habe ich davon gar nichts mitbekommen eigentlich. Das war dann nur so, ich habe halt die Discord-Posts dazu gesehen. Wo es halt irgendwie erklärt wurde, warum jemand quasi jetzt permanent abgemurkst wurde. Und dann kam ja von der Person dann aber auch die Rechtfertigung irgendwo, oder zumindest empfand die Person das als Rechtfertigung, dass das ja irgendwie dann doch in Character war, laut ihm. Und er hat das irgendwie seit Tagen geplant oder sowas. Es war aber halt, also das Problem war wahrscheinlich, das war halt nicht abgeklärt mit der Spielleitung. Und das war ja schon, das war ja definitiv eine krassere Sache, wo man sagen würde, da ist eine andere Person definitiv mit einbezogen in die Storyline. Richtig. Also wenn du jemanden umbringen willst, ne? Also, und ich glaube, das war das Hauptproblem eigentlich. Wobei ich halt auch ziemlich sicher sagen würde, dass wenn er das im Ticket geklärt hätte, die hätten wahrscheinlich gesagt, nee, mach das nicht. Also erlauben wir nicht. Ich weiß auch nicht. Also es wurde halt, ich bin mir unsicher.
mir hat es auch total, Gork hat mir total leid getan, weil ich mitgekriegt habe, der hat echt viel um die Ohren. Also ich glaube, der musste richtig viel ackern. Er war ja der Mittelmann zwischen Spielleitung und uns Spielern. Ja. Und er ist auch SL. Also man darf es nicht vergessen, er ist unser SL als Ansprechpartner am Markt. So wie die Adeligen einen König Shaggos haben als SL-Ansprechpartner, hatten wir einen Statthalter-Ansprechpartner, was eine super Sache ist. Richtig gut. Das und war auch so direkt möglich, als ich das erste Mal da war. Deswegen war ich auch immer so vorsichtig. Das hattest du ja auch gesagt wegen der Schneiderin. Lass mal zum Statthalter gehen und das abklären. Und ich dachte mir so, oh, wollen wir jetzt damit zur SL dackeln, war so mein erster Gedanke. Und deswegen war ich da so zurückhaltend und dachte mir so, ich will da jetzt aber eigentlich nicht hin. Gerade deswegen finde ich das so eine tolle Sache mit diesem Mittelmann. Absolut. Weil die Hemmung, zu dem zu gehen, ist geringer, als jetzt ein Ticket aufzumachen für irgendwas. Das weil du halt auch. Einfach, es ist halt dieses Ingame-Wesen, das du halt ansprechen kannst für Probleme. Und der kann dann ja gucken, was er macht damit. Ne? Genau, das habe ich auch gemacht, gerade für so für den Ofen zum Beispiel bin ich dahin, für irgendwelche Nachschube bin ich auch nochmal dahin. Gerade alles, was so wirklich so RP war, bin ich auch wirklich dahin gedackelt. Was ich gerade auch nur meine, ist, dass ich sozusagen wegen so einer SL-Geschichte wollte ich nicht da so hin, weil das so eine finite Antwort gewesen wäre. Das war so mehr der Punkt. Nicht, dass ich die Sorge hatte, zu ihm zu gehen, weil er SL ist, sondern weil ich das noch nicht so hoch eskalieren wollte. Ich glaube, das war mehr so, was ich sagen wollte. Ja, ich weiß, was du meinst. Das war, glaube ich, der vorletzte Spieltag. Echt? Das war so spät? Warum habe ich denn da so reagiert? Das weiß ich jetzt schon nicht mehr. Ich glaube, ja. Und das war mein Punkt, bevor ich zum König gehe. Ich will, dass dieser Charakter weiter existiert. Ich will, dass diese Schneiderin bleibt. Die spielt geil, ich will sie spielen sehen, das ist cool. Gehen wir erstmal den ersten Schritt zum Statthalter. Also es war entweder, ich glaube es war einen Tag davor, vor Schluss. Und am letzten Tag hatte ich mir noch vorher eine Liste geschrieben, was ich noch alles machen muss jetzt. An was ich alles denken muss. Habt ihr das auch gehabt? So, wie beende ich die Quest? Ja, hatte ich. Hier ist es. Aber einfach nur so ein... Ich hatte so ein Textfile, das ich immer auf meinem zweiten Monitor offen hatte. Ich habe das hatten sie auch bei Shaggos im Aftertalk. Ich war mit Steinwall hatte er auch diesen kurzen Aftertalk. Haben die auch alle gemacht. Ich habe hier bei mir wirklich in echt handschriftlich runtergeschrieben, das hier zum Beispiel ist die Liste, wer beim Harikatsu sozusagen auf die Liste raufkam. Das ist so wirklich To-Do-Liste, Dinge, die ich vorhatte. Und hier oben ist das, wer bei mir was geschuldet hat. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Ja, ich hatte das so ein bisschen, also ihr kennt das vielleicht so aus RPGs, so wie so ein Quest-Journal, so ein Quest-Tagebuch. Hatte ich das wirklich so verfasst quasi, so von wegen, ja hier, das ist jetzt die Quest, also habe ich dann auch wirklich so betitelt, so das hier ist Quest-Titel und so weiter, mit der Person und das ist passiert und das könnte man noch überprüfen und sowas. Und so habe ich mir halt eine ganze Liste an Quests quasi erstellt. Und natürlich auch random Informationen, die ich aufgeschnappt hatte, wo man nochmal gucken kann oder so. Zum Beispiel eine Sache, die ich irgendwie gar nicht gemacht hatte, was ich eigentlich noch machen wollte, war mit der Hexe zu sprechen, da im Turm. Also da bin ich ein paar Mal hin und hatte gehofft, dass die da ist, aber die war dann nicht da zu dem Moment. Ich hatte auch nie Erfolg, ja. Ich habe es auch zwei oder dreimal versucht. Nicht einmal geklappt. Ja. Weil das hätte ich auch sehr interessant gefunden, so Schwarzmagie-Kram, da hätte ich halt wieder so Stoff gehabt, wo Ella wahrscheinlich dunkle gesagt hätte, Seite hatte ich angezogen. Ich hatte einen Erfolg. Ich habe sie beim Totengräber habe ich sie gefunden. Da habe ich sie angesprochen, eben wegen des Dracheneis tatsächlich. Ja, genau. Deswegen wollte ich auch hin, wegen dem Drachenei, genau. Genau, weil ich in der Gruppe ja mit drin war, die das da gemacht haben, die sozusagen dieses Drachenei aufgepasst haben. Ich wollte einfach wissen, was los war und dann dadurch, dass es kein... Ich hatte, das ist tatsächlich, was ich nicht gecheckt hatte, dass dieses Drachenei Main Story war. Ich dachte, das ist so ein Ding, was so richtig spontan entstanden ist mit diesem Teil. Aber offensichtlich war das Teil der Main Story letztes Jahr, was ich überhaupt nicht gecheckt habe. Und deswegen war so dieser Punkt so, ey, Drachenei ist Main Story, das machen wir nicht weiter. Und deswegen kam von Divi auch in RP keine richtige Reaktion darauf. Ja, wenn was ist, sage ich Bescheid. und das war's dann auch. Und ich habe dann erst im Aftertalk habe ich gecheckt, dass das Main Story ist. Und ich bin überall rumgedackelt und habe versucht, die Leute zu finden, die da mit dabei waren. Und die waren alle so, ja, weiß ich nicht. Weil die alle wussten, so, dass es Main Story, nur ich wusste das nicht. Ich hab's mir halt gedacht, anhand dessen, was Ella halt oder wie sie es erzählt hat.
als sie mir von dem Drachenei. Weil, ja. Wenn irgendwas Main Story war, dann ging das meistens so los von wegen, ja, vor einem Jahr oder so, da war halt das und das. Und dann wusste ich genau, ah, okay, das war, ja, okay. Mhm. Und stimmt, Divi war auch die letzten 2 Tage gar nicht mehr da. Meine inneren, meine Stimme in meinem Kopf sagen mir das gerade. Aber das ist richtig, die war ja auch nicht mehr da. Wen ich noch unbedingt treffen wollte, war Bruder Gaius. Der war ein Punkt auf meiner Liste. Er hatte Ella angesprochen wegen dem Meister, weil er gehört hat, wie der mit dämonischen Stimmen gesprochen hat. Und hat dann quasi dem Meister auf dem Marktplatz gesagt, es ist ein Dämon in euch, ich kann euch helfen. Und hat versucht, ihm zu helfen. Und der Meister ist natürlich ein bisschen ausgetickt und hat ihm gesagt, wenn ihr sagt, der Berater des Königs hätte einen Dämon in sich, solltet ihr besser aufpassen. Und Ella hat dann so nebendran gestanden, so, ja, Bruder Gaius, kommt doch mit, ne? Und hat so quasi ihn erretten irgendwie. Und er stand, wurde dann auch stehen gelassen. Und sie hat dann gesagt, ja, ich hab's auch gehört, dass er mit merkwürdigen Stimmen spricht, aber ihr könnt doch nicht von so einem hohen Stande so sprechen. Und wenn euer Kopf wird rollen, guter Mann, und ach, das möchte ich ja nicht. Und ihr müsst wirklich vorsichtig sein. Sicher braucht er Hilfe, aber auf einem anderen Weg, einem heimlicheren Weg. Also er hat richtig cool, wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Leider hat in dem Moment bei meiner Aufnahme, weil ich einen bestimmten Knopf nicht gedrückt hatte, die Aufnahme versagt. Und darum habe ich das nicht. Aber egal. Ja. Ich erinnere mich gern daran. Und als dann das passiert ist mit der Schneiderin, dachte Ella sofort, Bruder Gaius, das ist ein guter Mensch, der möchte Dämonen austreiben, der möchte, da bin ich mir sicher, der ist gegen Menschenhaut. Ich muss da hin und muss den auf meine Seite ziehen. Und dann tappert die so rum und sucht den, fragt auch ein paar Leute, sieht dann plötzlich Leute in Kutten vor der Schneiderhütte. Und dackelt dann dahin, bei der Schneiderin, aber die von der Kirche sind jetzt hier bei der Schneiderin? Was, ich frag mal. Dann ist sie dahin und hat gesagt, ja, ich... Und die fühlten sich so ertappt alle. Die so, hallo. Und sie, hallo, ich such den Bruder Gaius. Ja, den suchen wir auch. Der ist nicht da. Wir müssen zur Schneiderin. So, okay. Gut, und dann ist sie wieder weg. Und später habe ich dann erfahren, dass die sich alle haben Kutten aus Menschenhaut machen lassen. Aha, von der Schneiderin. Aha. Also die waren drin in dem Schneiderinnen-Game. Und zwar auf der anderen Seite. So hast du die also ertappt, okay. Das ist ja die lustig. Ich hatte es vorm Schneiderhaus. Ich hatte es gegen Ende nämlich auch auf die Kirche abgesehen, aber aus einem anderen Grund. Ja. Weil ich ja ich hatte ja den Meister quasi ertappt mit dem Anker in der Hand. Als er gerade vom Berg gekommen ist und so. Und dann kam halt diese komische Sache mit der Prinzessin, wo der, wie hieß er noch gleich? Der Charakter von Schlorox, dieser Oberpriester. Oder Valentin? Valentin, genau. Genau, und der hat ja die Prinzessin da so in die Irre geführt und so. Und dann kam noch irgendwie raus, dass der wohl irgendwie auch irgendwas mit dem Dämon zu tun hat oder so. Und ich hatte dann so den Gedanken, dass der Anker dann irgendwie anscheinend bei der Kirche gelandet ist und die irgendwie Dreck am Stecken haben und dann probieren, den Dämon halt für sich irgendwie zu beanspruchen oder sowas. Und ich bin noch überrascht, dass ich nicht auf die Schnauze gefallen bin bei der Aktion, aber irgendwann war ich dann nachts wirklich, ich habe so einen Hintereingang gefunden von der Kirche und bin nachts dann quasi da durch und habe es dann irgendwie geschafft, quasi von hinten durch den Hintereingang in die Kirche einzubrechen. Und bin dann wirklich oben in das Bücherregal davor steht in der Kirche. Ganz genau das, ja. Und da bin ich durch und habe mich nach ganz oben geschlichen, bin in die Räume rein und habe da geguckt, ob ich da irgendwas finde. Mich hat Gott sei Dank niemand entdeckt. Nachdem du uns das erzählt hast, sind Nirvina und ich dort auch rein und wir sind hier ertappt worden. Da waren 2 andere schon vor uns. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war der Horst Greifberg und noch jemand anderes. Und wir sind gemeinsam mit denen wieder zurück, weil die gesagt haben, das ist alles voll und wir sind dort bald ertappt worden. Auf einmal hören wir da Stimmen und mir ist so wirklich dieses Ingame-Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte mir so, scheiße. Jetzt werden wir hier erwischt. Nachdem du das erzählst, ich bin da mit der wieder rein, die hat mir das noch zeigen wollen. Da sind wir durch diese gesamte Höhle durch und dann waren da Stimmen. Wer ist denn da unten? Und dann so, scheiße. Das ist bald noch richtig schief gegangen.
Dann sind wir dann einfach wieder zurück, dann hat das noch alles geklappt zum Glück, aber trotzdem, das war so, ui, uff. Solange euch nichts passiert ist, ist ja alles gut. Es ist zum Glück nichts passiert, ja. Oh. Aber so ja, diese 10 Sekunden Angst, wo ich dachte, das ist die Kirche, die uns gefunden hat, aber es waren einfach nur zwei andere Dorfbewohner, die offensichtlich die gleiche Idee hatten wie wir. Huch, ihr auch hier? Ja, ja genau wir so. Uns zusammen. Aber gut, dass da jeder so komische Anwandlungen hat, anscheinend. Ich dachte teilweise wirklich, ich wäre ein bisschen zu stark aus der Reihe getanzt bei sowas, aber war auch wohl okay. Auch du, ganz ehrlich, bei dem, was da alles passiert ist auf der Insel, ich glaube, da musst du dir überhaupt keine Sorge machen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ja, ich glaube, bei mir ist jetzt auch langsam die Müdigkeit. Genau, ich glaube, so langsam neigt sich das Gespräch auch so dem Ende zu. Wir haben so mehr oder weniger alles abgehakt. Ja. Ansonsten muss nur noch mal sagen, dass jedes noch irgendwas Mal ein. Die Musikuntermalung so toll ist. Die gibt mir so viel Ambiente. Stimmt. Oh ja, das ist so geil. Die gibt mir so viel. Ich bin so dankbar, dass da so viele fähige Leute dabei sind, die sich trauen und da was zum Besten geben. Und es ist so schön. Ich hoffe, dass die immer wieder mitspielen. Ja, das ist auch so geil, die Leute, die halt Live-Musik machen und das so thematisch richtig passt. Also KV gerade so in der Taverne oder so. Ja. Oh, geil. Es macht so viel Spaß. Das trägt dem Ganzen dann nochmal so ein bisschen mehr Atmosphäre bei. Ja. Also es wäre halt nicht das gleiche Erlebnis, wenn du abends in der Taverne hockst und dich besäufst und da ist Stille, als wenn du halt mit den ganzen Leuten zusammen hockst, säufst und dann ist da wirklich irgend so eine Mittelaltermusik oder so am Start. Und das ist einfach, ich finde das klasse, ja. 10/10, das macht richtig Spaß. Ja. Das war alles, was ich noch so sagen wollte, glaube ich. Okay, dann noch ein letztes Wort von Nero. Ja. Gerne wieder. Nee, also genau das Gleiche. Ich finde das halt so unglaublich geil, was da so für Leute mitmachen. Ich liebe es halt sehr, diesen Gegenpol sein zu können und gleichzeitig trotzdem so voll dabei. Gerade so diesen... Aber wie gesagt, die Musik möchte ich auch nochmal vorheben. Gerade die Leute, die dort wirklich Live-Musik machen und sowas machen, es ist für mich jedes Mal so ein... Geil, es ist einfach so, das nimmt dich so mit, weil das halt so echt ist in dem Moment, dass ich jedes Mal wieder die große Freude habe. Auch wenn das so manchmal so ein bisschen so halb schief ging, gerade so mit dieser Sache mit dieser anderen Taverne. Das wurde ja wieder rübergegangen mit dem Dämon. Da dachte ich mir auch die ganze Zeit so, was eigentlich passiert hier gerade? Aber okay, ich bin dabei, ich höre zu. Das war sowieso super wild. Die Taverne war dann irgendwann zu, dann war sie wieder offen. Dann war die Tavernenbesitzerin plötzlich Königin und... Genau, das war's eigentlich. Aber ja. Nee, was Toffi vorhin gesagt hat noch, gerne wieder. Wenn ihr mal Bock habt. Ich hoffe auch, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht ein Jahr nichts mehr voneinander hört, sondern... Wir können uns gerne mal öfter irgendwie austauschen oder so. Muss auch nicht im Stream sein. Ich bin sowieso in der Freundesliste. Ich hüpfe ja durch viele Chats. Mhm. Von daher bin ich immer gern mal dabei und guck rein, wenn ich euch sehe. Ja. Bin ja mehr so Chat bekannt als Stream bekannt. Ja, wobei es ist lustig, wie viele Leute wirklich bei mir dann auch nachgefragt haben. Wer spielt denn die Ella? Hat die auch einen Twitch-Channel? Kannst du mal verlinken oder so? Die Leute waren so begeistert von dir halt. Wegen der Interaktion mit dir immer. Ist halt ja, echt cool. Nach Nero haben sie auch gefragt, ja, doch. Vor allem mit Nero bin ich dann irgendwann... So, am Anfang hatte ich gar nicht so viel mit dir zu tun. Du warst halt so der Stand-Nachbar. Aber dann, nach so ein paar Tagen warst du dann irgendwie... Keine Ahnung, da warst du halt einfach so... Halt auch schon so ein Bruder fast schon so. Ja den kennt man halt. Ja. Ja, doch so wie so ein Bruder echt, hat sich da wirklich angefühlt, ja. Also gerade so mit euch zwei war immer geil zu interagieren einfach. Wie gesagt, es war immer so dieser Punkt, wo ich immer hin zurückkehren konnte, wo ich immer wusste, da ist halt, da ist was und da wäre ich aufgenommen. Ja, ihr seid auch so dankbare Mitspieler. Es fällt einem so leicht, den Kontakt zu knüpfen und es kommt von euch auch so viel zurück. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Wenn man so dankbare Mitspieler hat, die sich dann auch darauf konzentrieren und zuhören und da mitfiebern, das ist halt einfach schön. Das stimmt. Genau.
Also sprich, wir können uns wahrscheinlich alle darauf einigen, dass wir gerne wieder dabei wären und gerne wieder miteinander. Ja. Also ich hoffe, dass sie jetzt nicht sagen, Marktleute kommen weg, weil wir haben zu viel Spieler auf dem Server und so. Wir stellen da eher Kisten hin und füllen die, die Leute holen sich was. Oder das richtige NPCs. Hart. Das wäre schlimm, oder? Ja! Einfach nur so ein Model und dann... So Vendoren, die da stehen, Vendors, und die kannst du dann bezahlen mit Talern. Und Nee, will nicht. Also ich würde mich freuen, wenn ich wieder eingeladen werde. Das wäre echt cool. Es ist auf jeden Fall jedes Mal auch ein Erlebnis und es pusht mich wochenlang. Also ich bin danach immer noch total happy und voll Adrenalin. Ich bin auch noch gar nicht drüber hinweg. Also ich bei manchen, die wahrscheinlich schon öfter dabei waren auch, ist das irgendwie so, okay, jetzt ist die Woche vorbei, jetzt ist wieder Alltag. Bei mir ist immer noch, mir schwirrt immer noch so viel Rastalot im Kopf rum, wirklich. Mhm. Auch wegen den Videos, die man noch so bearbeiten muss. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Das mache ich gar nicht, wird zum Highlight. Wer es gucken will, Chat sagt gerade zum Thema, genau, da stehen also NPCs rum mit Chat-GPT, was dir dann antwortet. Oh nein, genau, so KI. KI-gesteuerte, ja. No. Ja, also ich würde mich echt total freuen, wenn es nochmal klappt. Ich bin schon super glücklich, dass es zweimal geklappt hat. Ich hatte ja auch schon versucht, ein Rustalot 1 mitzumachen. Da war Ben & Paper gerade noch ziemlich frisch auf Twitch und ich habe bei ihm zugeguckt und habe mitgekriegt, dass er da SL macht. Und ich habe nur so geschrieben, du, wenn du SL-Hilfe brauchst, ich helfe wohl mit. Ich habe ein bisschen Erfahrung. Achso, kanntet ihr euch schon vorher oder wie? Nur so über Chat halt. Also ich im Chat, eher am Stream. Und da waren noch nicht so viele Zuschauer da. Hat man noch mehr gesprochen. Jetzt ist ja so, er versucht alle zu beantworten und so. Klar, wie jeder Streamer. Aber ab einer gewissen Zahl bist halt einfach ein bisschen klar, weit ab vom Schuss. Und da hatte ich halt, ich hatte ihn noch angefragt, ob er bei einem Event mitmacht, das ich mitgestaltet habe. Und hab dann mitgekriegt, oh, er macht jetzt Rustalot, und hab dann noch geschrieben, du hast mir zwar zugesagt zu einem Event im Oktober, aber ich sehe gerade, du hast so viel um die Ohren, ich bin dir auch nicht böse, wenn du jetzt absagst. Und dann hat er gesagt, ja, schaffe ich auch nicht, tut mir total leid. Ich habe ja schon gesagt, ich mach mit. Dann hab ich gesagt, egal, macht nichts. Ja, du bist Rollenspieler, mach du dein Rollenspiel-Ding. Komm jetzt nicht zu irgendeinem anderen Event, das dir jetzt nichts bringt. Und dann hatte ich aber... Chagas hatte da noch sehr die Zügel in der Hand. Den habe ich gefragt und der kannte mich halt nicht. Und hat gesagt, nee, es sind nur drei Leute in der SL oder so, die sind von meiner Community und die bauen den Server und so. Dann habe ich gesagt, ja, ist ja klar, der holt sich jetzt keine fremden Leute in hohe Positionen, die er noch nie gesehen hat. Und von mir sieht man ja auch nichts. Ich bin ja mehr im Chat. Und genau, dann, du könntest ja sonst wer sein, ne? Ja, genau, ist ja auch so. Ich meine, du weißt ja nicht, wen du dir da drauf holst. Das stimmt. Und im zweiten Jahr war es dann wirklich so, dass dann Ben gesagt hat, hey, man kann sich diesmal bewerben als NSC. Ja, klar, mach ich. Kein Ding. Ja, und dann war es in trockenen Tüchern. Schön. Cool, cool. Na dann, ihr Lieben. Ich glaube... Damit würden wir dann so langsam zum Ende kommen. Ich danke euch nochmal vielmals, dass ihr das hier mit mir durchgezogen habt, dass ihr da wart. Natürlich auch nochmal für die Woche Rustalot. Es war ein sensationelles Erlebnis. Ja. Und wie gesagt, gerne mehr davon. Auch nochmal an der Stelle danke an Toffi. Toffi D., der ja auch dabei war. Eine unglaubliche Bereicherung cool. Auch, ja. Ja, also. Ich bin froh, dass wir ihn auch noch mit reingenommen haben. Ja. Also er hat nochmal so ein bisschen extra Stoff gegeben und extra Dynamik ins Gespräch. Hat mir auch gerade sehr Spaß gemacht. Gebracht, einfach das nochmal zu hören, so im Nachfunk. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir 4 Stunden jetzt voll machen. Aber ich, ohne Witz, ich hab auch wieder so gezittert und dachte mir so, boah, schreibe ich mir jetzt irgendwie eine Liste von Fragen auf, die ich alle durchhämmern will, oder was mache ich? Ja. Nachher sind wir nach einer halben Stunde irgendwie ohne Thema da und dann ist es super awkward oder so, aber ja. Also. Bei Rustalot eigentlich nicht vorkommen, glaube ich. Aber hey, dafür sind wir ja da. Improvisiertes Sprechen, ne? Also, ja. Genau. Wir sind ja geübt.
Das stimmt. Ja, ich habe mir schon was aufgeschrieben. Also ich habe mir schon so, als du gefragt hast, habe ich mir so Gedanken gemacht. Oh, und eins habe ich noch aufgeschrieben, was noch nicht geklärt ist. Oh, Nero. Was? Am ersten Abend, erster Tag, wir gehen ins Haus. Du erschreckst dich fürchterlich vor irgendwas. Ich würde jetzt das Video einspielen, wenn ich wüsste, ob es geht. Du hast dich fürchterlich erschreckt. Du sagst mir aus, ja, ich habe das Geld. Und ich habe mich so erschrocken. Was, der erste Abend oder der zweite? Ich weiß nicht. Ella hatte noch Film wegen Schwarzer Ritter und dachte, der steht jetzt vorm Fenster oder so. Ich habe meinen Charakter rumgedreht, habe aus dem Fenster. Was ist denn, Nero? Weißt du es noch? Nee. So wie er aussieht, nicht? Nee. Geh mal in dich. Ich schau mal gerade, ich spul mal hier gerade vor. Ich habe nämlich die ganze Zeit so YouTube-Videos von Rustalot laufen. Ja. Von mir, ohne Ton. Ah ja, es war am ersten Abend. Jetzt bin ich gespannt. Hast du einen Timestamp für mich? Video Tag 1. 26. Ich muss vielleicht noch ein Sekündchen rüber. Richtig. Warte mal. So. Oh Gott, bitte lass es noch. Es steht auch drunter. Dafür will ich noch eine Erklärung, Nero. Warte mal. Last month. Rastolo 3 beginnt. Hier, erster Tag. Du sagst 26. Stehe ich. Warte mal, wann hast du den Stream angemacht? Wie? Bei 26 stehe ich noch am Anfang. Bin ich jetzt doof? Bei dem Video. Also bei Rustalot Tag 1. Ach scheiße, weißt du, wo es im Timestamp im Stream war? Ist das so, als wir ins Bett gegangen sind? Also es ist, nee, ich hab's nicht im Stream. Ich hab das auf meinem Video also ganz am Ende. Es war ganz am Ende. Wir sind im Dunkeln im Haus und wollen quasi Gute Nacht sagen. Ich blende jetzt mal ganz frech. Wir haben uns drüber unterhalten, wie viel Geld wir unseren Lehrjungen und Lehrmädchen geben. Ich blende mal ganz frech ihren Stream ein. Und haben uns darüber so überlegt, wie viel Geld wir denen geben sollen für ihre Dienste. Ja. Warte, ich such das. Ich bin an der richtigen Stelle. Warte. Kannst du es mal abspielen für uns? Ich habe gerade deinen Stream offen. Bei mir? Oh, ich, ja. Meinst du? Nee, du. Bei Ella. Ja, guck mal. Warte mal, ich hab den Stream nicht mehr offen. Scheiße, warte. Guck mal, ob es funktioniert. Nur eine Sekunde, ich bin sofort im Stream. Ich bin da. Ich höre nichts. Man hört's nicht, oder? Bei mir. Nee. Ich höre dich dafür doppelt jetzt. Klar, offensichtlich. Dafür will ich noch eine Erklärung. Warte, ich finde das. Das letzte Mysterium. Ich finde das jetzt bei mir. Das letzte Mysterium. Warum hört man jetzt das Video nicht? Ich weiß warum! ich weiß warum, warte, ich kann es mit mir aufmachen. Das ist, ich hab einen Raid bekommen. Oder ich hab das gerade offen. Warte, in 5 Sekunden hier, Moment. Das erklärt's. Kannst du das dann auch sehen? Kannst du das abgreifen irgendwie? Das kann ich abgreifen, gib mir eine Sekunde. Soll ich bei dir reingucken? Ich krieg's nicht hin, gerade den Ton einzuschalten. Warte, wo ist es denn? Das haben wir gleich. Ja, ich hab's. Okay, Moment. Perfekte Werbung hier. Wenn ich mein OBS-Game jetzt richtig kann, muss ich mir kurz wo ist denn jetzt meine Window Capture? Hier. Window Capture. New one. Ich hätte gerne genau das hier. Mich so erschreckt. So richtig, bin richtig zusammengezuckt. Okay, ihr müsstet das jetzt gerade sehen. Ja. Gut. Dann drücke ich jetzt mal wieder Play. Du real, ja. Ja, und jetzt, wo ich es mir gerade durchrechne. Oh, Entschuldigung. Was? Lass mal, ich hab mich so erschrocken. Nein, nichts Schlimmes. Oh Gott, danke. Das ist passiert. Das ist passiert. Hast du es gesehen und gehört? Ja, jetzt. Ja. Das ist passiert. Der gute Lachs, meine Schuld, ja.
Und ich habe mich so vor diesem Geräusch erschrocken, weil dieses Geräusch so laut war. Und ich erschrecke mich auch vor jedem Sub, den ich bekomme. Hashtag Bait. Ja, ich erschrecke mich anscheinend auch gut, denn ich habe mich auch total furchtbar erschreckt. Ich wurde geradet und ich habe so gezuckt in dem Moment. Ich wusste überhaupt nicht, was mir passiert. Habt ihr das gehört, Leute? Der erschreckt sich bei jedem Sub. Oh mein Gott, wäre das schlimm, wenn jetzt plötzlich ganz viele Leute bei ihm Sub. Aber ja, nee, das ist halt, es geht, es ist einfach laut. Ich habe einfach meine Alert-Burks halt nie leiser gemacht. Und deswegen, genauso kam dieser Raid rein. Und ich bin so zusammengefahren, als dieses Geräusch kam, weil ich es überhaupt nicht erwartet habe. Vielen Dank, dass das jetzt endlich nach Monaten aufgeklärt ist. Ja, das letzte Rätsel wurde gelöst. Jetzt können wir wieder beruhigt schlafen. Kann ich ruhig schlafen. Ja, nee, da habe ich einen Raid bekommen. Ja, geil. Na dann. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Leute. Eine das gute war Nacht. Richtig schön. Nochmal vielen Dank für alles. Ich hoffe, man sieht sich, man hört sich. Ja, ruht man wohl. Trifft sich wieder ja, in Rustalot. Hoffentlich. Ja. Na dann, auf Wiedersehen. Gut. Vielen gute Dank. Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht.